Video zum neuen Tunic DLC in Fortnite, alles klar, in GTA natürlich, Leute. Heute geht's ab. Wir werden heute exklusiv die neuen Missionen zocken, die es geben wird, Leute. Das wird richtig nice. Ich freue mich unnormal drauf. Die neuen Missionen werden wirklich babamäßig. Ich habe mir schon so ein paar einige Sachen angeguckt, Leute. Aber ich will irgendwie eine andere Farbe auf dem Auto haben, Leute. Ich weiß auch nicht. Das hat mich gerade nicht ganz so glücklich gemacht. Das Dunkle ist ein bisschen zu dunkel. Boah, wie brutal der einfach von vorne aussieht, ne? Boah, ich sag euch ehrlich. Boah, das wäre auch eine brutale Kombi. Ich glaube, ich werde das nehmen hier. Ich finde, da sieht damit noch ein bisschen brutaler aus. Also das ist wirklich, kann man sagen, was man will, mein absolutes Favorite Car in diesem DLC. Das sieht einfach so nice aus, das Auto. Boah, guckt euch das mal bitte an. Okay, ich muss jetzt vielleicht noch die Dings ein bisschen ändern. Die Unterbodenlackierung, aber sei jetzt mal dahingestellt, Leute. Heute mit dabei ist natürlich leider auch Screws. Was sagst du? Bro, willst du heute wieder abgezogen werden oder was? Sei mal ehrlich. Ja, ich will abgezogen werden, Junge. Willst du halt wieder abgezogen werden? Oh, Digga, quatsch nicht so viel, seppel nicht so viel und komm ins Spiel rein. Ja, ich bin schon drin, ey. Ich, ja, Leute, ich warte seit einer Stunde auf. Bro, du bist doch nicht mal online, was laberst du für eine Scheiße? Ja, seit einer Stunde bin ich in der GTA Online Lobby, Leute, und er kommt einfach. Ja, okay, dann lad mich ein, will ich sehen. Ne, mach ich nicht. Ja, du bist doch nicht mal online, Alter. Ich bin online. Was geht, Dave Knight? Du bist nicht online, ich kann dich doch nicht mal einladen. Ich bin online. Ja, okay, dann lad mich ein. Online, online, durchgehend online. Nix RP! Ey, Leute, das wird heute safe nichts mit den Idioten die Mission machen. Also, das ist ja, als würde ich mit einem Stein reden. Was redest du? Bro, du kommst jetzt online! Was laberst du? Ich bin die ganze Zeit online. Ich war nur offline eingestellt. Ach so, ja, ja. Okay. Ich hab zu viele Fans. Ja, bestimmt. Ey. Da kann, also das Junge, kannst du nicht ausdenken, Leute. Das wird heute. Ja, sei doch einfach mal leise. Du bist die ganze Zeit nicht da gewesen und dann redest du hier. Ich glaube, das wird heute sehr, sehr schwierige Geburt werden, die Mission mit ihm zu machen. Oh, Digga. Jetzt geht er auch noch auf Geburt, Leute. Boah, das ist wirklich, ich sage euch ehrlich, Leute, das ist mein absolutes Lieblingsauto. Sieht so geil aus. Dieser Audi, Alter, das ist echt, ich sag dir ehrlich, das ist meine Karre. Der Audi ist geil, Mann. Der Audi ist richtig sick geworden. Also der ist wirklich in diesem Update, Leute, definitiv mein, so. Mein Lieblingsauto. Ich muss auch in die anderen Lobby kommen. So. Kann ich einem beitreten? Boah, meine Stimme ist weg. Ja, ich lade dich ein. Warum ist deine Stimme weg? Egal, Leute, er hat mir. Weiß ich nicht, weil ich gestern. Ja, weil du gestern rumgeschrien hast, weil du die ganze Zeit verloren hast. Nein, wollen wir heute nein. noch ein paar Rennen machen? Sag mal ehrlich. Wollen wir heute noch ein paar Rennen machen? Digga, du gehst mir nur noch auf die Nerven langsam. Mann, ich habe schon keine Stimme mehr wegen dir, weil du einfach. Nee, es reicht, Alter. Meine Stimme ist einfach weg, Mann. Also willst du keine Rennen gegen mich mehr fahren? Digga, ich kann Rennen gegen dich machen, wenn du verlieren willst unbedingt. Ich war ja gestern nicht ganz fit, tatsächlich. Ach so, du warst gestern nicht ganz fit und deswegen hast du die Rennen verloren. Oh, Digga, jeder weiß, dass ich mir die Hand gebrochen hatte gestern links auf der Hand. Und heute ist die Hand wieder heil, oder was? Die Hand ist jetzt wieder gesund. Ich war ja beim Arzt. Okay, okay. So, kannst du mich mal einladen? Ey, Leute, er lädt mich seit einer Stunde nicht ein. Geh doch schon mal in. Ja, ich lasse dich jetzt ein. Warte. Soll ich erst in die Online-Lobby gehen, oder was? Hä? Ja gut, dann gehe ich erst in die Online-Lobby, wie du willst. Nein, nicht in die Online-Lobby, geh Dings. Doch nicht. Bro, Einladung geht jetzt in dieser Sekunde raus. Warte. Einladung geht ey, Leute, in dieser... Leute, unglaublich. Stress machen ohne Ende und dann ist er nicht. Bro, ich habe die ganze Zeit auf dich gewartet, Junge. Da kommt auch einfach keine Einladung, Leute. Die Einladung kommt jetzt. Chill. Digga, das ist unglaublich. Ey, ganz ehrlich, Schein, ich werde mit dir nicht mehr demnächst streamen. Es sind Bugs gerade. Junge, Junge. Ich wollte dich einladen, warst du nicht online gewesen. Hier, Einladung kommt. Digga. Guck mal, jetzt hat er sie gesendet. Ja, Leute, tut mir leid, dass wir hier seit 10 Minuten mindestens warten, die ganze Zeit auf die Einladung. Er hat sie jetzt erst geschickt und deswegen hat das halt länger gedauert. Ey, Leute, das kann was werden, heute mit den Idioten irgendwelche Missionen zu machen. Wollen wir wetten, wir verkacken müssen wegen dir nicht wegen mir? Das wird ja wieder gar nichts werden.
könnt ihr Rennen machen. Wir gucken, wir machen jetzt kurz mal eine Mission auf jeden Fall erstmal und dann machen wir auch Rennen. Dann könnt ihr Shani gerne beim Verlieren zusehen. Leute, das ist so, als würde ich... Guck mal, Leute, klar, ich kann gegen Skurrus ein Rennen fahren. Das ist gar kein Problem. Ich weiß auch, dass ihr das alle sehen wollt, wie ich ein Rennen gegen ihn fahre. Aber das Ding ist einfach, da könnte ich auch gegen jemanden, gegen ein Rennen fahren, der nicht mal Hände hat. Würde ich... Nur was redest du? Das ist genau dasselbe. Oh, Digga. Macht ja gar keinen Sinn. Ich mach dich kaputt, Philipp. Boah, die sind krasser, so die Felgen. Digga, wieso bin ich denn hier in diesem scheiß Casino? Wie geht das hier weg? Ach, die haben irgendwie auch was. Tschüss, was sind das für Felgen, Leute? Das erinnert mich einfach an Benz ein bisschen. Lol. Hä, die Tuner-Felgen sehen ja voll geil aus. Das sehe ich jetzt erstmal. Oha. Digga. Komm mal zu mir. Jaha. Ja, super gemacht. Dave Knight, ey, wir haben noch Rennen schon gefahren. Ich habe auch schon Rennen gegen Dave Knight gefahren. Er hatte keine Chance gegen mich. Also was labert ihr alle für einen Müll? Wovon redest du? Was denn für Chancen, du No-Name? Du bist gestorben. Warum bist du gestorben? Wo bist du? Ich bin am Casino. Sag mir nicht, gehört der Bums hier. Also. Ey, komm, wir machen einmal, Leute, Casino-Drehung, okay? Wer besser zieht? Ja, du bist so schlau, ne? Du bist so schlau. Wieso? Also, der Junge kennt mich jetzt seit keine Ahnung. Guck mal, das Ding ist einfach... Ah, du dürfst in Portugal nicht in Casino, oder was? Ach, Mensch. Ah! Wie, du dürfst nicht in Casino jetzt gehen? Das funktioniert technisch nicht. Bro, du kannst jetzt nicht mal reingehen. Ich brauche eine deutsche IP dafür gerade. Die habe ich gerade nicht. Lol, du bist ja voll der Otto. Ich kann reingehen. Du kannst reingehen, aber kannst du gucken, oder was? Ich distanziere mich vom Glücksspiel, das ist halt alles. Ich will halt nicht drehen. Nick, komm mal mit rein, komm mal hier. Ich komm mit rein, kein Problem, aber ich werde nicht drehen. Ja, du kannst. Leute, ich distanziere mich halt vom Glücksspiel, ich bin nicht wie Shani. So, boah, guck, der Wagen sieht so krank aus, Leute. So, ich bin drinne. Ja, warte, ich komm auch rein. Oh, guckt euch den Wagen an, Leute. So, ich bin da. So, Leute, was denkt ihr, was wir ziehen werden? Wir gucken uns erstmal die Karre der Woche an. Ich bin gespannt. Oh, ich glaube, mein Chat ist kaputt, oder? Ja, das Auto ist Müll, Leute. Das Auto ist Schmutz. Aber, ich sag mal so, Leute. Schade, Sophie. Ja, musst du halt die Glocke aktivieren. So, Kapi. Guckt euch das an. So, Leute. Guckt mal, was er dreht. Ich distanziere mich davon, Leute, ja? Was werden wir drehen? Was werden wir rausholen? Seid ihr bereit? Dreh jetzt! Hauptpreis! 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 Ey, Leute, ich mach so Augen. Dreh doch. Hoffentlich gewinnt gar nichts. Hoffentlich gewinnst du gar nichts. Los, hoffentlich gewinnst du gar nichts. Mach. Mach doch. Jetzt, ich dreh doch schon. Ich hab keine Kraft zum Drehen. Bitte nix, bitte nix, bitte nix, bitte nix, bitte nix. Bitte nix, bitte nix, bitte nix. Oh! Oh mein Gott, nein! Bist du dumm? 40.000 Dollar waren das. Hä? Digga, soll ich einen Arzt rufen? Sag mal ehrlich, soll ich einen Arzt rufen, Bro? Digga, jetzt lass doch mal rausgehen jetzt hier, du Versager. Was redest du denn da? 40.000 ist Baba-mäßig, Leute. Das ist ein gutes Dings gewesen. Gutes Ding, sagt der Herr. Ich hätte gerne lieber in Hunger Games gehabt, aber ich bin zufrieden. 40.000, was willst du mehr? In Hunger Games kriegst du das niemals, weil du zu doof bist, Digga. Ja, komm rein jetzt hier. Warte, ich lade dich ein in meine Mission. Da will ich auch nicht rein. Da musst du aber rein. Nein, da will ich auch nicht rein. Oh, er checkt's nicht, Leute. Er ist einfach zu dumm. Digga, hör auf, Mann, wenn ich unsere Einladung hier annehmen soll! Ja, er wundert sich, warum er heiser ist. Okay, alles klar. Er wundert sich, warum er heiser ist. Digga, komm jetzt rein! Nein, ich fahr nicht mit dir. Du hast aber einen Platten. Hey, Bro, ich hab schon Reifen. Denk doch mal, wäre witzig, Digga. Junge, geh dich löschen, Alter. Ich fahr jetzt erst alles Customs. Du hast einen Platten. Ich kaufe mir jetzt die Reifen auch. Er hat sich nicht mal schussige Reifen gekauft, Leute. Was ist das für eine Schmalspur? Guck mal, Leute, das Ding ist, meine Stimme ist weg. Ich habe gestern 8 oder 9 Stunden gestreamt, okay? Ich habe selbst gestern 8 Stunden gestreamt. Ich komme online für euch da draußen. Und Stani hat nichts Besseres zu tun,
als mich noch mehr zum Ausrasten zu bringen und dass ich noch mehr Stimme verliere. Ja, ich hoffe, dass du morgen gar nicht mehr reden kannst. Und rein, Leute, rein. Ich muss auch noch zuletzt. Leute, ich werde heute nicht so viel reden. Ich sag euch, wie es ist, ich werde nicht so viel reden. Wirklich, es strengt mich einfach an. Also, das Ding ist halt auch, Stani hat halt einen IQ vom Toastbrot und wenn ich mich mit ihm unterhalte, dann muss ich immer alles fünfmal erklären, wie für Dummies. Ne? Schade. So, Leute, unsere fette Garage ist schon mal gut mit Autos ausgestattet. Und ich würde sagen, wir gehen rein in die erste Mission. Rein in die Olga. So, Leute, das sind die neuen Aufträge mit dem neuen Tuners DLC. Finde den Unterschlupf der Meriwether CEOs und stiehl seine Geheimdokumente. Mhm. Erfahre von einem Dealer in einer EIAA-Basis den Fundort eines gestohlenen Drogenrezepts. Oder gelange auf ein Güterzug und... Oha! Bro, gelange auf einen Güterzug und stiehl die Prototypen für eine Kontrolleinheit. Boah, das hört sich krass an, Leute. Das ist nice, das hört sich wirklich gut an. Wir machen mal der Kontrolleinheit-Job, Leute. Boah, ey, weiß man, wann die... Diese ja gut, du bist gar nicht reingekommen. Ja, scheiß drauf, Leute, er sieht die... Hä, ich hab dir angenommen, das, was du mir geschickt hast. Philipp. Hä? Das hab ich angenommen, doch, ich hab angenommen. Ich hab dir gar nichts gesendet. Doch, du hast mich eingeladen in diese scheiß GmbH von dir. Ja, aber du hättest zu mir kommen müssen, aber ist egal, scheiß drauf. Ja, und jetzt? Ist egal. Ich fahr jetzt zu dir, ich hab doch gesagt, ich fahr jetzt erstmal. Okay. Du hast ja mein Auto kaputt gemacht. Ach so, lol, das sind jetzt... Man muss jetzt noch so eine Vorbereitungsmission machen. Ja, korrekt. Ach so. Ich hoffe, die ist nicht langweilig. Identifiziere den Zugcontainer, in dem sich die Kontrolleinheit befinden. Finde die Transportzeit der Kontrolleinheit heraus, wie die den Zug anhalten. Ah, okay. Oha. Ey, Bro, das ist ein Raubüberfall auf einen Zug, den wir machen sollen. Das ist geil. Wie bei Fast and Furious. Das ist krass, ja. Das ist wirklich geil. Ja, komm mal jetzt rein hier bei mir in die Werkstatt hier. Digga, ich bin doch drin. Was redest du? Heute wieder ein Rennen gegen Theo, ja, klar. Wo bist du denn? Ich bin da drinnen bei dir. Bist du dumm? Du bist nicht bei mir drinnen. Ja, okay, ich bin nicht bei dir drinnen. Das ist wem gehört? Das ist sonst, ha? Dem Gustav aus der 6. Klasse, ja, oder wem? Ja, dann komm zu mir. Ach, man kann nicht mit dem Auto reinfahren. Digga, was hast du für eine Pissgarage? Theo, du sollst nicht mit dem Auto bei mir reinfahren. Bist du dumm? So schlecht. Jetzt muss deine ich Schrott, so eine Schrottkarre, die du fährst, wird hier nicht getuned. Bei den Kriminellen muss ich das Auto jetzt auch noch lassen, Leute. Da habe ich gar keinen Turn drauf. 10 Uhr, Kuss geht raus. Hey Leute, ich habe wirklich keine Stimme heute, ne? Das Ding ist halt, Stani schafft die Mission ohne mich nicht, deswegen habe ich ihm halt geholfen. Komm jetzt. Oder werde ihm jetzt helfen. Ja. Ich bin doch da, Junge. Ach so, ich schaffe die Mission ohne dich nicht, ja, okay, Leute. Du schaffst die Mission ohne mich nicht. Digga, du hast auf WhatsApp geschrieben, bitte komm online, Bilal, ich brauche deine Hilfe, alleine kriege ich nichts hin. Okay. Hast du jetzt auch die Mission? Ja, Zuginventar, komm mit. Ey, warum muss ich mit dir? Hä? Ja, ist egal, fahr mit deinem Auto, scheiß auf. So, ich gehe jetzt hier einen Anruf. Das ist ein gepanzerter Güterzug, den wir überfallen sollen. Kriegst du auch von Chris Hunter den Anruf hier? Ja. Okay, wir müssen Containerverzeichnis bei den Docks holen. Ja. Was ist das? Begib dich zu... Was ist das für eine Island hier? Okay, kenne ich gar nicht. Ja, wir müssen grüß mich mal bitte. Tristan, ich grüße dich, Mann. Grüße gehen raus. Tristan Dohorn, Stani grüßt auch den Tristan Abadali. Ja, Tristan, was geht, Junge? Tristan, alles gut bei dir? Ich hoffe gut, Mann. Ey, Bro, nachher wieder Screws in Renn zerstören, gar keinen Bock, Leute. Oh du mein wirst Gott. Ja an gar nichts mehr wissen. Nee, sag mir ehrlich, denkst du heute, du hast heute eine Chance gegen mich? Ich werde heute als Bilal spielen, deswegen wirst du verlieren, Dohorn. Du hast gestern auch scheiß Bilal gespielt. Nein, habe ich nicht. Doch, ich habe gestern. Nein, habe ich nicht. Ich war doch, gestern viel zufrieden. Ach so, und jetzt bist du wirklich Bilalas. Jetzt bin ich Bilalabi. Dein Vater. Hafenarbeiterkleidung sind hinten in einem Lieferwagen vor Ort. Okay. Also wir sollen jetzt auf irgendein Schiff gehen. Ja, aber warte mal kurz. Die Leute sagen, kannst du sie grüßen? Da musst du auch mal ein paar Leute grüßen. Boah, können wir jetzt hier schon rauf, Brownie, ne? Ich glaube, wenn wir jetzt... Ah, ja. Guck mal, das... Oha, das ist die Meriwether alles. Bro, warte mal, wir müssen uns irgendwie... hier rüberschleichen und da hinten die Hafenmitarbeiterkleidung holen. Können wir hier lang? Ja, guck mal, hier können wir lang. Komm.
Ali, ich grüße dich. Natürlich, Salam alaikum, Abis. So, los geht's. Was machen wir jetzt, Philipp? Sag hier mal. Rüber. Mir nachkommen. Wir gehen jetzt hier rüber. Okay, gut. Langsam, hoffe, nicht ins Wasser fallen. Was für ins Wasser fallen? Ja, wir müssen uns hier reinschleichen. Weil wir müssen uns da hinten umziehen lassen und wir nicht auffallen. Ja, gut. Alles weil wir klar, können die Mission gut machen und schlecht. Ja, mit dir kann man alles nur schlecht machen. Das ist klar. Und ich werde die halt gut machen. Boah, ich bin so kaputt, Leute. 9 Stunden rumgeschrien gestern. Das war zu hart. Ja, selbst schuld, wenn man den ganzen Tag rumschreit. So, guck mal, da sind Mitarbeiterkleidungen. Nee, du machst ihn einfach nur aggressiv. Eins in Chat, wenn ihr auch geschrien hättet, würdet ihr mit Standardskills spielen, Leute. Psst. Mach mal eine Eins. Guck mal hier. Guck mal, wohnt hier nicht iCrimex hier drin? Komm her. Hier wohnt sie. Zieh schnell die Kleidung an, Bro. So, ja, beruhig dich. Hab ich. Okay, Bro. Nein, hier wohnt... Hier. Bist du dumm, Digga? Doch. Hier wohnt SU. Du hast dich vertan. Ach so, SU ja. War das. Dumm. Ja. Das ist ja gar kein Plan. Oha, guck mal, wie viele Gegner hier sind, ne? Guck mal auf der Karte. Oha. Wo denn? Bro, wir müssen uns jetzt auf dem Schiff einschleusen und okay, da irgendwas klauen. Oha, Bro. Ich suche das Heck des Schiffs nach dem Containerverzeichnis. Was ist denn hier mit Merryweather los? Oha, da vorne sind viele Leute. Ja, wir müssen jetzt so tun, als wären wir Hafenmitarbeiter. Wir müssen unauffällig sein. Ja, Amir, frag mich nicht. Was sagt Amir? Was sagt er? Sag mal, wie ich das so lange mit dir aushalte. Amir? Ganz vorsichtig. So, nicht rennen. Psst. Ja, ich renn doch gar nicht. So, jetzt hören wir erstmal den Müll auf dem Schiff hier. Bro! Hey, hallo, beruhigt. Was ist denn los? So, hallo? Hey! Was hast du gemacht, Philipp? Bist du geistig behindert oder so? Bist du was dumm oder so? Na, bist du dumm? Was hast du gemacht, Digga, Mann? Ja, was kannst du überhaupt, Alter? Was kannst du überhaupt? Wegen dir sind wir draufgegangen, du Idiot. Na, ich bin nicht draufgegangen, dummer Idiot, Alter. Ich bin wegen dir draufgegangen. Wir sollten uns anschleichen. Ich bin doch da bei dir gewesen, Mann. Ey, ich kann nicht mehr, Leute. Deswegen haben die auf dich geschossen, genau, weil ich, ja. Ey, Digga, du musst so die schlecht. Auch abschießen, Mann. Ey, ohne Spaß. Leute, ja, warum hat er das gemacht? Heli, warum wurde ich angeschossen, Chat? Heli, Baba-mäßig, Digga. Warum wurde ich angeschossen, Leute? Bro. Oh, hier ist mir drunter gefallen. Ja. Bro, wir müssen jetzt das Schiff einnehmen, ne? Ich kümmere mich um den Heli. Ich bin dabei, Digga. Ja, ich bin kill doch dabei. Mal die Leute. Ich bin Bello, Ambi. Er zieht auf mich, während ich hochkomme. Boah, du hast mein Leben gerettet, tatsächlich. Ja, naja, weiß ich doch, Bro. Ich bin nicht dumm. Wo sind noch die anderen? So, oben ist noch einer. Ja, hat super geklappt, Mann. Leute. Hat sich richtig gelohnt, die Kleider, die Arbeiterkleidung anzuziehen. Ah! Boah. Du bist gleich wieder down, oder was? Bro, zieh dir mal Panzerung an. Ja, beruhig dich mal, ich bin Bello, aber ich bin der Panzer. Ich brauch keine Panzerung. So. Warte, ich kill dir noch einmal den Helikopter. Ich hab keine Lenkrakete? Hey, der ist auf mich! Ich hab Lenkrakete. Hast du? Hä? Ich dachte, du hast das gemacht. Alles muss man selber machen. Geht doch, danke dir. So. Wir müssen jetzt nach vorne. Wir müssen hier durchsuche das Heck des Schiffes nach Containerverzeichnis. Okay, wir müssen jetzt hier irgendwo das Containerverzeichnis finden. Ich hab hier draußen die Stellung. Hier sind noch mehr Helis. Ja, dann kill du die Helis, ich such das Scheiß hier. Das muss hier wahrscheinlich irgendwo drin sein. Im Büro oder so. Dann mach das mal. Oh, scheiße. Ich hab's gefunden. Mach ein Foto, Leute. Ey, Junge. Oh! Ich hab den Heli! Oh. Komm noch einmal, zeig dich. Bro, kill doch mal den Heli! Was kannst du überhaupt? Wir müssen jetzt warten, bis die Alte sich bei uns meldet. Hey. Digga! Nein! Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen einen Winkelschleifer suchen, Bro. Was ist ein Winkelschleifer? Ja, Bro, um das Ding. So, hab ihn! Nach vorne. Wir müssen eine Ausrüstung mitnehmen. Siehst du das auf der Karte? Oh, ich bin hier bei dir. Bist du da gerade runtergefallen? Nein. Du bist so ein Versager. Was kannst du eigentlich? Weiter. Ja, noch mehr Helis. Helis.
Kommt her. Oh, fuck. Wie viele? Zwei mindestens. Es sind nur zwei. Ja, ich habe keine Lenkrakete. Ich muss mit Sniper machen. Oh, ich habe ihn rausgeholt, den einen. Alter, weg. Du bist zu langsam. Das muss hier alles hopp hopp gehen. Digga, woher hast du überhaupt Lenkrakete? Das ist hier Special Mission. Dann noch einer, noch einer. Ja. Digga, warum immer ich, Mann? So, Winkelschleifer, Winkelschleifer, Leute. Wo ist der? Der ist bestimmt hier oben. Oh, nein, 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 nein! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Naja, da hinten ist der Winkelschleifer, da. Da, da, da. Ich komm runter, warte. Kill doch mal die Helis! Hol das. Ja, hol du mal das Paket hier. Ja, du musst die Helis killen. Digga, ist nicht so einfach, wie du das hier sagst. Oh, das ist einfach. Ich hab keine Lenkrakete. Mit Scheiße hier. So, ich hab. Kreissäge. Ja, super, Leute. Kreissäge. Wer ist der Mann hier vorne? Das ist Manfred. Okay, komm. Ja, ich komme. Komm mal, Sohn. Beeil dich doch mal. Digga, was willst du denn hier? Hab ihn. Raus, 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 raus. Schnell, wir müssen zur Werkstatt wieder. Ja, renn du vor, renn du vor. Oh, Leck, hast du auch einen Leck? Nein. Komm rein. Okay. Rein. Bro, wir werden jetzt verfolgt, ne? Ja, alles gut, Mann. Du, beruhig dich mal. Ich weiß das doch. Beruhig dich doch mal. Ey, Leute, wenn man nicht alles alleine macht, Alter, das ist zu krank. Digga, ich hab draußen alles geregelt. Was redest du? Das ist gar... Oh, hier sind Toren zu. Bro, der macht nichts, der arme Mann. Schieß auf die Helis. Mach ich doch. Bro, du schießt mit Pistole. Bist du dumm? Was für Pistole? Okay, das ist eine Pistole. Er sagt, das ist eine Pistole, Leute. Oh, der eine ist weg. Ja, sensationell. Aber weißt du, das Pistole ist gar nicht mal so doof, die Idee. Ich gebe dem jetzt einen Headshot einfach. Ja, 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 genau. Genau, er gibt jetzt den Helikopterflieger einen Headshot, na sicher. Ja. Ey, Stanley, kannst du ja, überhaupt Auto fahren? Ja, kill den doch mal! Ja, da fahr doch mal Auto. So, ich hab's gemacht, Alter. Ey, der Typ ist zu nix zu gebrauchen, ey. Ey, du bist so ein Unbelievable, Leute. Nein, du bist ein Dummschwätzer. Du bist einfach ein Dummschwätzer. Hey, ich hab ihn doch gerade gekillt. Mm-mm. Natürlich. Hast du nicht? Nein, der hatte einen Kampf bekommen und abgespürt. Jetzt so viel Schuss habe ich gar nicht. Ich dreh durch, Digga. Ey, fahr doch mal Auto. Ich schieße, du fährst. Ich schieße, ja, du fährst. Ja, guck mal, den nächsten Boom. Du triffst halt nicht, Junge. Ich schieße, du fährst, du Idiot. Nee, lass. Ich mach's selber, Leute. Der Typ ist für nichts gebrauchen. Fahr doch jetzt. Ich hab ihn. Fahr. Was laberst du? Digga, ey, du bist so ein Lügner. Ich sag dir ehrlich. Bro, du musst doch vor der Mission mal Dings kaufen. Ey, oha. Hast du gesehen? Nein, was redest du? Der hat uns gestoppt, Bro. Ja, ja, der hat uns gestoppt, weil du gegengefahren bist wie so ein Idiot. Digga, jetzt ruft mich KDJ an. Wer ist das überhaupt? Hast du überhaupt schon mal einen Treffer gelandet? Hast du überhaupt schon einen gekillt? Nee. Kannst du mal die Schnauze halten? Kannst du vielleicht einfach mal fahren? Stanley, ich hab Schnauze voll langsam mit dir. Hier zum gelben Punkt musst du. Ah! Meine Güte, der Junge ist ja dürfer, als ich dachte. Ey, Leute, ich denke mal, die finale Mission können wir vergessen. Das wird nichts. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher, das wird Katastrophe, das wird gar nichts. Ey, Leute, eins in Chat, wenn ihr glaubt, ich muss wieder Philipp beschützen. Eins in Chat. Wer ist dafür, wer glaubt das? Bro, das Einzige, was du drauf hast, ist Zahnbelag, ohne Spaß. Du bist Müllmann, rede nicht. Wir sind Hafenmitarbeiter, aber okay, so, jetzt müssen wir den... Also, Zuginventar haben wir, Leute, jetzt müssen wir den Fahrplan holen. Finde die Transportzeit der Kontrolleinheit heraus und wie du den Zug anhalten kannst. Das ist eine gute Frage, Leute. Was ruft mich hier Kylie Jenner die ganze Zeit wie an? Wie soll man einen gepanzerten Zug anhalten können? Ja, wie wohl? Ich mach das mit meinen Händen, Stani. Ah, okay. Wie denn sonst, hast du gedacht? Okay, hey, schon, machen wir ein paar Selfies, um den Schwachstellen zu finden. Selfies machen sollen wir mit dem Zug? Begib dich zu Davis Quartz, da musst du hin. An dem gelben Punkt auf der Karte, Stani. Ja, ach, ich habe den Weg markiert. Du kriegst hier alleine nichts hin. Bro, der Weg wird automatisch mal lackiert. Digga, wie fährst du denn Auto? Oh, Digga, was? Digga, einfach so ein Typ rammt uns.
Ja, nee, jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich ihn weggemacht, den Hund. Mit einem Motorrad hat er uns auch noch. Hol Munition, ja, würde ich ja ganz gerne, aber ja, aber dann sag doch, dass du Munition brauchst. Digga, du hast das doch eben selber gesagt. Ist egal, gesagt. Leute. Ich sag euch ehrlich, das macht doch gar keinen Unterschied, ob Screws Munition hat, ja oder nein. Es macht keinen Unterschied. Hey, Digga, du bist respektlos zu mir. Ich werf dich hier gleich mal den Gullideckel runter. Ja, okay, zeig. Hey, wenn du das auch einmal machst! Zeig, wie du mich runterwirfst. Guck mal, er hat da irgendwas eingetippt gerade. Ich hab das doch gehört. Ich bin der beste Autofahrer der Welt. Du bist der Beste? Ja, sehe ich. So, guck mal, wie der mit meinem Auto umgeht, Leute. Ey, Leute, wenn ihr das Auto fulltuned hättet, ne, und ihr euch das leisten könntet, würdet ihr so damit umgehen? Seid mal ganz ehrlich kurz, Leute. Würdet ihr so die Mission spielen? Bro, das ist eine Abkürzung, mal ehrlich, Leute. Ist egal, ne? Würdet ihr so mit Standard-Skills spielen? Das macht doch keinen Spaß so. Das ist eine Abkürzung. Digga, hör doch. Hau. Guck dir das an. Das Offroad. Er macht mal ganz den Lackschaden da rein. Junge, was machst du? Ey, wir stecken fest. Ich glaub das nicht. Ey, ich spiele das nächste Mal nur noch fest? Mit. Nee, wo? Ich werde mit dir nicht mehr spielen. Ich spiele demnächst nur noch mit Zuschauern. Ich werde mit dir nicht mehr spielen. Ja, Bro, dann, ganz ehrlich, Zuschauer können das besser als du. Dann wirst du ja nicht mehr eine Mission schaffen. Meine Zuschauer sind anders drauf. Die haben Ahnung von GTA. Und ich sehe hier auch nur einen kleinen Kratzer in meinem Auto. Ich wollte auch mal deine Motortuning angucken. Sei froh, dass ich heute nicht mehr... Du hast die Motorhaube kaputt gemacht! Was für du wolltest das gucken? Ja, schrei noch lauter rum, dass die Stimme richtig weg ist. Schrei lauter. Wer schreit, hat recht, Leute. Das ist dein Motto. Ich meine auch, das ist ein bisschen Lack kaputt. Ah, ich kann hier Munition kaufen. Richtig, Leute. Nein, nicht in der Mission. Doch, kann ich. Nein. Hier. Mit M-Menü. Doch, nein, du Lügner. Nein. Hab ich doch jetzt gerade gemacht, denn jetzt du Laberbacke. Der macht Ärger, der eine da hinten. Durchsuche das Gebiet nach dem Güterzug, den Meriwether benutzt hat, um die Lieferung zu transportieren. Oha. Bro, guck dir mal den Güterzug an. Tschüss, Leute. Der Zug hier vorne. Ja, die müssen wir gleich anhalten. Ja, gut. Dann überfallen wir quasi. Sollen wir mit dem reden vorher? Auf mit dem Zug, versuchen? Ja, wir reden erstmal mit dem Zug, ja. Komm, ich red mal mit dem. Okay. Schönen guten Tag. Hier ist Bilal und Standardskill von der Müll GmbH. Wir würden mal kurz mit Ihnen gerne reden. Friedlich, bitte nicht. Hey! Was ist damit? Es war am Reden mit euch! Es ist damit, ihr ehrenlosen Hunde! Stani hat bestimmt irgendwas gemacht, Leute. Digga. Stani, wenn du noch das einmal... Das bin ich nicht. Hör auf jetzt! Ich mache Fotos vom Zug, ja? Weil ich... Digga, hier ist noch einer. Ich liebe Züge, Leute. Zack. Ich habe alle eliminiert, Leute. Ja, sieht geil aus, der Zug, Leute. Der ist stark, wo ist der stark gepanzert? Stimmt, guck mal, das ist alles Panzerung hier. Foto von den Bremsen will ich machen. Bremsen sollst du machen, mach jetzt Fotos, ja. Aber Stani, beeil dich doch mal. Du kannst auch Fotos von den Bremsen nach hinten bremsen. Du sollst das machen, mach jetzt, ich gebe dir Rückendeckung. Achso, ich soll das Foto vergrößern, weil das war ein schlechtes Foto. Digga, du kannst nicht... Hey Leute, er kann nicht einmal ein Foto machen. Ich bin kein Instagram-Profi. Digga, das ist so traurig mit so vielen Instagram-Followern, wie du hast. Schäm dich. Muss ich da richtig ranzoomen, Leute, oder was? Digga, mach doch mal Fotos. Ey Leute, wir werden die Mission hier niemals heute schaffen. Ah. Was kannst du endlich? Ist hey, er hat's geschafft. Ja. Ich klatsche noch ganz kurz. Ganz kurz, bin auch gleich fertig. Hey, ich brenne! Hör mal auf jetzt! Ey, Leute, lacht er in seinem Stream? Leute, ist er am Lachen gerade? Sag mal ehrlich kurz. Bro, wir müssen weiter. Nein, warte mal ganz kurz. Ich will mal kurz was klären. Bro, ich lach mit dir. Wenn du noch einmal Scheiße machst und du lachst dabei auch noch so dreckig und lachst mich aus, habe ich keine Lust mehr mit dir zu spielen. Ich lach mit dir. Ich werde nicht mehr mit dir spielen. Ich sag dir...
Hör doch jetzt einfach mal auf. Ich will doch... Ey, ich rede nicht mal mit dir jetzt. Ich werde nicht mal mit dir reden. Bis zum Ende des Streams. Ist mir jetzt egal. Ja, ich rede schon die ganze Zeit nicht mit dir. Ey, jetzt hat er noch ein Platin geholt. Ey, Leute, ja, ich hab einen Platin geholt. Du kannst einfach kein Auto fahren. Jetzt, ey. Hör auf mich zu schießen. Da unten. Mir reicht das jetzt. So, erstmal hier aufgeräumt, Leute. Ich verteile Headshots. Wie in Fortnite. Verteilt ein Scheiß, Digga. Verteilt vielleicht Mundgeruch, ja. Habt ihr das gesehen, Leute, wie ich ihn oben durch die Wand geholt habe? Aha. Ich habe alle beseitigt, Philipp. Ich habe alles gemacht. Stiehl den Zug-Plan. Krallas. Nein, wir sollen den Zug stehlen hier. Und jetzt noch mit zur Autowerkstatt bringen. Ja, zur Beeil dich doch. Schnell, Leute. Beeil dich doch. Ja, Bro, wir haben kein Auto. Brauchen wir nicht. Das ist zu Fuß vor uns. Ja, die Werkstatt ist, nur 10 Kilometer weg. Komm mit schnell rein. Ah doch, mal Alohos, heute noch. Wo haben wir das Auto geparkt, das eine? Helikopter, Mann! Ja, du musst die abschießen wieder. Fahr du mal gleich, ich schieße die Helikopter ab. Du bist so Digga. Digga, was redest du, was? Ich bin so schlecht, Mann! Da hinten steht unser Auto, warte, wir fahren dahin. Hast du schon den Helikopter abgeschossen? Nee. Okay, ich fahre, bleib stehen. Nein, fahr einfach zum Auto. Bleib stehen. Ja! Wir fahren zum Auto. Warte. Oh. Dicker. Bro, Mann, es ist ein Reifen kaputt. Du kannst nicht mal fahren. So, jetzt hier, du fährst, ich schieß. So, ich hab schon alles platt gemacht. Guck doch, alles tot. Aber gut, lass doch mit Helikopter fliegen, komm. Ah, nee, der brennt. Sollen wir mit unserem Auto jetzt fahren? Ja, mit unserem Auto fahren, komm. Schnell. Dann los, komm. Da ist noch einer am Leben. Warte, ich mach das mal, weil du kriegst das ja auch nicht hin. So, hab ihn. Ja, wie soll ich da auch durch den Wagen schießen, oder was? Ja, nicht mal hier rüber kann man fahren. Sehr anstrengend. Ey, Leute, ich sag euch ehrlich, ich habe keine Kraft mehr. Der Junge sagt auch noch anstrengend mit mir. Wirklich, Leute, ich kann nicht mehr. Warte mal kurz, Leute, ich mach mal kurz den Stani. Der Helikopter noch nicht am Geld. Sei froh, dass ich keine Stimme habe. Ich sag dir ehrlich, Digga. Leute, guck mal, die Helikopter leben immer noch. Er muss Ey, das ist so peinlich, Digga, was du hier machst. Ich fahr Abkürzung, Leute. Abkürzung. Bro, der Helikopter ist so weit weg, ich treff den nicht mal. Du bist einfach zu krasser Fahrer, weil du zu... Wollte ich gerade sagen, weil ich die abgehangen habe. Schön, dass du das mal einsiehst. Ey, immer noch nicht. Ey, ich mach das jetzt selber. So, Leute, ich hol den jetzt. Achtung. Bro, der ist schon längst down. Also, sorry. Ja, sehe ich. Deswegen ist er noch in der Luft. Ja. Ja, weil der ein bisschen parken wollte in der Luft. Ja, ihr seid ehrlich, Leute, ich habe viel krasseres Aim als Theo, oder? Was sagt ihr? Du hast gar nichts als dein Vater. Weißt du, wie man mich auch in Los Santos kennt? Nennt? Nee. DK. Weißt du, wofür das steht? Drift King. Nein. Aber du bist kein Drift King, Digga. Ich bin... Du bist auch DK, aber nicht Drift King, du bist Donkey Kong. Weil du ein Affe bist. Stani, verstehst du das? Okay, hast du Bock, ein Rennen zu fahren? 200 Euro. Rennen heute 200 Euro. Rennen 200 Euro. Gegen mich. Der Bessere gewinnt 200 Euro. Was machst du da? Das, was ich hier mache? Bro, er denkt, er spielt Hollywood-Film. Guckt euch das an, er denkt, er ist von Hollywood. Wir müssen hier rechts. Boah, habe ich nochmal ganz knapp die Dings hier genommen. Boah, tu mal so, als wärst du in Hollywood. Leute. Oh mein Gott, Digga. Was soll ich machen? Tu mal so, als wärst du in Hollywood. Ey, nee, du gehst mir auf die Nerven. Sei jetzt einfach leise. Ich will doch jetzt hier einfach nur zu Ende spielen. Ja. Das macht keinen Spaß mit Stani. Ja, ist auch so, Leute. Bro, mein Spielhallentresor ist voll. Boah, weil ich einfach zu viel Geld mache, Leute. So, Zugplan ist abgeliefert und jetzt müssen wir den Raubüberfall machen. Das heißt, halte den Zug an, stiehl die Kontrolleinheit und bringe sie zum Klienten. Soll ich erstmal Raketenwehr, Lenkrakete holen oder nicht mehr? Nö, reicht. Bro, das sind nur Vorbereitungsmissionen. Die Hauptmission. Dann mach doch mal. Starte doch mal. Das ist schon eine große Mission hier. Ja, ich hab dich eingeladen. Wie eingeladen?
Was nimmt man, Leute? Hä, wo hast du mich eingeladen? Schwergewicht nehme ich. Ich hab dich eingeladen. Computer. Denn? Computer. Was für Computer? Was redest du? Handy. Ja, was Handy? Da ist keine Einladung. Was denn für Computer? Hallo. Willst du mich jetzt hier gerade auf Arm nehmen? Du musst an dein Handy gucken, Alter. Ich guck doch an mein Handy. Ich habe nix. Ich habe nix. Du hast eine Einladung an deinem Handy, Alter. Ja, okay, ich habe eine Einladung bekommen. Ach so, die hast du jetzt erst bekommen, ne? Ja, ich hab... Digga, ich hab die gar nicht bekommen, du Dummi. Natürlich hast du eine Einladung. Na, von Simone habe ich eine Einladung. Digga, bist du dumm, Alter? Komm, dann trete mir einfach bei. Ich bin doch schon drinnen in dein Security-Staff. Nein, bist du nicht. Leute, ich sag euch ehrlich, ich lade dich jetzt nochmal ein. Ja, da, jetzt hast du eingeladen. So, das zweite Mal. Das erste Mal, weil du wie ein Rentner bist. Du bist zu langsam. Schwere Panzerung kaufen, ja. Aktiv, okay, sehr gut. So. Und jetzt, was sollen wir machen? Jetzt geht's los. Ja, warum lädt das nicht? Dauert hier. Dicking ist der Host. 50 Sekunden. Ja, es wird jetzt gestartet. Mal. Stani Maul. Ja, ja, ich weiß auch so. Das ist halt, ja. Leute, bist du auch Naruto-Fan? Naruto, Ehrenmann, Digga. Wer ist alles okay. Naruto-Fan? Chat. Hast du meine Naruto-Displays gesehen im Hintergrund? Hast du da wirklich Naruto? Hab ich wirklich, ja. Boah. Ich hab hier Itachi Uchiha zweimal. Einmal Naruto und einmal Hundefänger aus unserer alten Zeit, Philipp. Boah. Du erinnerst dich. Als Hundefänger. Das ist cool, Digga. Wer kennt noch die Hundefänger? Aber sag ehrlich, One Punch Man, beste Serie. Real Talk jetzt, du hast mir die empfohlen. Ich muss wirklich sagen, nach der ersten Folge habe ich mich gefühlt, als wenn meine Zeit gewastet worden ist. Es ist die schlechteste Serie, die ich jemals gesehen habe. Bist du dumm, Alter? Jetzt habe ich dieses Schimmelauto hier. Ich glaube das nicht. Leute, hier, das nennt man bei Screws Tuning. Halt dein Maul einfach. Halt einfach dein Maul, Mann. Begib dich zum... denk dran, wir haben jetzt wenig Teamleben hier, ne? Du dürfst jetzt nicht sterben. Ja, dann sag das doch mal dir selber. Ich bin Bello, Abi, nicht Screws, ja, okay. Digga. Ich werde sehen. Du bist doch Standard zu dem Low. Leute, schaffen wir die Mission, ja oder nein? Oh. Und stirbt Standardskill, bevor ich sterbe? Ja oder nein? Eine 8 in den Chat, wenn ja. Eine 8 in den Chat. Genau, und eine 9, wenn ihr sagt, ich sterbe vor Standardskill. Also wer sagt, dass One Punch Man scheiße ist, der hat die Ehre eh von mir verloren. Seid damals der Stärkste im Anime-Universum, aber okay. Dragon Ball Z ist die beste Anime-Serie. Ja, Dragon Ball Z ist und auch krank, ja. Und aber ich muss leider sagen, ich sehe One Punch Man mal, alle schreiben vor Dragon Ball. Was schreiben die Leute bei dir in den Chat? 9, alle. Ich schreibe alle 9 rein. Lüge, Lüge, Lüge. Die würden niemals hinter dir stehen. Das glaube ich. Bro, die schreiben alle 9 rein. Das ist gelogen. Ich gucke jetzt selber gleich nach. Okay, Leute. Die müssen jetzt die Supercomputer klauen. Ich hab von dir. Ja, die Supercomputer klauen. Digga, der Junge redet so viel Bullshit, ne? Ist so. Die klauen doch eine Kontrolleinheit, Dummbatz. Ich bin die Kontrolleinheit. Schaltzentrale. Schaltzentrale, Anion. Schaltzentrale angenommen. Nein, Schaltzentrale, Anion. Anion. Jeder Türke jetzt hier im Chat weiß, was das heißt. Ich bin der Beste, Anion. Der wollte mich rammen, Digga. Gucken, wer schneller da ist, Leute. Ja, Digga, du hast auch das bessere Auto. Ja, okay. Das kommt auf den Fahrer drauf an, aber okay. Ja, okay, kommt auf den Fahrer an. Du bist so ein... Du redest so viel Blödsinn immer am Tag. Boah, habt ihr den Drift gesehen? Geisteskrank. Oh. Ich bin der Beste, Anion, Stani. Bro, wir müssen jetzt den Zug hinterherfahren, glaube ich, ne? Wir müssen dem Zug hinterherfahren, Anion. Hä, wo ist der Zug? Hier, links. Ich sehe den nicht. Hier, wir müssen erstmal hier auf das Gelbe, du Idiot. So, und jetzt kommt der Zug gleich. Warte auf Meriwether-Zug. Siehst du, sag ich doch. Du hast gar keine Ahnung, Dicker. Ich sag...
Warte, also warte mal. Sobald der Zug kannst, schau nach dem Bremsen. Wenn du die beschädigt, bringt. Okay, wir müssen jetzt. Also wenn der Zug kommt, müssen wir auf die Bremseinheit schießen. Bro, ich stell mich ja, richtig. Komm, haben wir eine begrenzte Waffe? Hast du auch eine begrenzte Waffe? Ja, wir haben eine begrenzte Waffe. Nein, da kommt ein Flugzeug. Mit welcher Waffe sollen wir das am besten machen? Keine Ahnung, ich weiß es mit der Uzi. Ich habe eine Uzi. Ich habe auch Uzi. Ja, das Problem ist, da kommt ein Hubschrauber. Ja, ist doch kein Problem. Nein! Oh mein Gott, der eskortiert den Schiff. Das Schiff, das, der Zug. Was? Bro. Die sind ja richtig auf Mission. Digga, die sind ja richtig krank, die Typen. Was sind das für... Okay. Auf die Bremszylinder. Ich führe. Okay, ich gehe auf die andere Seite. Wo sind die Bremszylinder? Ach, hier. Ah. Bro, ich glaube, wir müssen ins Auto. Oh mein Gott, Alter, hä? Bro. Was ist los? Was ist los? Fahr hinterher! Oh mein Gott, Digga, das ist zu krank, Leute. Das sind, was schießt ihr hier auf uns? Bro, wie viele Leute sind denn da bitte? Oh, Scheiße, ich werd am Arsch sein. Ja, nimm Panzerung. Ich brauch die doch gar nicht. Ich wurde noch gar nicht getroffen. Ich bin doch nicht so. Okay. Scheiße. Auf die Bremszylinder. Ach du Scheiße. Kann ich auf den Heli schießen? Kann ich auf den Heli schießen? Oh mein Gott, die halten übelst viel aus, diese Bremszylinder, Bro. Ja, er halt den die auch. Ich habe auch schon auf die geschossen. Wir müssen, während wir fahren, müssen wir auf die schießen. Nee. Ich eliminiere die Leute. Einer ist gleich down, einer ist gleich down. Ja, mach du die Leute. Einer ist down. Ich mach den nächsten. Okay, noch einen. Ich hab noch einen erwischt. Noch einen erwischt von den Leuten. Oh, Leute, das ist der heftigste Zug, den wir jemals gesehen haben. Ach du Scheiße. Überall Wachen, Alter. Die schießen auf die Wachen. Ja, kill die. Ich hab die. Boah, den hab ich auch. Wo sind die Bremszylinder? Okay, ich muss rüber, ich muss rüber. Wow! Oh shit. Okay, ich bin rüber. Ich schieße jetzt ihn kaputt. Ja, die sind zerstört. Nein, zwei noch. Ja, ich weiß. Ich gucke noch, ob Leute leben. Alle eliminiert. Ein Bremszylinder ist noch. Nee, das ist ein Stealth-Heli, Bro. Den kannst du, glaube ich, nicht. Ich mach das jetzt. Hast du's? Anhalten, Idioten! Warte, das ist nicht weg. Ich mach das. So, jetzt haben wir's. Da, bam! Zerstört! Okay, jetzt müssen wir. Okay, wir müssen jetzt die Kiste irgendwie. Wir müssen den Zug suchen. Bro, wie sollen wir den Heli down kriegen, Digga? Hä? Bro! Ich versuch den abzulenken. Ich lenk den ab, hol du das Ding, ich lenk den auf mich. Mach. Bro! Hast du gemacht? Ja, ich bin dabei, Digga. Wir müssen hier abschießen. Oh, guck mal, wie der auf mich schießt, Leute. Der will man hinterhand. Oh mein Gott. Haben wir. Hab ihn zerstört. Ja, ich hab die geholfen. Okay. Komm rein. Du hast gar nichts gemacht. Wir müssen die Dinger aufmachen. Mach die Container auf, Bro. Du hast auch schon, beruhig dich. Mit deiner Kettensäge schnell. Oh mein Gott, da kommen Leute. Rechts. Help. Oh, shit. Ich bin da, beruhig dich. Ja, kill die. Haben wir direkt? Ich hab den. Okay, wir haben die, glaube ich. Von außen noch. Ja. Oh, Scheiße, ich kann da nicht drüber schießen über die Dinger. Wir müssen oben drauf gehen. Heli! Oh mein Gott, Digga. Okay. Hab den einen hier draußen? Wo ist der Heli? Ich hab den Heli schon runtergeholt. Okay, warte mal. Dinger? Wir müssen weiter den Zug durchsuchen, Bro. Ja, ich weiß. Mach doch mal hin. Ah, hier, durchschneiden. So, jetzt beruhig dich. Sei doch mal leise, Shani. Ich hole uns hier das. Du bist so langsam. Digga, ich mach das sauber, nicht wie du. Oh, mashallah, Leute. Oh mein Gott. Bro. Okay, weiter. Digga, ich hab hier Dings gefunden. Seltene Antiquitäten. Heli. Schieß auf Heli. Bro. Bin dabei. Hab den Fahrer rausgeholt. Oder den Beifahrer. Boah, Alter, habt ihr gesehen, wie ich den auseinandergenommen habe? Okay, warte, mach du die nächsten Dings auf. Ich bin doch schon dabei, beruhige dich, mein Sohn. Hier ist es irgendwo. Ich hab's bekommen, ich hab's. Ich hab es eingesammelt, nein, jetzt nein, abhauen. Nein. Ja, warte. Sind noch Leute hier? Scheiße, ich brauch schon wieder Hilfe, Leute. Ich mach das schnell. Oh mein Gott, großer Heli, Bro. Ich hab keine Muni mehr, wir müssen weg jetzt hier. Ach du Scheiße, wir müssen weg. Bro. Oh, hast du den weg? Nice. Komm. Noch nicht. Okay. Hau ab. Lauf. Komm mal. Zu KDJ müssen wir. Bro, ich hab nur noch Pistole, ne? Wir müssen. Oh Gott, das will diesen richtig hinter uns her. Oh mein Gott, jetzt müssen wir beide gut fahren, Stani. Ich helf dir, wo bist du? Wir machen das zu zweit.
Gott, Leute. Oh mein Gott, war das knapp. Alter, war das nehmen, knapp. Schnell. Hau ab, hau ab, hau ab. Ich bin dabei, ich bin hinter dir, mein Sohn. Fahr, fahr, fahr. An die Richtung, an die Richtung, an die Richtung. An die Richtung, Bro. Oh mein Gott, das will. Oh mein Gott, die drehen ja vor, komm durch. Wir haben die nur abgelenkt. Scheiße. Brauchst du Hilfe? Nein, nein, ich mach das. Ich war gerade wirklich ein AP, Bro. Bin mir so knapp. Wirklich, Hetzer? Ja, mir war richtig knapp. Alter, war noch nicht so knapp. Hä? Okay, da geht's lang, Leute. Okay, ich bin auf dem Weg weg hier. Und du auch? Ja, ich komm hin, ich komm hin. Ey, Leute, Stani hat fast die Mission, wie vorhergesehen, verkackt und das Leben geopfert. Ah, ja. Aber zum Glück ist Billo Abi da, der seinen Hintern gerettet hat. Ich kann ja schlecht meinen dummen Sohn da alleine lassen. Ja, die Mission ist noch nicht vorbei. Boah, wie habe ich den geholt, Leute? So, sehr gut. Hier sind wir sicher. Wegen rechts dieser Absperrung können die nicht drive mine. Ah, easy, Leute. Easy. Was war denn das für ein Billo-Zug, Alter? Das war ja... Hey, sag nichts gegen mich, Digga. Ich bin Billo-Abi. Das war ja komplett der Billo-Zug. Vor uns, ja, ach, tackle nee. Die mal weg. Nein, kann man die Reifen kaputt schießen? Ja, kannst du. Aber ich weich aus. Geht besser. Reifen kaputt. Scheiße. Ja, die haben dich jetzt, ne? Niemand hat Bello Abi so schnell. Vertrau mir doch einfach mal. Ja, wo bist du denn? Bist gar nicht mehr hinter mir. Nee, ich bin vor dir. Deswegen. Ich war einfach im Gegenverkehr sicherer. Ich hab keine Muni mehr, oder? Doch. Bro, die wollen eine Absperrung machen, ja? Ja, ich bin gegen Fahrbahn. Ganz einfach. Ich bin ja auch ein guter Autofahrer. Ich trick's die alle so aus, Leute. Ich trick das ganze System so aus, einfach. Ja. Das ist natürlich jetzt ein bisschen problematisch, tatsächlich, aber gut. Wir stellen uns einfach hier an den Rand, Leute. So einfach geht das natürlich. Ich bin gleich da. Der Heli ist noch über dir. Nee, ist er nicht. Doch, ist Bro, der. Ich bin so schnell, ich bin ja so schnell wie der Wind. Niemand kommt hinter mir her. Du bist so schnell niemand wie der Wind. Niemand kommt hinter mir her. So, Leute, easy peasy geschafft, Mann. This shit gonna be fire, girl. You know how hot my ride gonna be with this shit in it? You know it, baby. Boom, ich hab meine abgeliefert. Zack. Wo bist du denn? Beruhig dich doch mal. Ey, er ist so dumm. Er checkt nicht, wo er langfahren muss. Bro, du musst hier hoch. Ich weiß das. Ich sehe das doch. Ja, komm, mach hin. Ja, ganz clever. So, Leute. Kev, die Fanta, nee, wir brauchen keine Mods hier. Das ist egal. So, Leute, erste Hauptmission done. Boah, 172.000 Dollar, Leute, das ist schon crazy, ne? Ich bin echt gespannt, was die große finale Mission gibt. Ich bin echt gespannt. Nix gibt das, 10 Dollar. Ja, es ging ja ganz gut, Leute, aber ja, gut, wir haben auch gut gecarried, ne? Na, ich habe natürlich auch alles alleine gemacht, überwiegend. Wir haben auch alles alleine gemacht, Leute, überwiegend. Das war halt das Ding auch. Was will man machen, ja? Wenn man alles alleine macht? Wieder das übliche Blackscreen, 10 Jahre Auftrag, Kontrolleinheit. Screws hat 50.000 bekommen, das ist fair. Meine Bezahlung 172.000. Hä, warum hast du mehr bekommen? Ey, warte mal ganz kurz. Leute, hat er eingestellt, dass er mehr kriegt als ich? Na. Ey, das ist so ein 31er-Move, wenn man mal bedenkt, dass du gerade eben fast tot warst. Ich dir zurückgekommen, wenn du gesagt hast, Hilfe, ich bin tot, ich bin tot. Ich als dein Vater hingekommen. Komm rein. Nee, Digga, ich lauf nach Hause mit dir. Komm rein. Einfach ehrenlos. Ja, bleib doch stehen, Junge. Guck mal, nein, guck mal. Gib mein Geld! Gib mein Geld!
Du bist ein Betrüger, mein Sohn. Du bist ein Betrüger. Nee, ich habe auch keine Lust mehr so langsam. Leute, war mein letzter Livestream mit Standi. Ich schwör's euch, ich mach das nicht mehr mit. Vielleicht könnt ihr das verstehen, aber ich finde, man sollte das fair aufteilen. Guck mal, das... So, nee, da brauchst du gar nichts mehr zu sagen. Bro, guck mal. Das Spiel, ne? Das ja, bestimmt, denn? Wie groß der Anteil von jeder Person sein soll. Und weil du halt sehr wenig gemacht hast, kriegst du halt dementsprechend auch sehr wenig. Nein, ich habe da keine Lust drauf. Nein. Entweder du machst jetzt fair, du hast eh mehr Geld als ich, weil du da deine Betrüger-Account hast. Ach, Leute, was soll ich dafür? Mach jetzt 50-50, Oha, Junge. Warte mal. Oha, exotische Exportliste, Leute, was ist das denn jetzt? Vielleicht gibt's da Bilder von mir. Lol, man kriegt eine... Aha, man muss die Autos klauen, Leute, und kriegt eine Bonusbelohnung. Boah, das ist ja krank. Ey, das ist cool, dass man halt pro Mission seine Werkstatt mehr freischaltet, ne? Das hat echt geil gemacht. Guck, hier sind die. Exportliste ansehen, Leute. Da muss ich quasi die ganzen Autos klauen. Das können wir vielleicht später nochmal machen. So, erster ist fertig, Leute. Wir könnten jetzt noch Gesamtverdienst. Da sehen wir jetzt den Gesamtverdienst. Ach so. Warte mal, wir machen jetzt mal hier den Bankauftrag. Überfalle Flika Bank in Los Santos und Blaine County und erbeute möglichst viel Geld. So, machen wir das. Das ist eigentlich relativ Waffen. Einfach. Kriegen wir Waffen wieder von denen oder müssen wir das mit den eigenen? Wir müssen jetzt eine Vorbereitung machen. Also, wir brauchen jetzt thermische Sprengladung, Signalstörer und dann kommt der Banküberfall. Dann mach mal. Ja, ich frag nur wegen Munition von Ebene. Okay, los. Starte. Thermische Sprengladung. Beschaffe thermische Sprengladung für den Tresorraum der Fliegerbank. Okay, machen wir, Leute. Mach 50-50-Aufteilung. Ja. 50-50-Aufteilung. Mach ich doch. Mach doch jetzt mal fair, Stani. Ich mach fair. Stani, mach jetzt... Nein, nein, fair. Ich meine 50% für jeden und nicht fair nach deiner Ansicht. Du bist ein Betrüger. Let's make it happen. Du bist kein... macht man nicht. Schade, Leute. Was für eine Crew bist du bei iCrimex? Ja, man muss doch was bekommen. Timmy, wenn man alle Missionen fertig hat, muss man doch was bekommen, oder nicht? Das muss doch irgendwas Spezielles geben. So, wir müssen zur Grand Zenora Wüste fahren. Ich hab das mal markiert. Wir müssen hoch zu Sandy Foss fahren. Du checkst dich, dass der automatisch markiert, ne? Nein, macht er gar nicht. Ich hab das gemacht. Guck mal, sobald Stani fährt, das dauert immer so lange, bis wir da sind. Ich wäre schon dreimal da. Wie wärst du denn? Wärst geflogen, ne, mit Hubschrauber? Nein, aber du hättest ja auch einfach mal einen kürzeren Weg gerade nehmen können. Hey, das ist der kürzeste. Digga, du hast keine Ahnung, Digga. Und jetzt macht er auch noch Unfälle. Ich sehe das schon kommen, da. Ja, mit Ansage, Kratzer. Also, ich sehe keinen Kratzer im Auto. Guck mal hier, wie Hollywood, Leute. Zack, so überholen die in Hollywood. Zack, boom. Boom. Nee, Digga, das ist einfach nur boom, peinlich. Boom. Guckt euch das an, Leute. Lohnt es sich, die Garage zu kaufen? Also ich würde schon sagen, ja. Vor allem, ihr habt auch gesehen, die Missionen, die bringen unnormal viel Geld, oder? Ich weiß es nicht. Also ich sag euch ehrlich, im Gegensatz zu den anderen, ne, du kannst ja andere Sachen freischalten, Drogenplantage, Drogenlabor, Club und so eine Scheiße. Ich sag dir ehrlich, Bro, das gibt so viel Geld, die Mission, das ist geisteskrank. Weil ich denke mal, auch Rockstar Games wurde oft gehatet, Leute, dass die Missionen zu wenig Geld bringen. Aber die bringen echt ordentlich was. Also von daher würde ich schon sagen, dass die Garage sich lohnt. Aber ich habe gehört, bei der letzten Inselsache gab es eigentlich viel Geld für diese Inselsache. Ja, stimmt das, Leute? Ging. Ein paar Millionen, Bro. Aber du musstest dich auch übelst lang vorbereiten dafür, ne? Ja, aber guck mal, Bruder. Das Ding ist, guck mal, du machst hier zwei Vorbereitungsmissionen, hast dann die Hauptmission und machst halt 200k, ne? Ja, und das innerhalb von, keine Ahnung, eine Stunde, nicht mal. Ja, aber du musst das ja aufs Ganze betrachten. Ach, du Scheiße. Am Ende des Tages. Hä? Oh, da wird geschossen, guck mal, wie Polizei da ist. Ja. Digga, du machst alles kaputt. Ja, das ist der Sinn. Los, hol die Kiste, ich hol die Kiste. Auf mich wird geschossen, du musst mir auch Deckung geben, wenn du schon angeblicher Freund sein willst. Wow, oh, Flip, was Hilfe, 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 oh mein Gott, ich bin tot. Nee, noch nicht.
Noch nicht. Schnell, Hilfe, Hilfe, Philipp, 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 Hilfe, Hilfe. Wo bist du? Ich bin hier. Oh mein Gott, Digga. Ich habe. Oh mein Gott, was geht hier denn ab? Digga. Hä? Bro. Warum sind da so viele Leute? Scheiß Heli schießt auf mich. Digga. Bro, warum sind da so viele Leute? Ja, jetzt bin ich am Arsch. Ich hab keine Panzerung mehr. Komm, bist komm, du, komm, bist, komm, bist du, komm, bist du, komm. Ja, ich komm. Oh mein Gott, war das knapp, Leute. Habt ihr das gesehen? Digga. Wir müssen die Kopf erstmal abhängen. Digga, hä? Wo bist du? Bro, ich hau gerade ab, ich hab kein Auto. Warum haust du denn ohne mich ab, du Idiot? Digga, war ich fast tot, weil ich hab auch einfach ein fremdes Auto genommen. Wo bist du? Ich hol dich. Ich komm zurück, ich komm zurück. Ich bin jetzt da, ich bin da, ich bin da. Komm zu mir, komm zu mir. Ich komm zu dir Digga. Gefahren. Komm rein. Hau ab! Bin doch dabei. Ho! Ach du Scheiße, du fährst hier noch echt in allen rein, ne? Fahr doch am besten zum Polizeirevier, Alter. Ich hab meinen Platten, by the way. Digga, oh mein Gott, das sollen 3 Sterne sein. Willst du mich verarschen, Alter? Digga, das geht richtig ab für 3 Sterne. Was ist das hier für eine Scheiße, Mann? Ich guck mal, ob ich Lester anrufen kann. Wie fährst du denn? Ich hab einen Platten, Stani. Er checkt sich, wie fährt der, Leute? Digga, ich hab einen Platten! Wir müssen ein Auto rausholen. Lass uns ein neues Auto nehmen. Ja. Wir müssen Auto wechseln. Ja, raus, raus, raus! Die Tuner sind schon erzählt, die Tuner. Ja, geh ins Tuning-Auto! Ja, komm. Ja, Bro, vor mir steht Kopf, Junge! Ja, ich bin da. Danke, 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 danke! Ey! Du bist so schlecht! Vor allem, er gibt die Schuld anderen Leuten, wenn er versagt, Leute. Ich glaub das gerade nicht. Peinlich, einfach nur peinlich. Sandersgill war ja... Leute, alle, die eine 8 geschrieben hatten, hatten heute recht gehabt. Wollte ich nur noch mal anmerken. Angeblich 3 Sterne, Leute. Was ist das für ein Müll hier? Digga, das schäle ich auch nicht. 3 Sterne, Alter. 20.000 Cops sind hinterher. Das ist wirklich übertrieben dieses Mal. Ja, hau ab, hau ab, hau ab. Ich hau auch ab. Bin da schon dabei hier. Das ist noch nicht so einfach. Ich keine Ahnung. Er überfährt mich einfach. Er überfährt mich und gibt mir noch die Schuld. Sehr erschreckend zu sehen. Ist ja eigentlich. Leute, ich hab jetzt eine Idee. So, Leute, ich schaff das schon. Na, wir müssen die Cops einzeln abhängen. Ja, müssen wir auch. Ach, das sind doch niemals 3 Sterne, Alter, Leute. Ich glaube das auch nicht, um ehrlich zu sein. Also, wenn das 3 Sterne sind. Ja, dann werden beim Backraub wahrscheinlich 20 Sterne kommen. Die schießen immer noch auf mich, oder was? Ist der Heli noch hier? Hey, diese Tuner sind aber noch hinter mir her. Ich glaube, ich habe die abgehangen. Nein, da kommt ein Cop, Leute. Ey. Bro, der Typ ist wirklich Detektiv Conan, Alter, ey. Ich habe sie abgehangen. Zu krank, Alter. Boah, war das krass von mir. Alter, Leute, habt ihr das gesehen, wie spannend das war? Wer hat das gesehen? Oh, Scheiße. Ey, ich glaube, das bringt gar nichts, weil guck mal, die Tuner wissen trotzdem, wo ich bin. Guck mal. Ja, du musst doch zum Ziel. Autowerkstatt. Okay, ich markiere mir die mal. Die kommen eh die ganze Zeit hinterher, die Tuner, weil die GPS haben. So, jetzt ist auch endlich mal ein Weg markiert hier, in Gelb. So, also von mir selber. So, ich hab die abgehangen. Ich hab die abgehangen. Keine Sterne mehr, Leute. Puh. Ey, das war krass, ne? Das war real talk krass. Wir hätten das ja auch friedlich klären können, aber Standardsklar hat direkt geschossen, Leute. Ich wollte ja mit denen reden. Ach so, ja. Bro, da war gerade eine Razzia gewesen.
Ich wollte mit denen reden, aber du wolltest wieder mal aggressiv vorgehen. So, das Ding ist nur, du kannst nicht aggressiv. Du bist halt zu doof dafür. Wo bist du? Ich bin jetzt gleich an der Werkstatt. Digga, du bist am Arsch der Welt. Ich sehe das auf der Karte, wo du bist. Was redest du für einen Blödsinn schon wieder? Aus dem Weg. Einer schreibt absolut nicht spannend, das Update. Also ich finde es bis jetzt interessant. Ich finde das Update auch nice. Bro, wo fährst du denn hin zur Autowerkstatt? Bist du dumm? Ey, kannst du mal leise sein? Wenn du... Können mal die Toten leise sein, die gestorben sind? Hast du immer noch die Cops hinter dir? Bro, das ist einfach nur noch peinlich. Ja, die Cops sind immer noch hinter mir. Ich hab sie abgehangen und bin schon da. Wo bist du denn hier? Bro, ich bin der Cop, du Idiot. Ich hab sie abgeliefert, steht da. Ja, ist doch top. Also ich muss sagen, am Update gefallen mir die Autos ganz nice. Die eine Tuning-Werkstatt, die du halt machst. Und die Mission ist eigentlich auch bisher ganz nice. Aber ich will also halt die Vorbereitungsmission ist nicht so langweilig wie sonst, finde ich. Ja, ich bin noch gespannt. Also, wenn es keine richtige Hauptmission gibt, dann wäre es ja relativ lame, Leute. Ganz kurz, sollen wir uns nochmal lieber neu ausrüsten, die Panzerung und sowas? Ja, das müssen wir machen. Knock, knock. Oh, Dave here. Hier werde ich mit einsteigen, oder? Okay, oh. Digga, ich telefoniere, ey, hör auf zu reden! Ich kann nicht auflegen. Digga, was für ein Nervensegel, Alter. Komm rein. Ich muss warten, bis der auflegt. Kann ich was aufmachen. Will dieser KDJ? Soll man nicht auf die Klöten gehen hier? Kannst du dich jetzt entscheiden, ob du helfen willst, Pizza zu Kleinmusik zu liefern oder nicht? Hast du das auch? Leute, er will jetzt hier im Real Life irgendwie Pizzabote werden. Nee, sag mir ehrlich, hast du das auch? Nein, hab ich nicht. Ich drück jetzt. Ich schau jetzt dahin, die Gang knallen wieder alle ab, juckt mich nicht. Wer ist das, Leute? Oh, bist du schon am Fahren? Nein. Warum kann ich nicht rausfahren, Leute? Hitze. Ey. Ey, der kann nicht mal Motor anmachen. Okay, wir müssen jetzt zum Restaurant. Wir müssen jetzt zum Restaurant, Bro. Das ist einfach nur peinlich. Was denn? Ja, dass du jetzt Pizzabote werden möchtest. Nein, das ist ein Special-Auftrag. Pizza-Sis, wir werden jetzt Pizzabäcker, Leute. Das ist von ach so, lol. Was denn? Nee, nix. Das ist so eine Spezialmission vom neuen Tuner-DLC, schreiben die rein. Ah, okay. Und was bringt die Mission? Das ist für den DJ auf der Insel. Das wirklich ist, jetzt? Das bringt gar nichts, ja. Bro, ich schalte den jetzt einfach ab, juckt mich nicht hier. Wir sollen den abziehen. Geh raus, geh weg, ich hol das. Hol den Roller. Hier, du Idiot. Stehl den Roller, ich hab ihn. Bello, ah, guck mal, sieht aus wie ein Crimex. Ey! Digga, hä? Englisch Dave ruft mich an. Schnell. Ja. Zum Flughafen. Der Roller geht ja richtig ab. Zum Flughafen, hier Leute. Wo fährst du denn lang, Digga? Ist doch markiert hier bei mir auf der Karte. Ja, aber was du fährst zickzack, denn? Alter. Ach, deine Mutter fährt zickzack. Was redest du für ein Blödsinn, Mann? Der hat gar nichts drauf, Leute. Boah, der Roller ist getuned, Leute. Guck mal, das ist ein 125er. Der Roller ist wirklich geil. Und guck mal, Stani wieder fast Unfall am Machen. Ja, mit Ansage. Ey, das ist so peinlich, ne? Du bist so peinlich, Philipp. Nein, Leute, das Tuner-DLC Spezialmission, Kapi. Verpiss dich doch mal. Bro, denkst du, ich kann dich nicht wegrammen? Wenn ich will, dann kann ich dich wegrammen. Hier. Lass mich mal Roller fahren. Können wir beide Roller fahren? Okay. Ey, warte mal, lass mich mal Roller fahren. Und probier mich mal wegzurammen. Ja, super, jetzt hast du kaputt gemacht. Probier mich wegzurammen. Bro, lass das. Dumm oder so? Bro, wir haben nur noch 3 Minuten! Ey. Was fährst du, mein Sohn, an der Hand? Halt dich mal jetzt. Ja.
Bro, wo ist der Roller getunt? Der ist voll lahm. Siehst du, siehst du? Was waren die Gangster hier denn vor dem Mund? Haha! Guck mal, wie er denkt, er kann mich hier, Leute, runterholen. Ich hab dir Deckung gegeben. Ich wollte dich gar nicht runterholen. Scheiß kannst du, ein Scheiß. Ich wollte dich gar nicht. Hab dir nur Deckung gegeben, mein Sohn. Aha. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir haben mehr als genug Zeit, Bro. Guck mal, er kommt nicht mal hinterher, Leute. Ich fahre hier so einen schäbigen Roller. Ich dachte, ich kann dich nicht. Komm doch jetzt mal. Ja, ich komm doch. Guck mal, er dachte, er kann mich verarschen. Guck mal, wie er noch gelacht hat. Guck mal jetzt, Leute. Ja, und jetzt? Ja, und jetzt? Komm mal zur zweiten drauf. Ich muss mich beeilen, Leute. Jetzt bring doch mal zum Flughafen, Stani. Ja, mach ich. Ja, hier kann ich gar nicht abhauen. Ey, Digga. Es reicht. Was machst du denn? Fahr doch mal ordentlich, Stani. Ja, ich bin gleich tot, Leute. Danke. Ja, super. Super. Stark. Mach weiter so, ja. Mach weiter so. Fahr doch mal. Jetzt gib Gas, jetzt gib Gummi. Ja, ich mach jetzt hier, warte mal, ich mach jetzt hier. Schieb mal an, schieb mal an. Alter, was? Was? Das war geil, Digga. Ey. Okay, warte mal, hier müssen wir hinbringen. Ja, irgendwie so eine unnötige Mission jetzt gerade gemacht, Leute. Ja. Der ist ein Supermate, Leute. Wir müssen jetzt mal zum Ammunition und Dings nochmal fahren. Wie, jetzt muss ich extra zu dieser Drecksinsel fliegen? Ey, jetzt müssen wir mit... Ey, das kann doch jetzt hier nicht wahr sein, Alter. Ey, du machst nur Kopfschmerzen. Ey, du machst nur Kopfschmerzen. Ich? Ich? Ja. Ich? Ich mach die Kopfschmerzen? Digga. Ey, für eine Pizza. Ey, wenn wir jetzt hier nicht 30 Milliarden dafür bekommen, weiß ich auch nicht. Ey, sag mir jetzt nicht, ich muss jetzt doch... Nein! Für eine Pizza, warte mal ganz kurz. Du willst für eine Pizza 30 Milliarden haben? Ja. Von was ist die Pizza? Von Gucci oder? Louis. Keine Musikpizza wurde abgeliefert. Wow! So, wir können wieder zurück. Also das ist ja auch frech, Alter. Das ist wirklich frech. Das ist wirklich frech. Was war denn das gerade für eine Scheiße? Ich krieg hier auf der Insel auch immer meine Pizza mit dem Flugzeug. Ja, das ist scheiße, Bro. Wir wollen hier die Tuners DLC-Mission machen. Du machst so eine Pisse. Ich? Ja. Du hast das doch eingestellt. Du hast das akzeptiert. Ey, ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr langsam. Ja, komm. Oh, Digga. Leute, der labert Bullshit. Ich hab das gar nicht gemacht, Mann. Er hat's eingestellt und check's nicht. Digga. Ist okay, du weißt nicht mal, welche Tasten du drückst, ne? Weißt du überhaupt, welche Tasten du drückst? Partystimmung. Wow, Leute, wir haben eine Auszeichnung bekommen. Baba-mäßig. Digga, du bist, ey, bist du so dumm oder tust du nur so? So, ich fahr jetzt zum... Komm, ja! Hast du etwa Angst oder so, Philipp? Sag mal. Hast du irgendwie Angst? Nee, du bist eh gleich down. Ja, aber nur weil ich down sein will, verstehst du das? Ja, Billo wollte unbedingt Pizzabote werden, Serbe. Das stimmt doch gar nicht. Deswegen. Ah, bist du schon down? Nö, wieso sollte ich denn down sein, sag mal. Ja, sag mal warum. Ich hole mir jetzt nämlich jetzt einfach ein Auto. So. Und dann ja, komm zur Autowerkstatt. So, zack.
Leute, ich sag euch ehrlich, es gibt nichts Einfacheres, als 3 Sterne oder mehr die Cops abzuhängen. Natürlich gibt es Kandidaten, die bei 3 Sternen ein Leben verlieren. Vor allem auch bei Missionen. Vor allem auch bei Tuner-DLC-Missionen. Aber natürlich nicht für Stannis Vater, aka Bello Arby. Ja, für den gibt's das nicht. Also sagst du, kannst ganz locker jetzt vor den Cops abhauen? Selbstverständlich kann ich das. Ja, du brauchst gar nicht auf mich zu schießen. Wie ein 31er. Bro, du kannst ja nicht mal Auto fahren. Real Talk, Leute, wenn ich jetzt sterbe wegen ihm, na, werde ich nie wieder mit ihm spielen. Nicht, dass die Cops sich kriegen, Bro. Ey, du... Hör auf, Philipp! Bro, die Cops sind hinter dir her. Ich sehe das doch, aber du gehst mir doch hier auf... Philipp, hör auf jetzt! Bro, du hast einen Platten, glaube ich. Kann das sein? Oh. Ey. Leute, sagt ihm doch jetzt mal was im Chat, Digga. Leute, sagt ihm mal, er soll aufhören. Bro, du hast einen Platten. Mal gucken, wie lange er durchhält, Leute. Er meinte, er schafft es ja gegen 3 Cops locker. Dass die Cops kein Problem für ihn sind. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, willst du jetzt mal zur Autowerkstatt kommen oder wie sieht's da aus? Digga, sag mal leise, du bringst mich hier noch in mehr Probleme. Hör auf jetzt, Philipp! Hör auf! Bro, du hast wieder einen Platten, glaube ich. Kann das sein? Ich lief gleich hier die Lobby, ich sag euch, wie es ist. Ja, jetzt bin ich gleich auf jeden Fall tot. Danke, Philipp. Vielen Dank. Digga, stark, guck mal, wie Digga. Viele. 4 Sterne, ja. 4 Sterne wegen ihm. 4 Sterne? Das ist doch kein Problem für dich, meintest du doch. Aber kann ich dir einen kleinen Tipp geben? Ich würde vielleicht das Auto wechseln, das hat einen Platten. Philipp, hör auf, Mann! Ich hab dir nichts getan, Junge! Digga. Ey! Jetzt bin ich tot, jetzt bin ich tot! Ja, steig ein. Kann ja nicht jeder so schlecht sein wie du. Alles gut, komm rein. Steig ein. Kann ja nicht jeder so schlecht sein. Alles gut, Bro. Steig einfach ein, dann geht's weiter. Hallo? Hallo? Hallo, komm rein. So, ja, ist doch kein Problem, ich komm rein. Philipp? Komm rein! Ich denke, wir wollen jetzt die Mission machen, hä? Ist kein Problem, lass losfahren. Digga, und jetzt fühlt sich cool, oder was? Ich weiß nicht, was du meinst. Guck mal, wie er sich cool fühlt, Leute. Bro, ich könnte die Haftform einfach abfahren, wenn ich will, guck. Jetzt fahr doch mal zur Werkstatt. Mach Hallo. Ich. Wie lange dauert das denn hier noch? Hallo. Ja, würdest du nicht so träumen, wären wir schon da. Guck mal, Leute, was er macht. Guck mal, er kann nicht mal geradeaus, dann hat das Auto nicht mal unter Kontrolle. Guck mal, Leute, er kann nicht mal mit Heckantrieb fahren. Du bist so ein Versager. Das ist ja geisteskrank schlecht. Ja, wir machen gleich ein Rennen. Hallo. Dann gucken wir mal, wer ein Versager ist, okay? Fahr doch jetzt mal dahin. Ich bin gleich Hallo. Da. Mach doch mal. Digga, ey, du kannst gar nichts, Alter. Du bist so schlecht, Digga, ey. Also ich guck mal, wie lange der gebraucht hat, Leute. Guck mal, wie lange der gebraucht hat bis nach da vorne.
Nicht mal heile konnte der ankommen. So ein Trottel. Der Typ jagt sich selber hoch, Leute. Ja, um alle dich mitzunehmen, mache ich das gerne. Bro, ich bin nicht mal gestorben. Was laberst du? Ich komme hier nicht mal rein. Wie, du kommst nicht rein? Geht nicht. Ich bin nicht in dein Dings. Du musst mich neu einladen. Ja, warum bist du nicht drin bei mir? Außerdem haben wir nichts eingekauft. Keine Snacks, keine Panzerungen, ne? Ja, wenn du nur trollst. Ich hab getrollt? Ja. Ey, Leute, sorry, aber ich gehe jetzt einkaufen. Das ist mir zu doof. Willst du mitkommen oder nicht? Ja, ich komme mit. Ich fahr raus, warte. Der macht doch nicht die Autos kaputt. Mach ich doch gar nicht. Wo bist du? Neben dir. Hier. Ja, dann komm. Ja, los. Komm. Ja, und jetzt? Ja? Wie aufgeholt wird, Leute, wie aufgeholt wird. Leute, habt ihr gemerkt, wie Stani geweint hat? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, das ist einfach nur peinlich, Stani. Ich sag ehrlich, ich fahr jetzt zum Supermarkt. Ich sag euch ehrlich. Ich geh jetzt einkaufen. Bro, du weißt schon, dass du die Rechnung für mein Auto nochmal bezahlen musst, ne? Wie? Nee, du weißt schon, wenn du dich kaputt machst, musst du die auch bezahlen. Wie, ich muss die bezahlen? Ja, ich muss dafür nichts bezahlen. Ja, musst du aber. Ich muss das zahlen. Ja, du musst das bezahlen. Wir bezahlen das sonst. Das ist doch Versicherung. Ich hab doch Versicherung. Deine Versicherung bezahlt das. Digga, warum meine? Ist doch dein Auto, was kaputt ist. Tja. So ist GTA-Regel. Ey, Digga, so schlecht. Bist du jetzt noch mein Team oder was? Nee, ne? Doch, bist du. Nein, ich geh einkaufen. Ja, ich will schon Waffenladen. Aber ich muss auch Supermarkt. Auch Snacks kaufen. Snacks. Weißt du, was Snacks sind? Snacks, Snacks. Ja. Snacks. Ich hab einen Stern übrigens. Ich kann nicht kaufen, wenn ich einen Stern hab. Ey, ich dreh durch. Ja, wieso holt man sich auch einen Stern? Wie dumm bist du? Wie dumm ist man? Tötet mich mal. Tötet mich mal. Tötet mich, ihr Wichser, los. Heute noch. Digga. Ey, kannst du dir nicht ausdenken. Wo bin ich denn jetzt hier gespawnt? Warum ist hier jetzt hier Regen die ganze Zeit? Gute Idee, Digga. Wer ist denn jetzt hier Süleyman? Wer? Irgend so ein Süleyman hat mir geschrieben, Mann. So, ich hab jetzt. Der CEO ist gezogen. Du bist kein Mitarbeiter mehr. Wieso hast du mich rausgeworfen? Ja, weiß ich nicht. Ist das ein Bug oder hast du mich rausgeworfen? Nein, es war ein Bug, Bro. Warte, ich lass wieder ein. Ja. So, ich fahr jetzt zum Ammunition noch. Oh, ich hab schon alles gekauft. Ja, ich weiß auch nicht, warum es nicht geht, Leute. Das müssen wir gleich mal in der Online-Lobby machen. Da müsste es wahrscheinlich gehen. Schönes Wetter heute auch, ne? Ey, das kann nicht sein, dass wir so lange brauchen, weil du immer stirbst in irgendwelchen Vorbereitungsmissionen. Kannst du jetzt mal bitte einmal richtig spielen? Oh, fette Grafik, Leute. Ja, wo ist Lenkrad, Leute? Keine Ahnung, warum. Hier. Gold nehmen wir, Leute, was sonst? Hä? Ups. Bro, warum habe ich jetzt. Also ist das Verarsche, Leute? Ist das Verarsche? Ist das Verarsche? Ich habe einfach Sterne bekommen. Fürs Nix machen. Ich habe ganz normal eingekauft in den Laden, krieg Sterne. Eigentlich müsste ich da direkt eine Haftbombe reinwerfen. Was für eine Scheiße, Alter. Hallo. Was kann ich für dich tun? Okay, mein Freund. I'll take care of the LSPD. Leave it to me. So, komm jetzt rein. Ja, ich bin doch jetzt da. Drück dich. Du musst jetzt hier eine wichtige Mission machen. LOL! Was macht so. Screws hier? Leute, nee.
Soll ich aus Lobby rausgehen, Leute? Eins im Chat. Wenn ich renn doch nicht weg, Screws. Bleib doch hier. Nee, du trollst mir noch. Ich will mit dir die Mission spielen, haben wir heute verabredet. Ja, ich geh jetzt rein. Ich starte jetzt. Die Leute wollen die Mission starte sehen. Starte doch jetzt. Lester ist nach dem Casino-DLC kostenlos. Alle schreiben eins in den Chat. Alle haben keinen Bock mehr, dass ich mit dir spiele, Shani. Und ganz ehrlich, wenn die Community mich bestärkt, werde ich jetzt gleich auch nicht mehr mit dir spielen, wenn du weiter so machst. Bro, hast du die Mission? Planungsarbeit, Signalstörer. Du bist Signal schon ein Störer. Signalknockner, ja. Dieses Center belästigt mich die ganze Zeit. Bro, du hast Platten. Kann das sein, dass du einen Platten hast? Mach doch jetzt mal eine Mission da. Boah, ja, ich schau doch grad hin. Ich weiß, die GTA kostet nicht viel auf dem PC. Ich glaube, das kriegst du hinterhergeworfen mittlerweile. Na, ich bin schon da. Und du? Begib dich zu den Kanälen von Vespucci. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich habe jemanden bei mir, der die ganze Zeit ein Handicap ist. So, Leute, jetzt Trick 17. Pass auf. Ach, scheiße, der eine hat mich behindert. Ey, hast du jetzt... Du hast verkackt. Gar nicht. Du hast verkackt. Nein. Du hast verkackt. Ja, 10 Euro, sagen die. Hey, Bro, das ist voll easy, die Mission. Was ist denn das? Ja, ist ja auch eine Vorbereitungsmission. Kommt jetzt hier noch was, Leute? Oder war es das schon? Für die Vorbereitung kann sein, dass das schon war. Ja, hier, komm, nimm den Störer hier auf. Ich bin doch dabei. Hast du das jetzt eingesammelt? Ja, hab ich. Musst du auch noch. Ich guck nochmal lieber nach. Ich muss das selber nämlich rausnehmen. Bro, du hast einen Platten. Bro, wir müssen jetzt die Fliegerbank. Überall den Signalstörer platzieren. Das weißt du schon, ne? Oh mein Gott, Leute. Wie viel sind das denn? Bro, du bist so dumm, Digga. Denkst du noch, du triffst? Ey, Digga, mit denen eine Mission zu machen, dauert einfach 100 Jahre. Und wie findest du es, Amir? Ist geil, oder? Was denn? Green Hell wollen wir am Sonntag streamen. Was ist Green Hell? Ist so ein bisschen wie so Forest, Alter. Ist eigentlich geil. Ah, okay. Also das sieht zumindest auch so wie so Forest, ne? Was? Bei Fortnite ist ja aktuell dead, Digga. Vorne kannst du ja nichts machen. Fahr mal jetzt zu den Banken hin. Wir müssen 6 Stück platzieren, ne? Ah. Mit wem spielt ihr das alles, Flip? Ich, SU, Amir, also eigentlich mit mir, kannst du mitmachen, wenn es 4 geht. Ja, Cam, wenn Sonntagabend erst rennen. Sonntagabend. Ja, siehst du, das wollte ich schon sagen. Nee, geht wahrscheinlich eh nicht. Das passt schon alles gut. Aber jetzt stimmt das nur zu dritt? Oh, Leute, da ist eine Kamera. Dann machen wir nur zu dritt, ja. Nein, die Kamera hat mich! Leute, Standi verkackt eine Mission nach der nächsten. Er kriegt nichts hin, Alter. Das ist zu krass. Nein. Ich hab trotzdem. Ich mach jetzt die anderen Sachen hier auf der Karte, die man machen muss. Scheiße. Ja, und da kommen schon die ersten Cops zu Standi. Digga, soll ich dir helfen oder kann ich selber meine Mission hier machen? Ja, Bro, du hast doch nicht einen Signalstörer angebracht. Also was laufst du für ich Scheiße? Hab schon 3 Stück gemacht. Gar nicht. Amir, komm mal kurz in meinen Chat. Schreib mal was rein, kurz. Ich kann ja auch kurz in den Channel kommen. Nein, ich will den zum Mod machen auf meinem Kanal, falls er was schreibt, dass ich das sehe. Boah. Das ist eine schlechte Ehre. Wie komme ich denn jetzt am besten da runter? Bro, du hast doch nicht einen Signalstörer rangebracht. Baba-mäßig. Wir haben nur noch 7 Minuten Zeit. Sei doch mal leise. Ich muss erst mal gucken, wie das hier geht. Digga, Fortnite-Update war Katastrophe. Also wirklich so schlecht. Ja, mein Fortnite-Update hat alle guten Sachen, die gut waren, schlecht gemacht. Wer? Na, Fortnite.
Bro, die hatten so einen Modus gehabt, ne? Hautnah, der war war babamäßig gewesen, hat richtig Spaß gemacht, ne? Haben die einfach so schlecht gemacht, Digga, kannst du nicht mehr zocken, das Ding. Ach, scheiße. Da musst du aufpassen mit der Kamera, ne? Digga, ich hab das schon längst gemacht, ohne erwischt zu werden. Weil ich auch im Gegensatz zu dir weiß, wie sowas funktioniert. Hast du die Kamera abgeschossen? Nee, ne? Nein, ich hab die einfach ausgetrickst. Das ist halt der Unterschied zwischen dir und mir. Schade, Sophie, dass du Scheiße laberst. Ja, Pusche, so ist das. Ja, GTA 6 wird erst 2025 soll es wohl erst rauskommen. Welche machst du jetzt? Ich mach mal, ich geh mal zu C. Die Kamera kann man abschießen? Okay, gut. Braucht man nicht. Kann man aber. Nein, kann man nicht. Kann man. Nein, kann man nicht. Ich geh zu S, glaube ich, ist das S. S wie Standardskill. S wie super schön. Da fahren wir hin. Ich bin gespannt, wie der Banküberfall ist, Leute, ob der geil ist. Aber krass, dass man nur 3 Vorbereitungsmissionen braucht, um den Banküberfall zu machen. Das ist schon wild eigentlich. Ach, das ist oben, ich Idiot. Scheiße. Digga, was ist das für eine gescheiße Gelaber? Ey, Digga, du bist so schlecht, Digga. Ich hab dir das doch noch gesagt, dass das nicht geht. Wer hat das reingeschrieben? Schmutz, Alter. Digga, du bist... Ey, nee, sorry, Leute, aber da ist auch wirklich... Das hört doch bei mir langsam Danke auf. Danke für nichts. Danke für nichts. Danke. Ruhe. Ich muss konzentrieren. Ganz stark. Wir haben noch 5 Minuten, du Trottel. Ja, ach nee. Aber mit Leuten wie dir, mit so Rentnern, die ganze Zeit die Polizei auf sich ziehen, Alter, was soll ich da machen? Ja, bin da. Omega Lul. Hä? Amir, hä? Was? Hä? Hä, Amir? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Gut, dann fahren wir auch noch zu B. Komm, geh weg! Ey! Ja, Amir? Wofür sollte ich in deinen Chat kommen? Wofür? Nick, ich wollte dich nur mal kurz zum Mod machen, weil ich weiß nicht, ob du schon mal... Ey, Digga, wer das reingeschrieben hat, dass du die Kamera abschießen soll. Du hast ja noch nicht deine 100.000, deswegen sieht man ja nicht, weißt du? Wegen Name, dies, das. Gib mir noch 2 Wochen. Ja, das stimmt. Nee, aber damit besser ist ja. Ja, ich bin ja wieder auf lustig unterwegs, Leute, schade. Digga, du hast es hier auf B nicht mehr hinbekommen. Ey, Leute, ich mach das jetzt, was Stani hier verkackt hat. Das ist ja peinlich. Ich zeig euch jetzt, wie das hier geht. So, Stani, so geht das hier auf B. Guck mal, ihr seht doch die Polizei hier überall. Oh mein Gott, er hat das nicht hinbekommen, wie peinlich. Digga, bist du dumm? Ich habe auch die Kamera abgeschossen. Digga, du bist auch doof, bist du. Ja, ich war zu aber Armin, das ist ein Video, von dem nicht in die Trends gekommen ist. War komisch, ne? Nee, weil das vorige Video in den Trends drin war. Ja, das gut, kann man ja trotzdem nachträglich machen. Also dann geht das eine halt raus und das andere rein. Ist, Digga. Weil er ein Noob ist. Halt dein Maus, London. Standard. Ist so, sonst packen wir Digga, dich mal ein. Digga, Tuan wird jetzt platt gemacht, Leute. Tuan ist ein Problem. Tuan wird platt gemacht, Leute. Von wem? Von euch? Ja, weiß mir jetzt. Lass doch sein. Wenn du den aufpackst und smiles, besucht sich man euch beide küssen. Digga, aus dir mal süß-sauer, Alter. Versuch doch mal. Ja, wir werden jetzt mal. Tuan wird angegriffen, Leute. Tuan, mein Sohn ist hat das Personenschutz in Los Angeles. Ja, dein Sohn, da merkt man wirklich. Also, das wundert mich gar nicht, dass das dein Sohn ist. Ja. Na, ja, wird sehen. Ja, wird sehen. Tut mir eingefallen, ich will die gar nicht sehen. Ja, wird sehen, Leute. Und du streamst ja dann GTA RP, oder was? Nee, ich denke, ich mach keins. Nee, nee. Ah, schade. Können wir noch aufnehmen, Digga, wenn du Bock hast. Ja, meine Stimme ist ein bisschen weg, weißt du? Oh, Bro, du musst doch zu F fahren! F, fahr zu F! Zu F? Ja! Oh mein Gott, das ist die Kamera, Leute. Bro, wir müssen jetzt echt... Oh mein Gott, guck mal, wo F ist. Ich hab 2 Minuten, oh ja, da musst du jetzt hinfahren. Oh mein Gott, ich glaube, Retalk, das wird jetzt richtig schwierig. Digga, du musst dich zusammenreißen. Ich mach A. Ich geb Gas. Ich muss rumrennen, Leute. Rum. Ich muss an dir erstmal vorbeifahren dafür, ne?
Ach du Scheiße. Oh nein. Ach du Scheiße. Zwei Minuten noch, komm. Oh Gott, 6 Kilometer in 2 Minuten, schafft man ja, das? Ja, doch, schafft man, schafft man. Wenn man Auto fahren kann, ja. Ja, was machen wir denn mal für ein Video dann demnächst haben wir mit Tuan Bilal? Was kann man denn da mal machen? Da ist ja vieles, was man, in welche Richtung das gehen kann. Wie? Du tust, als ob wir irgendwas skripten würden, weißt du? Das ist ja hieß der. Ey, Leute, das war echt lost gewesen von mir. Zweimal. Ey, wer hat das gesagt, dass man das schafft? Ich glaube, das schafft man gar nicht. Doch, das schafft man, aber ich habe ja zweimal... Wenn man sich koordiniert und nicht gegen das ganze Zeit abballert. Ja. Ey, Leute, ich werde es schnell hinfahren. Ich werde es schaffen. Muss man dem Troll da vorne sagen. Ich bin besserer Autofahrer. Bro, wir müssen das so machen. Oh, ich glaube, ich schaffe es nicht. Nein, Digga, es kann nicht sein. Warte, doch, wir schaffen das wieder. 4 Minuten 1,20. Wenn ich keinen Unfall mache, glaube ich, geht's noch. Ja, Bro, du musst auf jeden Fall, egal ob die Kamera Cops macht. Ja, ich weiß, einfach machen. Aber du musst, mach einfach. Nicht rausschießen, einfach machen. Boah, Leute, das wird wirklich schwierig, ne? Von der Zeit her meine ich jetzt. 3 Kilometer. Hm. Naja, doch, könntest schaffen. Nee, das schafft man nicht zeitlich. Doch, Digga, 3 Kilometer. Du hast 3 Kilometer in 20 Sekunden geschafft. Nee. Digga, wenn du das nicht schaffst, dann... Hä, Bro, dann bist du schlecht, sag ich ehrlich. Digga, frag den Chat, ich bin perfekt gefahren. Guck dir doch grad zu. 30 Sekunden in 2 Kilometer. Und Unfall gebaut. Er labert scheiße, ich hab einen gebaut. Bro, ich hab dich da fast eingeholt, was laberst du? Ah, ich schaff's nicht mit der Kiste hier. Ein Kilometer noch. Anderthalb. Ja, mach, das schaffst du. Er hat 17 Sekunden, wie soll das gehen? Hä, Bro, wie langsam bist du denn bitte? Direkt dran und E drücken. Ja, jetzt vorbei. Ey, Bro, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Hätte auch so nichts mehr geändert. Guck dir hin. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Weil Stani da verliert und die Sachen verkackt. Bestanden trotzdem. Ja, aber es wird wahrscheinlich schwieriger, der Überfall, ne? Ja, ja, klar. Scheiße, Digga. Egal. Bro, du bist echt zu nix zu gebrauchen, ey. Egal, ich mach mir keine Sorgen, weil ich hab halt Skill, so, weißt du? Also, von mir aus hätten wir das noch gar nicht machen müssen. Ja, aber dann wird das Special Einsatzkommando kommen. Ja, soll auch kommen, hab ich kein Problem mit. Also, wenn du damit Probleme hast, so, okay. Ja, ich weiß, wir können weitermachen, aber ich glaube, das wird halt Schwierigkeiten gleich mit sich bringen. Ey, Ami, hast du eigentlich gesehen, wie ich, wie kriegen Vorsprung, wenn die? Hast du gesehen, wie ich gestern Theo abgezogen habe im Rennen? Egal, also, dass du dich drauf aufgeilst, das wundert mich. Also, ist das ja schwierig? Stimmt, also. Ja, stimmt, Leute. Dass ich mich darüber freue. Nächstes Realtalk-Video geht dann über Amir, ne? Chat, dass ihr Bescheid wisst. Noch habe ich keine Programme offen, Digga. Noch habe ich kein Programm offen. Digga, das ist so lustig. Wir machen Fließerbanküberfall. Das ist von dem neuen Tuners Los Santos DLC in Mission. Aber ich muss sagen, ich fand das Ganze mit dem Zug ganz nice eigentlich. Mit dem Zug war interessant, ja. Hat schon cool gemacht. Habt ihr schon diese Knastmission gemacht? Nee. Oh. Was ist das für eine Knastmission? Das ist ganz cool. Wie heißt die? Also was musst du... Du musst was im Knast machen. Oha, Leute. Ja, die machen wir auf jeden Fall auch noch. Die Knastmission. Ja, safe. Die habe ich gestern schon gemacht. Das kann er mal wie Tuan lachen? Deine Fans wollen, dass du wie Tuan lachst. Ich mach das immer nur gegen Superchat. Was machst du das immer nur gegen was? Gegen Superchat. Wenn die Leute donaten? Ja, Army ist Geld geil. Nein, das war gestern wegen Max, Digga. Gestern kam bei Max, glaube ich, 10 bis 20 Superchats, und ich so frage, ob ich jemand grüßen kann. Ehrlich? Ja. Das ist peinlich. Krass. Das ist peinlich, Leute. Ja, Leute, wenn ihr bei Standardsgeld donaten wollt, ne? Nee, dann, bitte nicht donaten, Leute. Danke. Lasst euch sowas nicht sagen. Ah, ich krieg wieder eine WhatsApp-Nachricht. Ami, mach weiter. Okay, Stani. Ach so, WhatsApp-Nachrichten schickt Stani hier den Dings. Das ist schon peinlich, Digga.
Das ist schon peinlich. So, wo bist du denn? Ja, Bro, ich fahr zur Autowerkstatt. Digga, ich bin doch schon lange hier. Digga. Deine Mama war auch gerade hier. Hab ich mit ihr und mal unterhalten hier. Kurz über dich. Oha. Oha, sehr beteilt aus, Alter. Oha. Serbe hat gerade Armin Einsatz zerstört, Alter. Zu ja, gut, das war nicht schwer, ja. Armin hat jetzt morgen nicht mehr lustig jetzt. Armin, was meint ihr? Serbe, Alter. Boah. Immer diese Leute im Internet. Schade. Serbe, also das ist ja eine kranke Ansage gewesen. Ja, ist Armin gewohnt. Weil Armin ist halt nie lustig, wenn man ehrlich ist. Und deswegen. Wie läuft eigentlich ein Training bei dir, Skurrus? Ja, wie läuft denn Training eigentlich so? Banküberfall startet, Leute. Das Ding ist halt, Leute, wegen Fitness, er lacht mich ja mal aus und so. Aber ihr wisst ja alle, dass ich ja die ganze Zeit möchte, aber wegen Corona bedingt das ja nicht funktioniert. Ne? Also sogar Gigant geht seit 8 Tagen jeden Tag ein Training. Hä? Fitness hat ganz normal wieder offen. Was laberst du für eine Scheiße, nein, Digga? Bei mir nicht. Ich wohne halt in einem besonderen Stadtteil und hier ist es halt verboten. Ey, Bro, du hast genau. Eine Scheiße, Alter. Nein, ist auch so, weil wenn du das machst. Also erst einmal brauchst. Komm rein in die Runde. Wie geht das denn? Wie kann ich denn da reingehen? Ich habe keine Einladung bekommen. Er lädt nie ein, Leute, und sagt immer, ich soll reinkommen. Digga, das ist so peinlich. Digga, geht einfach AFK. Ey. Peinlich. Boah, meine Stimme ist so krass weg, ne? Komm da jetzt rein! Du musst mir immer noch eine Einladung schicken. Ich dreh durch, Digga. Du musst mir eine Einladung schicken. Du musst mir eine Einladung schicken. Ich lade die nochmal ein. Du musst mir eine Einladung schicken. Ach, guck mal, zweimal wo eine Einladung. Guck mal, jetzt geht es. Nee, du brauchst immer eine extra Einladung. Jetzt geht es, wenn man ihm das mal sagt. Ich check's nicht. Ah, was soll's, Leute? Was willst du machen? Du bist einfach nur peinlich, Digga. Starte doch mal, oh mein Gott. Und heil das jetzt fair auf. Bro, wir können 6 Banken ausrauben. Bro, wir müssen auf jeden Fall... Ich mach 5 Sekunden Modus, ja, okay, warte. Wir müssen auf jeden Fall die Bank, wo der Dings nicht ist, zuletzt ausrauben. Was, wen? Da, wo die den Störsender nicht rangebracht haben, die müssen wir zuletzt ausrauben. Ja, dein Handy-Chance ist das gewesen. Fahrzeug, endlich. Boah. Leute, das Auto ist auch geil. Wir nehmen das da. Was war eigentlich jetzt overall zum Update? Wie gefällt's euch? Ich find's geil, Digga. Ich sag dir ehrlich. Ist halt, GTA ist halt immer so neue Autos, paar neue Missionen. Ist halt immer dasselbe. Ich weiß, 8 Monate sehr lange für so ein Update immer, aber ich find's immer sehr trotzdem nice. Also, ist okay. Ist jetzt nicht. Digga, was fährst du für ein Auto? Ist das dein Ernst? Digga, das ist das Auto. So. Wir müssen zur Fliegerbank fahren. Ja, wir müssen uns aufteilen. Digga, jetzt. Aufteilen? Pass auf, ja, pass auf. Ich fahr zu E, du fährst. Nee, ich fahr zu D. Ich fahr zu D, du fährst zu E. Wir müssen gleichzeitig anfangen auszurauben, okay? Ah, im selben Moment, okay, dann warte ich auf dich da. Jetzt geht's los. Was sagst du, Amir? Ob das gut geht? Nee, ich glaub nicht, genau. Ich glaub nicht, wegen Stani halt, ne, aber. Sag Bescheid, wenn du da bist. Ja, warte. Okay. Ich stehe vor der Bank jetzt. Ja, ich dachte auch, was brauchen wir? Müssen wir was drücken? Ja, einfach jetzt. Nee. Okay, wir gehen einfach rein, direkt in den Tresorraum. Direkt, geh mal ganz normal in den Tresorraum. Ja, mach ich. Oh, warte, die Maske aufsetzen, so. Spiel das Bargeld auf. Henoch! Henoch! Denk an die thermische Ladung. Okay. Ja, ach nee. Lass mich passieren. Oh mein Gott, okay. Bei mir ist Alarm im Darm, Alter. Bei mir ist auch Alarm angegangen. Alarm im Darm, Leute. Ach du Scheiße hier. Mach doch mal auf hier. Mach hin, ist offen? Mach mal auf hier, wie lange dauert der Scheiß denn? Ja. Jetzt.
So, los. Schnell, los. Rein da! Drück. Alles rein. Mit, los. Los, rein. Bro, ich hab ganze Tasche full. Ich bin auch fertig. Ich schau jetzt ab. Okay, zur nächsten Bank jetzt. Los geht's. Okay, zu welcher Bank gehst du jetzt? Ich geh zu A-Bank. Okay, dann geh ich zur C. Nee, ich geh zur C. Ja, warte, ich weiß nicht, werden wir jetzt richtig gesucht denn oder was von der Polizei gleich? Nee, aktuell noch nicht. Gesucht in 50 Sekunden steht unten rechts. Ja, okay, dann lass schon. Aber wir müssen uns jetzt beeilen. Jetzt müssen wir uns beeilen, glaube ich. Ja, geh direkt rein bei dir. Bin dabei. Los. Los, Termitladung. Oh. 25 Sekunden, Leute, da können wir noch starten kurz. Digga, dann haben wir noch zwei Banken vor uns. Das wird richtig schwierig, ne? Naja, gleich, wenn halt die Cops die ganze Zeit kommen, ne? Ja, mach doch einfach die letzten zwei jeweils zusammen. Ja, die letzte machen wir am besten zu sein. Ja, stimmt, du hast recht. Müssen wir sowieso, ja. Nein, alles mitnehmen. Ich habe alles mitgenommen. Stani, nicht sterben, ne? Ich weiß, du bist der schlechtere Spieler von uns, aber Bro, halt gib dir Mühe, du Versager, okay? Halt Bullen einfach kommt, deine kommt. Klasse, ja, Bullen kommt, 3 Sterne. Ich komme jetzt zu dir zu A gefahren, oder wo bist du denn? Nee, fahr direkt durch, fahr zur nächsten Bank auf der Autobahn, die, und dann fahren wir zur letzten Bank. Also soll ich zu F fahren oben? Ja, Nein. Hier auf der Autobahn haben wir doch noch. Hier außerhalb bei mir links. Was ist das? Ja, okay. A oder was? Oder keine Ahnung. Ja, was? Da habe ich ja gefragt. Da sollen wir hinfahren oder nicht? Ja. Ey, da frage ich ihn, sagt er zu mir nein, Alter. Ich glaube, ich drehe durch. Okay, rein die Kohle! Schön die Moneten rein, Leute. Okay, hab. Bank B ist ausgeraubt. Bei wo ist ausgeraubt? Oh mein Gott. Bro. Ich helf dir, ich bin bei dir. Nein, alles gut. Ich bin sowieso bei dir. Zu A. Ja, komm. Hä, bei mir steht, wir haben nur zwei Banken ausgeraubt, was ist das? Noch 2 von 6, beeil dich. Ach so. Beeil dich. Bist du schon am Fahren, ne? Ja, ich bin am Fahren. Schnell, fahr zu A. Wir haben jetzt, glaube ich, die ganze Zeit Cops, ne? Bro, was machst du denn? Da machst du Kaffeeklatsch mit den Cops, oder was? Oha, Leute, habt ihr das gesehen? Ich gebe den Rücken, Mann. Du hast 50 Jahre gebraucht, Mann. Ich dachte, du verkackst schon wieder. So, wie man das natürlich von dir kennt, im normalen Fall natürlich. Mhm. Ja, lass am besten jetzt zusammen reingehen und die Cops, wenn die kommen, einfach abknallen. Hol du das Geld, ich schütze dich draußen. Nein, komm mit in die Bank. Wenn die da einzeln reinkommen, kannst du die abknallen. Ganz einfache Geschichte. Ja, wenn ich vor der Tür stehen mache, wäre das gleiche Prinzip. Gib mir mal neue Panzer. Ich geh rein. Du bist schon drinnen, ne? Okay. Weil die einfach abguckt mich nicht, Leute. Okay, oha, das ist Panzerung. Ich gebe dir Deckung. Ja, ich mach Dings an. Termitladung. Komm doch in die Bank rein, du Idiot, was machst du denn da? Wir müssen uns. Hol du doch das Geld einfach. Ich verstehe halt nicht, warum du jetzt hier noch rumtun willst. Ja, Bro. Hol du das Geld einfach raus. Ja, ich hol das Geld doch, ich muss doch immer Termitladung dran machen. Ich hab doch alles. Einfach 6 Banken ausrauben in einer Mission, was ist das denn, Alter? Alltag. Alltag in GTA 5. Der Toran ist Alltag, Digga. So, jetzt zur letzten Bank. Denk dran, letzter Sand ist kein Störsender, ne?
Ich weiß. Hast du Angst? Scheiß dich, Theodor. Stark, wie du in ihn reinballerst. Sehr, sehr stark. Ich habe die alle abgehangen. Du Versager. Ich habe 2 Sterne. Plus 3. Ich habe 3 Sterne. Ich habe 2 Zusatzsterne, meine ich. Straßensperre, pass auf. Ja, wenn du mich hier rammst. Ich hätte dich gar nicht gerammt. Wo bist du denn? Hinter dir. Digga, kommst du überhaupt hinterher? Sei doch mal leiser, Digga. Beruhig dich doch mal. Alles unter Kontrolle. Stopp, Digga. Als ob ich nur mein Fahrzeug anhalte. Oh, Digga, ich hab ihn nicht gesehen, Leute. Ich schieße immer nur auf die Reifen, Leute, das pfeift. Ja, mach ich auch schon die ganze Zeit, mach ich wirklich die ganze Zeit. Das pfeift nicht. Vor uns ist Standig, ein bisschen hier. Wow. Okay, wir sind gleich da. Da vorne ist Dani, Leute, wir holen auf. Raus, Gabi, Überfall! Überfall! Direkt 2 Polizisten haben mich draußen erledigt. Überfälle sind halt sehr brutal, Leute. Gib Gummi jetzt hier. Ja, ich mache schon Ladung hier an hier. Abfahrt, Leute! Gib ihn. Ich kann dir helfen. Digga, wer schießt auf mich? Wer schießt auf mich? Keine Ahnung. Scharfschütze oder so. Panzerung? Bro, wir kriegen gleich bestimmt 5 Sterne, Alter, Leute. 6 Banken überfallen. Das kannst du dir nicht ausdenken. So. Letzte Geld her hier. Bei Überfällen muss man mit einer gewissen Brutalität vorgehen. Okay, ich glaube, wir haben alle. Bringe das Bargeld zum Klienten. Was ist das denn? Oha, 5 Sterne, Bro! Oh. Oh mein Gott. Jetzt wirklich, Philipp. Jetzt keine große Fresse mehr. Jetzt wirklich Konzentration. Jetzt wird's wirklich krass, Leute. Ja, 5 Sterne, Alter. Das hast du echt selten in GTA. Das ist krass, 5 Sterne. Wie selten? Du hast es in jedem Video. Nicht immer. Und in jedem Thumbnail auf jeden Fall. Ja, in jedem Thumbnail, ja. Lol, easy, Leute. Guckt euch das an. Einfach zu clever für die Cops. Ja, sehe ich, wie der Helikopter kommt und du redest von zu clever für die Cops. Bro, natürlich. Ich hab die gerade abgehangen schon. 5 Sterne, easy. Die Cops sind einfach keine Gegner für mich. Lol. Bro, ich bin einfach zu krass. Hä, das sind 5 Sterne? Ich fand 3 Sterne gerade heftiger auf jeden Fall. Ja, weil die aber auch. Weil die jetzt auch nicht bei uns dran sind. Verstehst du das? Sobald wir uns sehen würden, wird die Sache anders ausgehen. Was machst du da, wenn ich mal fragen darf? Bro, ich bin Rasenmäher.
wiping out half the franchise in that state in one go. Digga, wie lange denn noch? Shit, da vorne ist links, Digga. Straßensperre. Nein. Bro, wie lange noch? Geh doch weg, Digga. Ich hab weg. LOL. Ey, wie lang? Ich hab nur einen Stern. Scheiß drauf. Ein Stern ist easy. Ein Stern, oder kannst du dich hier im Busch verstecken? Hier. Ich hab drei. Drei? Warum drei? Weil ich danach dran gerettet hab. Digga, du hast einen Scheiß gemacht. Bro, hau doch mal hier ab! Guck mal, seine Schrottkiste kann ich mal fahren hier. Bro, also ich bin durch. Das ist der Grind, Leute. Guck mal hier. So, die Sterne sind weg. Ja, zum Klienten müssen wir jetzt. Ja, richtig. Ey, also das ist ja total... Ey, verstehe ich nicht, Bro. Die klauen für einen Typen mehrere Millionen und nehmen das Geld nicht selber. Wie dumm ist das bitte? Was ist das für eine dumme Mission? Hä? Also da bin ich jetzt auch auf die Story gespannt, was gleich noch passiert. Aber das ist ja total dumm. Klassischer Buschcamper. Schade. Hey, Mann! Mach hin. Was hat der denn für Brotmesser in der Hand? Digga, wir kriegen jetzt so einen Umschlag mit $500 dafür, dass wir dem das da seine Million kriegen, oder was? Alter, das ist ja... Ja, 160.000 haben wir jetzt gemacht. Digga... Hey, das ist dumm. Das ist dumm. Also die Logik ist dumm, die Mission war geil, aber die Logik dahinter ist einfach dumm, oder? Oder habe ich bei der Story gerade nicht richtig aufgepasst? Ach, das ist Falschgeld. Ja, aber spielt ja keine Rolle. Aber wieso liegt das Falschgeld in der Bank? Weil die das vernichten wollten, oder was? Kurs geht raus, Marco. Naja, kann ja dafür sein, dass es nummerierte Scheine sind und dafür kriegen wir 160.000 echte Dollar, weißt du? Hm. Ja. Hä? Die haben Anteil bekommen, die Ekligen? Warum denn? Für was denn? Das ist eine... Der Bankauftrag. Gut, Leute, das war eine starke Mission. Jetzt werden wir diese Knastmission machen. Wenn wir die freigeschaltet haben, das wäre natürlich Baba. Dann gehen wir in den Knast, dann müssen wir in den Knast, dann werden wir jetzt Knastbrüder. Oha. Ich will kein Knastbruder von dir werden. Ich und Screws werden jetzt Knastbrüder, Leute! Nein, ich will nicht dein Bruder werden. Die Ausbruchbrüder! Nee, Leute, da mache ich nicht mit. Bro, musst du aber. Wer hat denn jetzt ein Kopfgeld auf mich gesetzt? Deine Oma. Oh. Digga, jetzt geht er noch auf meine Oma. Guck mal, wie in Hollywood, Leute. Nee, Digga, wenn schon Ami sagt, oh, Digga, das ist schon unangenehm dann, sag ich dir ehrlich. Wie in Hollywood war ich jetzt, Leute. Gut war. Oh. Ach, nee, ist egal, scheiß drauf. Wie in Hollywood, Leute, guckt euch das an. Bam, links, rechts. Hier, ey, durch Stani, die Lücke, boom. Hey, Stani, warte mal ganz kurz. Wie viel hast du für deine Mission bekommen? 80.000. Lass mich hier raus, ich bin nicht mehr mit dir. Du bist ein Lügner. Hä? Du bist unfair und du bist ein Lügner. Wenn man als Freunde etwas gemeinsam macht, dann muss man auch gemeinsam fair aufteilen. Bro, du, man kann das gleich aufteilen. Du hast mich schon wieder betrogen. Bro, du hast 160.000 bekommen und ich 50.000. Ja. Ich habe ja auch mehr Arbeit gemacht. Ich habe die Mission gestartet. Ich habe die Werkstatt gekauft. Nee, Leute, ich habe auch Kopfschmerzen. Ich reg mich noch nicht mehr auf. Ist meine letzte GTA-Mission jemals, die ich noch mit ihm spielen werde. Ja, aber dann müssen wir ja noch auf jeden Fall ein Rennen fahren, oder? Wenn nee, mit dir fahre ich kein Rennen mehr. Guck mal, Leute. Ja, Way Out können wir echt nochmal spielen. Das haben wir immer noch nicht zu Ende gespielt, weil Max einfach zu fett war. Ist auch einfach schade.
So, was haben wir denn jetzt hier, Leute? Nee, hä? Seht ihr, Leute? Guck mal, jetzt haben wir nicht mehr so viele Banken hier. Also wir haben hier einmal, bringe ein Militärkonvoi zum Stehen und stiehl die Druckplatten, die er transportiert. Oder erfahre von einem Dealer in einer IAA-Basis den Fundort eines gestohlenen Drogenkonzepts. Hä? Drogenrezept. Ja, komm, wir machen mal jetzt, okay, Leute, hier. Drogenrezept. We got some straight justice on the books today. Some piece of shit dealer thinks he take my man for a fool. Kenny, guck mal, die GTA-Karte hat Farben. Warum fügen die dann nicht im Spiel ein? Ja, wir machen Skin-Contest in GTA bald. Das ist ein Auto-Contest, wer das kurze Auto hat. Ey, Skin-Contest in GTA, das ist echt geil, oder? Sag ich ehrlich. Ja, ich bin mal gleich gespannt, Timmy, was passiert, wenn wir die Mission abgeschlossen haben, was das Board denn sagt, ob da steht, dass wir die jetzt schon fertig haben, wisst ihr? Oh, komm rein. Mann, Manfred. So, jetzt musste ich mal ein bisschen zusammenreißen, dann kriegen wir hier auch ein paar Missionen fertig hier, komm. Bro. Ja, nur falls du Faxen machst. Wenn du respektlos bist, werden wir draufgehen. Punkt. Wir hätten schon drei Missionen fertig gehabt. Ja. Armin, willst du gleich mit rennfahren? Ja, kann ich machen. Ja, Leute, dann zieh ich Armin und Theo noch in Rennen ab. Ah ja, das will ich sehen. Aber Theo würde dann sagen, ah, ich habe Kopfschmerzen. Nein, guck mal, gestern hast du ja fair gewonnen. War halt nicht mein Tag gestern. Ich habe mit meiner Hand Schmerzen gehabt bei WASD zum Fahren. Aber heute kannst du ja gar nicht gewinnen gegen mich, weil ich bin ja heute in Topform tatsächlich, was das Fahren betrifft. Bro, habt ihr das gesehen, Leute? Digga, man nennt mich nicht umsonst Deutschlands besten GTA 5 Driver. Deutschlands schlimmsten GTA-Spieler. Wer nennt dich so? Jeder im Chat nennt mich so, jeder. Nee. Ey, Serbe, du hast gestern sowas verpasst, ne? Was denn? Weil er gegen mich gewonnen hat, meint er. Ey, lass dich doch nicht da treffen, Alter. Ist ja peinlich, Mann. Rein in die Olga. Leute, rein hier in die Olga. Rein hier, die Leute kalt machen hier, gar kein Problem. Kein Ding für den King, Digga, aus dem Weg hier. Wo sind die Unterlagen? Ja, hier durchsuchen. Ja, durchsuch die. Hier sind keine. Hä? Ja, Bro, warum guckst du nicht hier? Hier, hab gefunden. Ja, mach Foto. Ach, Handy raus. Wo geht denn der Scheiß hier? Hier. Pfeil nach oben. Hab ich das Foto jetzt gemacht? Musst du senden mit Leertaste noch, Bro. Also. Foto wird in der Galerie gespeichert. So geht das? Nein, hast du nicht richtig gemacht. Da musst du näher rangehen. Ey, Leute, da kann ich mal ein Foto machen. Schick das Foto, Sim. Okay. Ach, so eine Leertaste muss ich drücken. Ja, Digga, sag das doch. Du bist so ein Schwätzer. Weg hier. Oh mein Gott, was geht denn jetzt ab? Bro, jetzt ist hier aber Action, Digga. Bro, was ist denn hier am Kopf jetzt gerade los? Komm mal mehr links. Ja, hau ab. Steig ein. Komm, steig ein. Ja, ich war alle noch weggeschossen. Tschüss. Ey, guckt euch an. 3 Sterne ist einfach gerade mehr wie 5 Sterne gewesen. Oha, was macht das Auto da? Flickflack oder was? Hab ich auch gesehen. Fahrer down. Die sind alle down. Digga, da oben der scheiß Heli noch. Ja, ab dem Fahrer ist auch down, der Heli. Boah, Leute, habt ihr die Kills gesehen? Die ist ja geisteskrank, wie ich hier schon wieder abgehe. Ja, und Stani fährt in einen LKW rein. Fragt mich nicht, wo er seinen Führerschein herbekommen hat, Leute. Oh, der LKW, der meinen Weg blockiert hat. Nee, Digga, du redest einfach nur wieder Bullshit, Mann. Oh, Straßensperre. Alter, wie fährst du denn? Das ist ja peinlich.
Warum schießt du den ab? Weil ich das kann. Bro, was macht der denn? Digga. Ey. Der knallt einfach rein. Vor uns. Jetzt abhängen, geradeaus weiter. Naja, wir müssen weiter hier. Folge den Schienen zum zentralen Knotenpunkt. Ich sag, er macht einen Unfall. Ja, okay, danke. Hat nicht mal eine Sekunde gedauert. Das kannst du dir halt nicht ausdenken. Bro, ich bin... Nee, heute kein Family Life, Leute. Nee, nee. Ich bin doch viel zu schnell reingeballert. Ich muss danach tatsächlich doch noch mal ein Video aufnehmen für diesen Kanal für morgen. Und deswegen, ich werde heute auf keinen Fall Pizza haben. Bro, hier, wir sollen den Eingang fotografieren, Bro. Finde den... Was? Hier ist ein geheimer Eingang? WTF? Willst du mich verarschen? Seit wann ist denn hier ein geheimer Eingang, Leute? Hä, wo denn? Bro, hier ist ein geheimer Eingang fürs IAA-Gebäude. Hä? Nimm dich hier? Hä? Was war das? Auto-Action-Figur gefunden. Ich hab die gefunden. Was ist das? Ja, nichts Special-mäßiges. Aber wo soll denn hier ein geheimer Eingang sein? Hier oder was? Durchsuche das Gebiet und fotografiere den IAA-Eingang. Nee. Nee, hier kann es auch nicht sein. Ah, hier, rechts oben. Hier. Ah, hier. Ja, da oben wird es nicht sein. Oder? Eigentlich wohnt doch hier der Ziegenmann, Leute. Was für ein Ziegenmann, Junge? Nee. Hä? Nee, hier sind wir. Hä? Ach, das ist der hier, oder was? Bei dir? Ja, angeblich sollte das hier sein, hier. Ich komme mal zu dir. Warte, das ist der Real Talk, Digga. LOL. Ich hab, du bist doch gerade da gewesen. Ja, aber das wurde mir nicht angezeigt. Ey, Kuss geht raus, Plex. Alle schreiben bitte. Leute, nee, Leute, ich sag euch ehrlich, ich fühl's auch nicht. Ich fühl's heute nicht. Dann wird das RP auch nicht gut werden. Es ist zurzeit mega spannend, aber ich heute wirklich nicht mehr. Nach dem Stream bin ich auf jeden Fall offline. Safe. Ja, man muss auch nicht jeden Tag, Leute. Ja. Ich werde auf jeden Fall statt dreimal jetzt die Woche, viermal die Woche vielleicht streamen, Leute, für den Hauptkanal. Aber ihr unterschätzt, glaube ich, auch ein bisschen, ne, so... Guck mal, wenn man nur Warzone spielt oder wo man nur schießen muss und so, dies, das, okay, aber wenn man irgendwo viel reden muss und sowas, das strengt schon an, tatsächlich. Ihr seht, guck mal, ich hab nicht mal die Stimme von gestern. Ich finde die Mission ganz nice. Das Einzige, was ich mir noch ein bisschen mehr wünschen würde, dass die Missionen teilweise mehr ins Detail gehen, ins Detail, aber ansonsten ist das echt nice, die Mission. Ist halt GTA-like so, ne? Ich finde die aber nicht schlecht. Ich finde auch gute Ideen, diesmal ein bisschen was anderes, ohne Drogen und so, diesmal so wieder ein bisschen auf anderes Style. Also das Allergeilste, finde ich, ist wirklich, sind die Autos so. Ja, die Autos sind geil. Und die Rennen fand ich eigentlich auch ganz nice, es hat mir so ein bisschen Need for Speed-Feeling gegeben. That's true. Bist du die Rennen schon gefahren, Amir? Nee, noch gar keins tatsächlich. Morgen bin ich da, Leute, ja. Ich habe mir nur ein Auto getunt. Ja, ich weiß auch nicht. Wir haben die Gefängnismission irgendwie noch nicht bekommen, Alter. Das ist immer random, was für eine Mission du kriegst. Aber wir haben eigentlich sind hier schon viel durch, Alter. Sicherheitspass. Hier, was macht der LKW hier? So, jetzt muss er einen Sicherheitspass holen. Okay, wir wissen jetzt, wo die Tür ist. Ah, okay. Ja. Alter, wir gehen nachher durch diese Tür da unten im Tunnel ins IAA-Gebäude. Ich muss umdrehen. Ja, das ist heftig, Leute. Ich bin echt gespannt, wie das Gebäude von innen aussieht oder ob das das bekannte IAA-Gebäude ist, was wir kennen.
So, hier lang. Also ich würde auch sagen, die Tuning-Werkstatt ist ziemlich geil. Ich finde auch geil, dass ihr so gemacht habt, dass man von Kunden Autos tunen kann und dadurch bezahlt wird. Das finde ich schon nice. Auch geldtechnisch ist das halt babamäßig. Wir können das ja nachher nochmal machen. Ein Auto für einen Kunden tunen. Das ist schon nice. Guck mal, wie in Hollywood, Leute, fahre ich jetzt wieder. Boom, boom. Okay, ich gebe dem Ganzen nicht lange dann einen Unfall. Safe. Ja, es könnte auch sein, dass man... Nee, ich glaube, die Mission kannst du alle. Die sind ja immer 1 bis 4. Boah, wo ist Unfall hier? Guck mal. Ich weiß nicht mal, wie Unfall geschrieben wird. Das glaube ich dir. Boom, Leute, hier. Und jetzt... Oh, wow! Ja, war klar, dass der Unfall kommt. Hä? Bei mir hast du wirklich berührt. Bei dir aber nicht, ne? Nee, ich hab nicht berührt. Habe ich auch gesehen. Ja, hab ich gesehen. Oh, das wird knapp, Leute. Wow! Oh, das wird auch knapp hier. Wow! Zack! Wow! Digga, ich fahr einfach wie ein junger Gott. Zack, durch die Mitte. Da können sich einige Leute hier bei dem Schabernack noch ein bisschen ab. Oh, wir müssen das unterbrechen. Wir müssen oh mein Gott. Bro, was ist das denn da, Digga? Wir müssen das Bild verwenden. Sollen wir die jetzt angreifen oder das Bild verwenden? Unterbrich den Deal. Nein, wir sollen. Bro, guck dir mal bitte an, wie viele Leute da sind. Das, die sollen wir unterbrichten. Das ist die, Turans Mafia da. Sollen wir die jetzt alle angreifen? Ey, lass mich in Ruhe! Hast du Raketenwerfer? Ja, wenn Turan vor Ort ist, haben wir ein Problem. Dann soll er erstmal weggehen. Erstmal, wenn der Idiot weg ist. Nein, Raketenwerfer rein. Krallas, okay, bei 3, 1. Warte kurz mal. So. Du schießt auf das Flugzeug, okay? Ich schieße vorne aufs Auto. Warte, auf welches Flugzeug hat das? Ne, das ist das okay. Flugzeug da. 3, 2, 1, go! Rein in die Olga jetzt hier! Komm rein! Autos oh mein Gott! Bro. Serious, Digga? Was geht denn hier ab, Alter? Wie kommt denn hier? Bro, treff vielleicht auch mal, das wäre nice. Alle down. Hi, bist du dumm? Alle down. Er sagt alle down, Digga. Das ist ein Ziel, auf was wir gehen müssen, ne? Ich bin nicht down, Digga, weil Theo nichts macht. Kann man denn schon down sein? Geh aufs Ziel! Beruhig dich doch mal. Noch dabei. Ich hab einen. Komm, lass die gepanzerte Karre hier nehmen. Komm. Der Heli, warte. Ja, die sind gepanzert, die Autos, ist egal. Scheiß drauf. Na los. Fahr. Sehr gut, Dicker, wir haben es geschafft. Oha. Aber da waren viele Leute. Hab den Fahrer, hab den Absturz, der Sturz. Hab ich abgeschossen. Oh, da ist noch ein Heli. Also kann ich nicht schießen, wenn du so. Ja, Bro, warum nicht? Das ist mal ein Test. Ein Aim-Training war das. Ja, Aim-Training. Ich zeig dir gleich mal Aim-Training, wenn ich dir mal über die Mütze ziehe, Stani. So, jetzt fahren. Wir haben es geschafft, Mann. Auf ganz easy peasy Basis. Ja, das war echt noch locker. Ich hab Naruto aufgehört zu gucken. Was? Ja, Bro. Hey, Digga, du hast auch auf Deutsch geguckt. Das guckt man. Chat, eins in den Chat, wenn man Naruto auf Japanisch mit deutschen Untertitel guckt. Auf den Sack, ey, zwei, wenn ihr sagt, nein, man guckt das mit deutscher Synchronisation. Du hast halt keine Ahnung. Bro, ich hatte einfach keine Zeit, das waren einfach zu viele Folgen, das ist so wie One Piece, Alter. One Piece kannst du übelst schnell sogar gucken, also das ist übelst schnell, aber du kannst halt, glaube ich, so 400, 500 Folgen kannst du easy in ein paar Stunden machen, weil die haben extra Filme zu jeweiligen Arc gemacht.
Ach so? Ja, ja, das haben sie gemacht. Du kannst schon echt weit gucken. Das sind immer so Filme. Wie? Also das gibt jetzt für jede Staffel oder was? Oder für jede. Ja, so mäßig wie Ark. So, du musst dir vorstellen, also Ark heißt immer so. Zum Beispiel, die gehen jetzt in diese Stadt und dieser Stadt, alles, was drumherum passiert, die ganzen 100 Folgen so, haben sie in einen Film reingepackt, der so 1,5 Stunden geht. Ach. Ja, ja, das hat One Piece gemacht. Immer die Episode auf, Episode aber auf. fehlt dann auch nicht viel? Aber das ist nicht so wie Dragon Ball Kai da oder hier, wie heißt das? Ja, Kai oder so? Dragon Ball Super meinst du, ne? Nee, das gibt doch... Du hast recht, diese Kurzversion davon. Ja, also das gibt doch dieses Dragon Ball Kai. Das Wichtigste zusammengefasst, ne? Genau, richtig. Ja, das ist nee, das ist ein bisschen anders so. Das ja, weil so Dragon Ball Kai ist ja übelster Müll, finde ich. Also das ist ja total scheiße zusammengefasst. Nein, guck mal, die haben nicht auf Dings. Guck mal, worauf die sparen. Ist jedes Mal das Intro, was dann halt, ne, 50 Mal kommt. Filler-Folgen, die halt nicht zum Manga gehören, sind raus. Ja, das ist hier eh nervig, Filler-Folgen. Boah, das schenke ich aber auch nicht bei Animes, dass da Filler-Folgen so viele Teile ja, sind. Weil die mit dem Manga nicht nachkommen soll, aber das ist trotzdem so nervig, Mann. Detektiv Conan hat mehr Filler-Folgen als normale Folgen. Was? Ja, also wirklich so, ist wirklich so. Bro, Conan muss ich auch mal wieder gucken. Es gibt, glaube ich, so... Ich will jetzt keine Zahl falsch sagen, aber ich würde sagen, es sind so 150 Folgen eigentlich nur und das Ganze hat irgendwie so... Ach nee, nicht mal 100, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall extrem viele Folgen. Ist Detektiv Conan eigentlich jetzt schon durch? Nee, ne? Nee, ah, nein. Oh, krass, Digga. Ja, jetzt geht's komischerweise beim ersten Mal, das ist ja sehr interessant. Ja, okay, GTA hat keine Bugs. Nee. Sicherheitspass bereit, Grundrisse bereit, dann wird's wohl Zeit, bei der IAA reinzumarschieren, den Dealer zu finden und den Trottel freundlich zu bitten und zu sagen, wo sein abgefahrenes Rezept steckt. Ziemlich viel Risiko für so ein Stück Papier, aber ein Stück Papier für unseren Klienten bedeutet eine ganze Menge Scheine. Für uns, wenn du verstehst. Johnny, kannst du einfach dein Maul halten? Das würdest du vielen Leuten einen Gefallen tun. Muss ich mal reinziehen, Crunchyroll. Crunchyroll ist doch dieser ein Anbieter, wo ich gesagt habe, ich auch ein Abo habe, was wie Netflix ist. Ach, und da ist aber für Animes, oder was? Ja, ja, genau. Das komplett One Piece, das komplett Detektiv Conan kannst du da komplett auf Deutsch gucken, alles. Oha, okay. Hi, y'all. Pay attention. Let me walk you through this one last. Das Geile ist, wenn du eine Folge einschläfst oder beendest, dann auf andere. Zum Beispiel, du guckst auf Handy eine Folge, willst auf PC weitergucken, ist wie Netflix. Der macht genau von da weiter, wo du aufgehört hast. Das ist wirklich nice. Bro, du kommst gar nicht hinterher, ne? Man merkt schon wieder, dass ich einfach besser bin. Was schon wieder für ein Bullshit? Man merkt also einfach schon wieder, dass ich besser bin. Also, erstens ist dein Wagen schneller als meiner. Ja. Zweitens. Ah, also ich bin angekommen. Wo bist du? Digga, erst. Oh Mist, du bist nicht da. Ey, das gibt's nicht. Du bist so peinlich, ne? Guck mal. Ey, das ist wirklich einfach nur unangenehm. Komm, geh vorbei. Digga, das ist wirklich unangenehm, ne? Wie lange du noch brauchst. Guck mal, ey, das ist echt der Junge kann. Ey, er sagt ganz im Ernst, Alter, das ist doch peinlich, Mann. Ey, halt, und du brüstest dich mit Autofuck? Ey, das ist doch peinlich. Ich mach das mal hier. Bro, das ist bestimmt wieder ein Rätsel, was er nicht aufkriegt, Leute. Pack die Waffen erstmal weg. Chill doch mal, wir werden jetzt geportet hier. Desperate habe ich geguckt, ja. Ergib dich zum Befragungsraum. Sollen wir den ausschalten? Naja. Doch, der schießt! Oh. Digga, weil du ihn wieder geärgert hast, du Idiot. Bin tot. Ja, komm zurück! Ey, Leute, ich bin tot, weil er mir sagt, nein, ich bin super. Super. Jetzt haben wir nur noch ein Leben. Danke für nix. Digga, hast doch gesagt, ohne Waffen! Oder die drücken mal gut rein, du. Man muss ja mal ein paar Headshots drücken. Du bist gestorben? Digga, weil du nichts gemacht hast! Hey, warte mal ganz kurz. Ist das gerade dein Ernst? Du bist tot?
Los, du Stück Scheiße, mach! Sei doch mal leise jetzt hier! Du kannst ja mal dem Boss hier zugucken, wie der das macht. Digga, von wo gerade werde ich noch angeschossen hier? Oh. Der Verdächtige wurde als Krimineller mit den Straßennamen Screws identifiziert. Wir sind live dabei, Leute. Ihr seht's. Kommt alle her, Mann! Ich zeig euch jetzt, wie das hier geht. Schande, ihr seht so und lerne was. Bro, das ist so unfair, Leute, dass er einfach ein Leben direkt versaut so. Hat, Alter. Du lebst noch, nichts mache ich. So, dies, das und so. Alles im grünen Bereich, mein Bello Abi. Der Verdächtige soll anscheinend mit der Crew iCrimex OG Gang. Ich muss hier Inventar noch einmal meine letzte Panzerung nehmen. So, Leute. Jetzt wünschen wir Glück. Ja, ist eh gleich down, Leute. So, was jetzt, Mann? Wow! Der hat mir viel gedrückt, das Arsch. Da pennt einer. Das ist der Dealer, Digga. Das ist der Dealer. Geh rein. Geh doch rein. Chill doch mal. Ist der dumm? Falsche Türe. Ist der dumm? Halt doch mal leise. So, komm mal her, Frau, mein Sportsfreund. Halt dein Maul da draußen, du Pisser. Ich bin jetzt hier. Wen nennst du Wichser? Okay, wie du willst. Warte ab. Ich ruf kurz deine Mama an. Warte ab. Warte ab. Ich mache auf Lautsprecher. Hier. Da. Dein Vater. Ja, jetzt hast du Angst, ha? Huh? War klar, Kenny. Da, bam! Bombe gegeben! Was bist du frech, Digga? Mach den bei Bello ab, wie Faxen. Lüg mich nie wieder an, ja. What you need to know. Show him where the recipe is and be quick about it, motherfucker. I said be quick about it, motherfucker. Schreib auf! I'm giving it over. I'm sorry, Holmes. Little bitch. All right, you got it. Now look at that motherfucker. Make sure he. Ja, redet mit sich selbst, Leute. Zu krank. Digga, sei doch mal ganz leise, Tote können nicht reden. Was, Digga, warum? Habt ihr gesehen, wie ich angetäuscht habe, Leute? Habt ihr es gerade gesehen? Er checkt halt nicht, Leute, dass das ein Computerspiel ist. Du hast ja gar keine Ahnung, Standardskill. Was will die denn jetzt hier schon wieder von mir? Also warte mal ganz kurz, habe ich jetzt die Mission wirklich alleine gemacht? Bro, du bist doch noch gar nicht fertig mit der Mission. Digga, was soll die Scheiße? Und mach kein Auge, Stand, ich sehe doch, wie du dich freust, dass ich verkacke hier. Ja los, zeig, was du drauf hast, außer Zahnbelag. Los! Sei doch mal leiser! Bro, er ist gleich down, Leute. Oh mein Gott. Ich muss niesen. Oh. Ich muss niesen, es kommt nicht. Okay. Hey, woher kommt der denn schon wieder? Na los, raus mit dir! Komm mal jetzt, ja. Leute, er schafft's doch eh nicht. Er wird's eh nicht schaffen. Warum machst du so Auge? Feuer mich doch mal lieber an hier!
Kommt alle her, Mann, wo bist du? Was? Bro, machst du da Tonwettbewerb oder wieso rollst du dich die ganze Zeit? Wenn du tot wärst, solltest du lieber nicht reden, Philipp. Bro, er macht irgendwelche Tonübungen hier, Leute. Ich check's nicht, Alter. Ich check's nicht. Aus dem Weg, wenn Bello ankommt. Er denkt da, wenn er Rolle vorwärts macht. Ey, Leute, das war so einfach für mich. Und wo ist Danny tot, Leute? Wer hat die Mission alleine gemacht? Hä? Hä? Aha. Hä? Digga, was ist das für eine Scheiße hier? Ja, Alter Schwede. Zeig mal jetzt, was du für ein krasser Fahrer bist. Ich bin der beste Fahrer, Stani. Du weißt. Liegt in der Gena. Bro, weil du einfach das erste Leben verkackt hast. Ja, ohne Waffen. Ja, Theo, die schießen nicht auf dich. Nein. Kannst da ganz normal hingehen. Ja, okay, das ist das. Guck mal, er baut gleich wieder einen Unfall, Leute. Ich predikte es. Er baut gleich wieder einen Unfall. Ich bin einfach der beste Fahrer, den es hier gibt, Digga. Was soll ich euch sagen, Leute? Bro, fahr doch bitte nach hin, wo du hin musst. Du fährst irgendwo anders, in irgendwelche anderen Richtungen. Ich irritiere doch nur die Cops, du hast doch gar keine Ahnung. Guck. Ah, ja. Sag Weg frei, ja, Weg frei. Ja, ja. Ja, der Weg war vorher, Dings, war vorher dicht gewesen, Leute. Den Fahrer kurz geholt. Stani, du als Toter solltest lieber nicht reden, ne? Also, wie soll ich sagen, du hast alles verkackt, Digga, du hast doch mein Leben geklaut. Dein Leben geklaut. Du hattest doch dein eigenes gehabt. Bist du dumm, Digga? Du bist zuerst gestorben. Einfach nur peinlich, Digga. Einfach nur peinlich, ey, dein Verhalten. Ey, was der labert, Leute. Ja, es tut weh, Leute. Fahr da runter! Wow, was ist denn da? Und jetzt? Hä? Durchsuche das Gebiet. Wie soll ich denn durchsuchen, wenn die über Kopf sind? Ja, Bro, die musst du erstmal abhängen. Oder durchsuche jetzt schnell. Kannst du gar nicht abhängen. Du musst nebenbei kämpfen gegen die. Einer lebt scheinbar noch. Bro, was machst du denn? 1 gegen 1. Durchsuche jetzt das Gebiet, Digga. Ja, nach was denn? Nach das vergrabene Rezept, du Idiot. Da ist doch da! Da, ey! Was denn? Da ist doch ein Loch! Ja, da geht's doch nicht weiter. Digga, da musst du graben! Nein, was redest du denn da? Ey, er ist so dumm, Leute, er ist so dumm. Er ist so dumm, Digga, ich check's nicht. Oh mein Gott, der Heli schießt auf mich. Wo ist das? Da war was! Nein, da am Baum, Hier. Hä? Bist du dumm? Da, endlich. Ich hab's geschafft, Digga. Was sagst du doch? Ich hab's gesagt, Leute. Mehrmals. So einfach geht das, mein Sohn. Verstehst du das? Mehrmals hab ich's gesagt. Man nennt mich nicht umsonst Hitman mit zweiten Namen. Guck hier, das habe ich gemacht mit den Amjas. Und was hast du gemacht? Schlafen gelegt beim Eingang. Ey Bruder, das ist so peinlich. Ich sag dir ehrlich, Testo, ich schäme mich für dich. Hör auf rumzuerzählen, dass wir verwandt sind. Das ist. Warum kommen denn jetzt schon wieder die Cops? Gleich wieder Unfall, Leute. Ich predikte es. Ich bin so ein krasser Fahrer. Er appreciated das nicht mal, Leute. Er sagt nicht mal, ey, Theo, ganz ehrlich, hast du geisteskrank gut gemacht. Digga, du hast doch ein Leben verbraucht zum Anfang schon. Du bist alles heftig. Stattdessen sitzt er da, macht fit ne Auge, dies, das. Bro, er weiß nicht mal, wohin fahren soll. Doch, ich habe das doch markiert auf der Karte. Theodor Noobmann Botländer, ja. Leiser machen, das Spiel viel zu laut hier.
Ja, Bro, wenn du noch länger brauchst, haben die gesagt, gehen die in Rente. Guck mal, jetzt gleich Unfall, Leute. Boom, Unfall. Ganz easy peasy für mich. Einfach so, habt ihr gesehen, wie das geht? Ich bin einfach der beste Fahrer in Los Santos, wenn ich nicht einen schlechten Tag habe, so wie gestern. Ja, klar, ich schon dreimal fertig. Du wärst schon dreimal fertig, dreimal fertig mit dem Tod, aber erst, ja, weil die Mission bei dir abgebrochen wäre. Wo fährst du denn lang? Warte mal kurz gucken, ob wir Weiber sind. Nee, alles gut. Ich hab alles unter Kontrolle. Ich check's nicht, Leute. Theo Schmalspur, ja, Timmy. Fühl ich. Kommst du heute auch noch an oder soll ich morgen nochmal wiederkommen? Guck mal, Unfall direkt wieder. Abgeliefert. Mission erfolgreich. Boah, was stand da für ein geiles Auto? Schon wieder kriegen wir so einen kleinen Umschlag. Das ist so frech, ne, für das, was wir da machen. So, Stanley, das Ding ist, ich würde ja gerne mit dir weiterspielen. Du musst mir jetzt auch mal versprechen, nicht wie eine Fliege umzufallen. Bro, also ich sag dir ehrlich, ne? Ich sag dir wirklich ehrlich. Ich will dir kurz was sagen. Warte kurz. Ja, ich warte. Leute, ich will eine wichtige Ankündigung machen. Ja, jetzt kommt's. Und zwar... Ja. Ja, Loading Screen, Leute, das ist bei GTA immer sehr lange. Ey, hast du schon wieder gerade so viel Geld bekommen? Ey, du bist so Bro, peinlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, die 50.000 Dollar hast du diesmal richtig Leute, verdient, Leute, schreibt mal bitte alle in seinen Chat ehrenlos. Richtig wenn das, verdient, Bro. Alle, die finden, dass das ehrenlos ist, schreiben jetzt in die Chats ehrenlos rein. 163.000 Dollar fürs Nichtstun, ey, weißt tun, du was? Leute. Ich reg mich ja nicht mehr auf. Weißt du was? Ich gönn dir das, weil so Loser wie du brauchen das Geld, weil du schaffst ja sonst nie eine Mission. Ja, und deswegen nimm ruhig das Geld. Nimm ruhig das Geld. Nimm ruhig. Was immer nicht. Nimm ruhig. Leute, 163.000. Ja, guck mal. Da wird's hier wieder. Bro, er freut sich, ich bin nicht mal down. Guck mal, er kann nicht mal Haftbombe werfen. Guck mal. Ey Leute, er kann nicht mal eine Haftbombe werfen. Wie kann man denn so peinlich sein? Guck mal! Nichts ist passiert! Er lacht, er denkt, er hat mich ausgetrickst, Leute! Ey, das ist so peinlich! An Peinlichkeit kaum zu überbieten. Jetzt steig ein, komm! Steig ein! Digga, lass mich in Ruhe, du Stück Scheiße, Digga! Steig doch ein! Wow, Philipp! Auf Wiedersehen! Du hast es auch mal geschafft, Philipp! Ja, Cops kommen. Wir sind weg, Leute! Auf Wieder! Ah, er ist down, Leute! Da merkt man einfach. Stück Scheiße wieder down, Leute. So soll's sein. Ja, hol mich doch mal ab hier. Bro, bestimmt nicht. Na, ich fahr jetzt gleich rennen, Leute. Wie viel? 100 Euro rennen oder was? 100 Euro oder was? Oder traust du dich nicht? 100 Euro. 100. 100 Euro. Hier ist schon klar, dass ich heute keinen schlechten Tag habe. Okay, pass auf. Wir sagen, gut pass auf. Überlegen. 100, wir werden zu Rennen fahren. 100 Euro und der Gewinner muss immer sagen, dass der andere der bessere Autofahrer ist. Immer. Der Verlierer, meine ich ja. Nee, nur eine Woche lang, es sei denn, es gab ein neues Rennen. Immer. Es sei denn, es gibt ein neues Rennen.
Ja, aber dann drückst du dich ja jedes Mal vor dem neuen Rennen. Nein, 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 mach ich nicht. Okay. Das heißt, du denkst, okay, dann machen wir drei Rennen. Drei Rennen. Und wer zuerst drei Rennen gewonnen hat, boom. Ja, mit Touren jetzt aber, ne? Ja, können wir machen. Oder? Also, das ist eine Wette zwischen euch beiden. Nee, Armin, du kannst mitmachen. Ja, Digga, Armin, guck mal, Armin sehe ich nicht mal als Gegner, Bro. Ich glaube nicht mal, dass der überhaupt ein Auto gerade ausfahren kann. Armin, was meint der? Deswegen habe ich ihn gar nicht in die Wette mit einbezogen, Leute, weil halt, keine Ahnung, das wären halt wieder 3 Euro so. Das macht halt auch wenig Sinn, ne? Okay. Armin Statement. Naja, wenn Armin Eier hat, aber er hat halt keine Eier, Leute. Digga, diese kleinen Wachteldinger hier, sorry, aber die kann ich leider nicht zählen. Ja, wo treffen wir uns zum Rennen? Wo treffen wir uns? Ja, warte doch mal, ich muss kurz ins Autohaus zurück. Warum denn? Weil ich das komm online. Ach. Nur Matteo, ich gönn dir den Sieg, ne? Ich werd nur schon ans Geweck rammen. Ja, dann muss ich gar nicht mehr machen. Nee. Ehrenmann. Komm, ja, Angst hat. Dann ein bisschen Spaß machen. Armin macht den Spaß. Ich mach den Spaß. Guck mal, was für Wachtel das werden. Guck mal, was für Wachtel der zwischen den beiden hat. Digga, das ist zu krass, ne? Das ist wirklich, die Angst ist zu krass in seinem Gesicht geschrieben. Chat, könnt ihr das auch lesen, wie hier auf Stannis Stirn steht? Ich habe Angst, wer kann das lesen? Mal ich schreiben bitte. Das wäre jetzt doch krass, Digga. Wer kann das lesen? Ey, die Knastmission haben wir jetzt freigeschaltet. Sollen wir die noch machen oder wollen wir Rennen fahren? Jetzt habe ich gerade online gegangen. Dann machen wir die. Ja, die Knastmission kannst du auch zusammen, kannst du auch mitmachen. Ja. Sagst du jetzt, die war so krass, dass sich das lohnt oder eher nicht? Ja, jetzt so krass auch nicht. Ich fand die aber geil. Ich fand die ganz cool. Okay. Also, das wird jetzt nicht dein Leben verändern. Ja, scheiß drauf, Leute. Ich kann auch ein anderes Mal machen. So, wie ja, machen wir uns denn jetzt? Wir tunen hier schnell von unseren Kunden noch das Auto, Leute. Digga, er macht schon wieder Kundentuning, statt dass wir jetzt das Rennen ja, machen. Ja, ich starte doch gleich. Was will er haben? Peinlich. Dunkler. Digga, was das schon wieder für eine. Also, was der schon wieder tunt, Leute. Haben wir auch dasselbe Auto bei dem Rennen? Natürlich. Okay. Turbo-Tuning will er noch haben. Leute, wer macht... Also das ist auch schon wieder, Leute. Das ist auch schon wieder frech, was der hier... Verbesserung Scheinwerfer. Wow, was ne... Wow. Sascha, gehe ich nicht, nein. Zierstreifen. Karosserie. Zierstreifen. Wo ist das? Boah, also Leute, das ist schon wieder Motorhaube mit Einlass. Alter, wie krank der getunt ist, Leute. Heftig. Bist du blöd? Ey Leute, ich geh kurz in die Küche. Das ist mir wirklich, also... Alter Schwede, ist der dumm. Alter Schwede. Leute, wir haben jetzt das Auto getunt. Also das sieht ja so krank aus. Boah, was hat der sich nur beim Tuning gedacht? Ich lasse Personal ausliefern, Leute. Also der hat ja mal wieder eine unnormal krasse Wunschvorstellung gehabt. Das war denen das. Schau mal bitte Discord, Shani. Warte. Ja, perfekt. Ja, ist top. Ja, Timeout das einfach. So, warte, ich gehe jetzt zum Dings hin und dann starte ich Rennen. So, ich steig bei dir ein, ne? Na ja, komm. Kurz mal zwei Noobs bei Rennen abziehen, Leute. Gar nicht. Mit Ghosten oder ohne Ghosten? Mir ist das egal, Bro. Ghosten ist ja schon der bessere Fahrer, wenn man es genau nimmt. Na, mir ist das wurscht. Mir ist das wurscht. Warte, ich bin gerade am Joinen. Ihr müsst mich überhaupt gleich einladen. Also ich würde halt auch ohne Ghost nehmen, weil es dann spannender würde, aber mir ist es egal. Also ich zock beides. Wir können beides, wir machen beides. Man muss halt bei... Machen zwei Rennen Ghost, einen ohne Ghost. Ja, okay. wenn ich direkt drei Rennen gewinne, ist eh vorbei, also von daher. Du gewinnst doch gar nicht, du bist doch ein Versager. Ja? Das ist auch egal. Gut. Ohne Ghost? Ich Chat, nur mit, wir lassen den Chat entscheiden. Ja, ich mach Umfrage, Leute. Wollt ihr vielleicht für den anderen Zuschauer erklären, was Ghost ist? Kein Kontaktrennen oder mit Kontakt. Also, dass man sich rammen kann oder nicht rammen kann. Mit rammen. Ohne. Also, ich werde so spielen, rammen, dass ich gewinne, ne? Also, man hat jetzt keine Sorgen, dass ich jetzt irgendwie das. Bro, Digga, Theo hat mich gestern auch 20 Mal weggerammt und er hat keine Chance gehabt.
Gönn halt einen schlechten Tag, also, ne? Du hast ja auch gewonnen verdient, aber also heute bist du versagen. Von daher juckt's mich auch gar nicht. Du wirst heute ganz klar versagen. Ey, Digga, diese Online-Lobbys, Ladezeiten sind echt so ekelhaft. Ich dachte, die haben das gefixt. Ey, Digga, ja. dieser Schlagen-GT sieht auch so geil aus in GTA, ne? Schlagen-GT, ja. Schlagen-GT heißt der, Leute. Ja, oder wie heißt der Wagen sonst? Ja, Schlagen-GT heißt der. Digga, ja, Schlitten-GT oder wie er da heißt. Lädt mich einer ein von euch? Schlagen-GT, Leute. Wir fahren heute mit den Schlagen-GT rum. Ja, ich lade dich jetzt ein, warte. Digga, okay, die Leute wollen Mitram haben. Okay, dann machen wir Mitram. Ja. Machen wir Mitram. Boah, die Karre sieht lustig aus. Hier, guck mal, Alter. Boah. Boah. Ja. So. Verfolgungsserie, Leute, was ist das denn? Straßenrennserie, Verfolgungsserie. Einmal mal Straßenrennen. Der heißt Schlagen GT. Stani ist nur Lust, Stani hat keine Ahnung. Digga, wollte ich schon sagen, Digga. Du bist so dumm, Leute, ich wollte dich einfach verarschen, Digga. Digga, halt dein Maul einfach. Ey, ich geh mir was zu trinken, Monate. Er macht mir nur Kopfschmerzen. Oh, ich lasse jetzt einen Arm hier. Oh ja, mach das. Oh nein, ich bin voll Lobby, Digga. Oh, was ist das schon wieder? Ja. Raus. Samuel, Kuss. Ehre, Samuel. Das ist Ehre. So, Leute, jetzt werde ich erstmal zwei Kindern zeigen, wie man in GTA Rennen fährt. GG zum Win, Stani. Ah, ihr sagt schon, dass ich gewinne. Suchst du heute irgendwie ein bisschen Beef oder so? Hast du heute noch nicht genug Fleisch gegessen? Nee, Bro, aber die Leute wissen halt, wie ich drauf bin. Die Leute wissen halt, was abgeht. Ja. You can only talk the talk, but I can walk the walk. Hey, ich sag dir, wie es ist. Stani, du bist einfach nur peinlich. Nee, ich gehe wieder raus, Leute. Wieder eine volle Lobby, Alter. Wo muss ich hinkommen? Also muss ich einladen, das, wie habt ihr das denn gestern gemacht? Er muss uns einladen. Er muss ja, einladen, ich komme eigentlich gleich in einer eigenen Sitzung rein, alles gut. Ah, haben wir uns schon eigentlich in der Dingsliste, in der Rockstar-Liste? Doch, müsste eigentlich. Ich mal kurz. Ja, Marco, das ist echt blöd gemacht. Ja. Ob ich echt wieder Theo abziehen will? Ja, ich muss halt, Leute. Ah, Stani. Ne, ich glaube, hast du nicht. Du musst mich nochmal neu adden, ne? Erst mit D-King drinnen. D-Kings-Account. Achso, hat da Theo dich geaddet? Ne, wir haben uns auch nicht. Warte, dann add mich mal gerade, Theo, schick dir. Ja. Naja, dann kann ich hier gerade eine Lobby starten. So, kurz hier machen, Leute, kleinen Moment. Bei Social oder wo findet man noch? Kuss geht raus, Benno. Ja, ich hab's gefunden, sag mal, Amir. Ey, boah, das kann nicht sein, Leute, dass wir die ganze Zeit hier in volle Lobbys kommen. Okay, ich hab dir geschickt, Amir. Wo ist denn der? Ah, hier. Annehmen, hab dich. Also der Schlangen-GT sieht wirklich geil aus. Ja, der Schlange, Leute. Schlange-GT. Das ist nämlich eine Schlange, das Auto. Leute, wie kann man denn eigene Sitzungen starten? Warum geht das nicht? Ich glaube, es geht nicht, ne? Vielleicht, weil es zu neu ist. Ich glaube, ich werde mal auch in GTA RP meine Autos anders tun, sodass wir mit so zwei Farben arbeiten, Leute. Ja. Ich glaube, das sieht wirklich geiler einfach aus mit zwei verschiedenen Farben, als immer das Fahrzeug in einer Farbe zu haben. Ja, Sekundärfarbe nennt man das. Der Wagen ist auch richtig nice, ne? Bro, es kann nicht sein, dass jede Sitzung full ist, Digga. Leute, wie kann ich eine Sitzung starten nur für uns? Geht das? Nee, ne? Der Porsche daneben, welcher Porsche? Der Porsche ist auch ganz nice tatsächlich. Ja. Dann gibt es eigentlich die erste Shisha bei auf Family Life, Theo. Ja, gibt es Shisha-Dings oder was? Ja, klar. Ja, du lachst. Ja, nee, ich hab schon. Leute, schaut immer hier Rennen, hier Straßenrennserie. Guck mal, ob das bei euch funktioniert. Digga, sag mal. Du hast einen einzigen Job gehabt. Nur einen einzigen Job. Ja, geschlossene Sitzung, aber. Haben wir eigentlich geschlossene Sitzung? Warte, ich lade euch hier jetzt ein. Der blaue da hinten, Leute. Ja, der sieht auch nice aus. Ja, nee. Was ist das für ein Auto? Chat, was ist das vergessen, für eins? Die starten halt direkt. Ey, Leute, was ist. Wie heißt das Auto genau in GTA? Der ist hier. Im Dreck gestartet oder was? Der sieht wirklich geil aus, Leute. Ach. Leute, geht doch mal auf Straßenrennserie und guckt, dass wir eine Lobby kriegen. Ja, ich muss doch erst in die Werkstatt da reinfahren, oder? Nee, in Custom Meet. Ey, Armin hat ja noch weniger Ahnung wie Theo.
Digga, ich sag euch ehrlich, Leute, die haben die Autos wirklich gut gemacht. Straßenreserie, wo waren das? Nochmal da hinten, glaube ich. Warte mal. Wo war denn der Scheiß nochmal hier? War das überhaupt hier? Ah, hier, Leute. Straßenrennen. Pass. Ich lade euch ein. Er soll uns einfach einladen, Digga. Komet. Ah, der Komet ist das. Okay. Ja, der Komet sieht ziemlich nice aus, wenn man den ordentlich macht. Kuss geht raus an Big Mac. Guck mal, Leute, was eine Farbe ausmacht, ne? Ich finde, dass die Felgen sind geil aus. Ich finde, das Orange passt hier nicht so richtig. Das Blau da hinten sieht zum Beispiel komplett geiler aus, ne? Los, gleich ein, Bro. Mit dem Carbon da. Mit Handy kann ich annehmen, ne? Ja. Und dann musst du Armin einladen. Ja. Wenn du mir sagst, wo ich das. Und dann sind wir ja einmal drin, Leute. Dann passt ja, Spiele das einladen. Ja, mach einfach meine Freunde. Da steht dann einladen, meine Freunde und dann Armin. Also wenn ich drauf drücke, von Freundesliste. Amir, hier. Habt ihr geschickt. Ist das angekommen, Amir? Jupp. Komme. Jupp. So, Kinder, wer zuerst 3 Rennen gewinnt, ja, bekommt 100 Euro und natürlich die Ehre. Diejenigen müssen bis zum nächsten Rennen sagen, dass man der beste Rennfahrer ist. Und das, ja, das muss man ja auch auf Ansage. Also wenn ich dann frage, ey, wer ist der beste Rennfahrer, musst du direkt sagen, oder können wir direkt 200 Euro machen, dass ich ein bisschen mehr verdienen kann? 200 Euro, okay, geil. 200 Euro, Leute, machen wir. Mit welchem Auto fahren wir denn? Bro, mein Jester ist weg, Leute. Weil Theo den kaputt gemacht hat, der Otto, Alter. Es muss mit der Karre fahren, Alter. Mit welchem Auto fahren wir denn hier, damit es fair ist? Hallo? Ja, Bro, such dir einfach eins aus. Das ist. Du hast mein Auto kaputt gemacht. Du musst mit einem anderen Auto fahren. So, bin bereit. Ja, der Jester ist weg, Leute. Ich glaube, ich muss den gleich nochmal holen. Dann nehmen wir den hier. So. Weil Theo den kaputt gemacht hat, ist er jetzt nicht mehr da. Super, ganz stark. So. Was fährt Armin denn da für eine Schäse, Alter? So, Zeit zum Gewinnen, Leute. Das ist der neue Dominator aus der Serie, den habe ich mal getuned, das habe ich einfach mal ausgewählt. Direkt perfekter Start. Ja. Ja, Theo hat natürlich das schnellste Auto jetzt, Leute. Ey. Stark, Amir, sehr stark, aber Leute, obwohl er das schnellste Auto hat, wird er nicht gewinnen, sag ich dir, so wie es ist. Wie lange geht so ein Rennen eigentlich? Guck mal, wie er fährt, Digga. Guck mal, wie er fährt! Bro! Wie lange geht so ein Rennen? 3 Runden. 3 Runden, das geht schon ein bisschen. Also du kannst auf jeden Fall aufholen, weil Stani macht eh noch einen Fehler. Aus Erfahrung sage ich dir, dass er kein Auto fahren kann. Digga! Und deswegen wird Stani nicht gleich erstmal schön. Du fährst aktuell das schnellste Auto in der Tuner-Serie. Ich gewinne doch und auch. Bist Zweiter. Krass, Leute. Ich werde doch auch gewinnen, beruhigt dich doch mal. Ja, ist halt. Habt ihr euch direkt die Schnellen ausgeholt, ne? Scheiße, oh mein Gott. Easy! Ey, Digga, das ist so schlecht hier. Das ist peinlich, ja. Das ist wirklich peinlich. Digga, selbst mit so einem langsamen Auto, Leute. Das ist krank. Ich will sagen, Maus, das Durchstand oder spielst du mit dem Controller? Digga, wenn ich mit Controller spiele, hab ich nicht mal ansatzweise eine Chance. LOL! Digga, du laberst so eine Scheiße. Okay, hol Controller, los! Hol deinen Controller, du möchtest ein krasser Fahrer, los! Nee, Digga, muss ich jetzt hier USB-Kabel erst suchen und alles, hat gar keinen Bock. Du bist so ein Dummschwätzer. Der ist so! Ich hol mir jetzt erstmal so deinen Hintern das hier. Das Auto ist so scheiße, Digga, das schlägt so aus bei den Kurven. Digga, ich sag dir ehrlich, wenn du mit dem Auto verlierst gegen das Auto, dann ist Digga, absolut es kommt, peinlich. Warte mal ganz kurz, Stanis Worte, es kommt auf den Fahrer an. Nein, Bro, dein Auto ist aber viel schneller, also das laberst du, Digga. Ja, guck mal, er rammt sogar weg, Digga. Oh mein Gott, Digga. Ey, war das einfach. Bro, du hast mein Auto zerstört. Hättest du mein Auto nicht zerstört, hätte ich das Auge gehabt. Ja, scheiße, peinlich. Leute. Peinlich. Leute, ey, das ist so einfach. Ich trinke nebenbei noch ein bisschen Cola, chill noch ein bisschen so. Ne, braucht man ja auch keine Sorgen, sich zu machen. Leute, lass ihn doch die erste Runde. Guck mal, er denkt, ich komme trotzdem ran. Oh mein fuck, Gott. Du bremst zu früh, weil scheiße. Weil er so schlecht fährt. LOL, guck mal, wie ich ihn wieder einhole, Leute. Ja, Windschatten, Digga, was ist los mit dir?
Nein! Du bist so schlecht, ne? Oh mein Gott, Leute. Ja, okay, scheiße. Oh mein Gott, ist das peinlich. Digga, hat nicht gezählt. Scheiße. Ah, okay, das ist dumm. Digga, Leute. Ist das so schlecht. Ja, ich musste echt noch mal noch näher ranfahren. Ich bin zu weit weg von dem Punkt gefahren. Ja, ich muss gerade auch noch mal ranfahren. Kann man gleich noch Auto wechseln oder fahre ich jetzt die drei Rennen durch mit dem? Nee, du kannst die Auto gleich wechseln. Ah, sehr gut, Digga. Ich muss ein anderes persönliches Ding holen, Digga. Mein Auto, ist, das bricht aus jeder Kurve raus. Ich muss so stark bremsen. Ja, das Müllauto, was war's. Ja, gut, Leute. Erste Runde sei geschenkt. GG. Aber ich hole danach auch den Jester und dann alles gut. Scheiß drauf. Das ist halt, guck mal, das Ding ist halt, was ich habe. Ich habe halt schlechtere Auto, Leute. Ich wusste halt nicht, dass meins kaputt ist. Weil ich das Theo, so. Das heißt, ich auch Theo hat ja meins, ne? Du musst ja auch eigentlich einen Jester holen, ja. Theo hat ja meins mal hochgejagt, Leute. Ausreden über Ausreden. Bro, halt deine Schnauze, Digga. Stannis Worte, es kommt auf den Fahrer an und nicht auf dein Fahrer. Ich hab dich überrundet. Ich sehe dich hier, wie du noch da. Was ist da los? Schämst du dich nicht? Das war seine erste, das war sein erstes und letztes Rennen, was er gemacht hat gegen mich. Gewonnen hat, Leute. Das erste und letzte Rennen. Sag mit Controller ist der hier so Beast und so meint der hier so einen auf den. Bruder, was für du bist Beast mit Dings. Ja, Digga, guck mal, ich kann die Kurve, hast du gesehen, wie du mich in die Kurve da übelst weggenommen hast? Ja, dein Auto ist zu schlecht. Ja, ja, das, das ist halt schlecht. Ja, dann lass, ich würde sagen, weil Armin jetzt kein Auto hat, dann lass alle gleich den ungetunten Jester nehmen. Das am besten, Leute, das machen wir. Das ist am fairsten, ja. Das ist am fairsten, ja. Wie kann man den denn ungetunt machen? Ja, den kannst du auswählen. Dann kommt es wirklich drauf an, wer besser fährt. Du bist Erster, ja, das ist ja auch klar gewesen. Das ist ein neues Auto, ja. Das ist tatsächlich klar gewesen, dass ich da Erster werde. Oder wir, guck mal, wir machen das einfach so, wir wählen einfach, ich deaktiviere einfach eigene Autos, fertig ist. Und dann kann jeder auswählen, was er will, okay? Dann kommt es nämlich darauf an. Ja, du kennst dich doch viel besser aus in GTA, was das beste Bro, Auto das ist. Bro, das sind die neuen Autos, woher soll ich mich auskennen? Bist du dumm? Das ist traurig. Ach so, er denkt, ich kenne jetzt alle neuen Autos, hab mir alle Stats von den neuen Autos reingezogen. Das Ding ist, Leute, er beschäftigt sich den ganzen Tag schon mit dem DLC-Update. Naja, gut. Okay. Tja. So, machen wir das hier oben einfach, ich weiß es nicht. Wählt mal alle das aus. Welches? Oben rechts? Bro, Leute, ihr habt doch gerade gesehen, ich habe mich mit dem deutlich schlechteren Auto zerstört eigentlich. Wisst ihr, was ich meine? Ja, du kriegst ja nicht mehr Luft bei deiner Lüge. Macht ihr eigentlich morgen weiter mit den ganzen Missionen? Ja, wir sind ja alle durch soweit eigentlich. Ich glaube nicht. Ja. Vormission oder nicht? Also die Knastmission müssen wir noch machen. Oder war das wirklich schon alles? Ja, das war alles. Du kannst ja die Mission immer einzeln auswählen. Und das, ich finde es halt ein bisschen schade, dass sie es so aufgebaut haben, Leute. Ich hätte mir halt gewünscht, dass irgendwie so eine große finale Mission oder so kommt. Das ich auch. Das finde ich ein bisschen schwach wieder tatsächlich. So wie die Heißsachen, ne? So, und was für ein Auto sollen wir jetzt hier nehmen? Wähl dir aus, was du willst. Ich habe alle eigenen Autos ausgemacht. Also kann jeder nur die Autos nehmen, die zur Verfügung stellen. Und da kann er auswählen, was er will. Ich wähle mein Auto aus, ihr wählt euer Auto aus und dann war's das, Leute. Bumm. So, jetzt werden wir mal hier. Jetzt werden wir mal gucken, ob Theo ja so ein krasser Fahrer ist, wie er ja sagt. Wenn er so ein krasser Fahrer ist, Leute, dann wird er jetzt wahrscheinlich auch gewinnen, oder? Ich probiere mal. Ich probiere mal aus. Boah, die Zeit ist rum. Ja, wenn du nicht auswählst, dann bist du langsam. Das ist deine Schuld. Ja, zu spät. Ja, Pech, ich probiere mir diesen Euros. Das ist ja Euros. Aber Bro, du hast ja gerade selber gesagt, es kommt nichts aufs Auto an, es kommt auf den Fahrer an. Ja, wirst du auch sehen. Ist der Euros gut, Stani? Weißt du das? Nee, du hättest den Jester nehmen sollen, Digga. Hey, der hat doch den Jester, was labert, ja. Ich hab Calico genommen. Was redest du? Ich hab Calico genommen. Ah, Scheiße. Oh, der ist aber. Ja. Aus dem Weg da, du Idiot. Ja, guck dich das an, Digga. So fährt man nämlich Auto, Leute. Taktik. Taktik ist sau wichtig in dem Spiel, ne? Taktik ist sau wichtig in so einem Game. Jungs, der Würfelpark, den kennt ihr doch eigentlich relativ gut. Nein, da hab ich verloren, da hab ich Zeitverlust. Aber ist nicht schlimm. Ich bin ja nicht umsonst Bella, der Unbesterbliche. Okay. Ich sag das. Das ist jetzt so ein längeres Rennen, so eine längere Strecke durch wahrscheinlich, ne? Ja, so wie eben, drei, ist wieder Runde, genauso wie ist immer gleich aufgebaut, Amir. Also auch von der Größe, von der Länge her circa.
Ja, alles gut, Leute. Er ist halt weggerannt, aber juckt nicht. Wir holen ihn eh ein. War ja gesagt, dass das erlaubt ist, ja, hab ich ja nichts gesagt, Bro. Ich hab doch nichts gesagt. Das ist gut. Ist ja alles, Bro, gehört aber ich, dazu, das ist krass, dass ich so übelst krass einhole, weil du ja sagst... Du hast einen Jester. Du hast einen Jester. Du, hä, Bro, du hast, doch grad, verlieren. Du hast doch gerade selbst gesagt, dass es nicht aufs Auto ankommt, sondern auf den Fahrer. Hä, wo, wie fährst du denn da, hä? Bro, also, da muss ich ja sagen, ist ja der Fahrer relativ schlecht, so wie der gerade fährt vor mir. Bro, du fährst auch einmal auf den Schienen und so. Ja, sei mal leise, mein Auto lenkt sich nicht so gut wie deins. Ach so, das weißt du ja. Hast du die Autos alle studiert oder was? Ja, ich bin natürlich Towerbesitzer, ich weiß das, ja, auch richtig. Hey, so lustig. Ich weiß halt, dass mein Scheiße ist und deswegen ist deins einfach auch automatisch das Beste. Bro, das ist lustigerweise das aber wie du schon sagtest, es kommt, ne, auf den Fahrer an, naja, deswegen liegst du auch ganz hinten und verlierst. Naja. Nee, das bin ich, bin ganz hinten. Ja, ist nicht schlimm. Ja, genau. Aber dieser Euros ist ja echt auch nicht, also der bricht auch echt schnell aus den Kurven, ne? Ich hab extra darauf geachtet, dass die Sanktionen hochkommen. Gefährlich, gefährlich, was ich hier mache. Was machst du denn? Ich verkacke. Warum verkackst du, Digga? Weil der aufholt. Bro, das Auto ist schnell, was er hat, Leute. Was ist das für ein Auto, was er fährt? Calico. Hätte ich nicht gedacht, Digga. Also das ist auf jeden Fall, ihr habt es auch gerade bei der Beschleunigung gesehen. Das war sogar schneller als der Jester, der hat mich direkt zum Anfang weggerammt. Ich muss ja gleich mal gucken, was Beschleunigung ist. Ja, der hat den perfekten Start am Anfang gemacht. Ja, ich hatte auch perfekten Start, Digga. Echt? Ja, ich glaube, der ist krass in der Beschleunigung. Dann ist er schneller, Digga, weil ich habe gesehen, ja, wie der Calico gewinnt nicht einfach das Rennen, Leute. Das müsst ihr euch mal überlegen, wie peinlich das ist. Leute, ist der besser in der Beschleunigung? Boah, Digga, mein Fahrzeug ist wirklich schmutzig, der Euros. Oh, aber der hat eine gute Zeit gemacht, aber die waren genauso gut. Was habt ihr für eine Zeit? 1,21. 2 Sekunden mehr als du. Ja, 2 Sekunden ist natürlich viel mehr, tatsächlich. Ist es so? No joke. Nein, ich sage euch safe, Leute. Das Auto, das ist genau, das ist sogar schneller. Alter, das ist schneller. Was? Okay, GG, Digga, das hast du. Ey, guckt euch an, wie der abgeht. Bro, ich mach keinen Fahrfehler, Leute. Ich auch nicht. Ja, ja, aber du fährst teilweise die Ideallinie scheiße. Sicher. Also, jetzt, es gibt, man könnte die besser fahren. Aber in der Beschleunigung ist der, glaube ich, echt besser. Weil, guck mal, ich hatte Dings gehabt. In der Beschleunigung, ah, beim Tempo. Ja, ja, okay, hey, gut, meine aber. Aus. Ah, okay, die schreiben gerade. Ja, das ist das Ding, aber diese Rennen hier, Leute, das sind alles so enge Kurvenrennen. Das ist natürlich Beschleunigung wichtiger. Ja, ja, das Beschleunigung ist wichtig. Bro, ich hab's darauf geachtet. Ja, dann ist der besser in der Dings hier. Ach, Digga, auch komplett der Calito gebaut. G. Weil ihr habt's ja gesehen, ich bin ja gerade Dings. Er ist losgefahren, hat mich direkt weggerammt. Da kann ich natürlich nicht einholen, ne, wenn er keinen Fahrfehler macht und er beschleunigt. Ach, das Ding ist nur Stani, wo bist du? Ich sehe dich nur nicht mal mehr im Rückspiegel, so weit wie du weg bist. Nein, Bro, ich check erst jetzt, dass es Abkürzungen gibt, Digga. Das habe ich nicht gesehen. Ja, das war okay. Es gibt Abkürzungen. GG. Theo, ja, Leute, er hat mich halt weggerammt, Digga. Was soll ich da machen? Er hat halt weggerammt, hat keinen Fahrfehler gemacht. Ich werde ihn halt jetzt auch wegrammen. Wenn er so spielen will, Leute, mache ich es halt auch so. Alles easy. Also, zweites Runde Rennen. Noch, wenn eine Runde noch gewinnst, dann hast du es vorbei, ne? Ja, ich weiß. Ja, alles gut, Leute. Jetzt habe ich das ist, ich lasse ihn einfach vorbeifahren, ramme ihn jetzt weg und dann mache ich auch den Sieg. Easy ist, wenn er das so machen will, alles gut. Ja, klar, Bro, es lag Real Talk am Auto. Also, es kommt nicht auf den Fahrer, es kommt nicht auf das Auto an, mal noch deine Worte, Theo. Und jetzt, wo er dachte, guck mal, das ist Philipp. Er dachte, er hat das schnellere Auto, macht mir eine Ansage und verliert und schiebt es aufs Auto. Bro, das ist zu lustig. Deswegen, ich kenne ja die Autos auch nicht, mal ready. Ich kenne ja die Autos auch nicht. Welche Karte? Ja, nehmen wir die hier. Keine Ahnung, nee, die hatten wir noch nicht. Noch. Ja, er kann halt nur rammen. Leute, ich hab immer fair gespielt. Ich hab ihn nicht weggerammt. Dann mach doch Ghost. Nein, ist doch egal. Nein, alles gut, Bro. Ich ramm dich jetzt auch weg, dann ist easy. Mach doch. Ja, mach ich doch auch, hä? Bro, ich lass ihn jetzt vorbeifahren, ramm ihn weg und dann war's das. Werd ihr sehen. Das hast du doch gestern auch gemacht. Bro, ich hab dich nie weggerammt. Du warst immer der Erste, der mich weggerammt hat. Also laber keine Scheiße. Eine Lüge. Nein, kein getuntes Auto wählen, keine getuntes Auto. Oh mein Gott, guck mal, Leute. Aber man kann doch diese paar Autos hier nehmen. Ja, guckt, Leute, was der Beschleunigung hat. Guckt mal bitte.
Der hat nochmal ungefähr ein Viertel mehr Beschleunigung, der Calico. So, probieren wir das letzte Auto aus. Dann, also, nehmen wir jetzt mal den ungetunten. Guck mal, soll er den Calico nehmen? Ich nehme jetzt den Jester und ich besiege ihn jetzt damit. Okay, das ist eine Ansage. Jetzt passt auf. Jetzt passt auf. Good luck, have fun. Ich bin ein Sportsmann. Oha, das ist Hamudi. Oha, Digga, ist der schnell, Leute. Oh mein Gott, guck mal, wie viel schneller der ist. Guck mal, die kommen nicht mal ansatzweise ran. Krass. Oh mein Gott, Bro. Das ist eine geisteskranke Karre, ich sage euch ehrlich. Der ist tausendmal besser als der Jester. Safe. Oh mein Gott. Okay. Aber Theo wird ja trotzdem noch den ersten machen, weil er ja sagt, ey, das kommt auf den Fahrer drauf an. Lol, ist das Auto schnell, Leute. GG, Digga. Das kommt auf den Fahrer an, richtig. Ja, das kommt auf den Fahrer drauf an. Stani, es kommt auf den Fahrer an. Es ist so viel schneller, das ist abnormal. Boah, den muss ich gleich tunen, Leute. Haben wir den schon getunen? Digga, ich komme euch gar nicht mehr hinterher, Digga, so schnell seid ihr beide. Welches Auto hast du denn genommen? Wir sind Z irgendwas. Warum nimmst du denn immer diese Schrottkarren, Digga? Weil der hohe Beschleunigung hatte. Ich dachte nicht, dass das wieder so ein langkurviges Ding ist. Nimm einfach diese Calico oder diesen Jester. Es ist nichts langkurviges diesmal, das ist mir gerade ausfahren. Ja, Theo hat sogar besseres Auto jetzt hier eigentlich genommen, weil tempomäßig ist nämlich der. Scheiße, Fehler. Jester. Ja, jetzt habe ich verkackt. Oh, was ist denn los, Theo? Es kommt doch nicht auf dem Auto an. Oh, Theo. Ey, Theo, wo bist du denn? Ich überrunde dich gleich. Ich denke, du bist so krass. Ey, hallo. Ich höre dich nicht mehr. Ey, Leute, ich dachte, Theo ist so ein krasser Rennfahrer und so. Oha. Ey, Leute, guck mal, ich fahre gerade hier mit meinem linken Fußnagel. Lol. Ich gewinne einfach mit meinen Fußnägeln, Leute. Wie krank ist das bitte? Hast du schon gewonnen? Bro, ich sag dir ehrlich, dieser Calico ist ja so unnormal schnell. Hast du schon gewonnen? Bro, ja, gut. Okay, nee, ich hab noch nicht gewonnen. Du wirst mich safe noch einholen. Bro, wenn du mich jetzt einholst und die Runde gewinnst, ich zahle dir 500 Euro. Das würde ich lieber nicht sagen. Doch. Bro, also wenn ich jetzt noch verliere, Leute, dann lösche ich mich. Dann gehe ich mich löschen. Bro, guck mal bitte, wie schnell das ist. Guck mal bitte, wie schnell dieses Auto ist, Bro. Ich überrunde ihn gleich. Check dir, was ich meine. Das ist zu krank. Kann man sich ja nicht ausdenken. Aber ich sag euch ehrlich, Leute, das ist auf jeden Fall mein neuer Favorite-Auto. Ich schau mal, wie der getuned so drauf ist. Ja, Bro, getuned muss ja unnormal brutal sein. Ja, ja. Man merkt ja die Beschleunigung, Bro. Das stimmt schon, ja. Aha, ach, oh! Bro, bitte halt einfach deine Klappe, ey. Aber das wusste ich ja vorher nicht. Ich hab den Real Talk einfach random ausgewählt. Guck mal, weißt du, was krass ist? Selbst Jester, ich bin Full Speed hinterhergefahren. Theo macht einen Fehler, ich hab ihn eingeholt. Ich hab gehofft auf Windschatten und Theo haut wieder ab von mir. Ja, Leute, guckt euch das an. Ich kann rückwärts fahren. Soll ich rückwärts fahren, Leute? Ja, dann fahr ich jetzt ein bisschen rückwärts, komm. Fahren wir jetzt ein bisschen rückwärts hier. Auf, entspannt, locker. Den ersten Platz hier, Leute. Hier bei der Rennschule Skill. Jetzt seht ihr mal ein faires Rennen, Leute. Wo nicht gerammt wird, dies, das, Ananas. Locker. Oh, nochmal eine neue Bestleistung, obwohl ich einen Unfall gebaut hatte. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Sprech. Theo, wo bist du denn? Bist du überhaupt schon im Ziel, oder was? Ich bin hinter dir. Ja, ich seh dich gar nicht, Bro. Du bist erst rum. Nee? Ist, nee, ich seh dich gar nicht. Achso. Tut mir leid, ne? Ja, ganz. Das hier, das ist halt so die Gerade. Obwohl, ich sage euch ehrlich, Leute, der Jester sehe ich hier in der Rennstrecke sogar noch einen kleinen Tick vorne. Weil du halt ja, hier. Ja, aber das bringt nichts. Das holst du nicht auf. Doch, aber hier hast du sehr lange gerade Strecken, sag ich ehrlich. Also, ja, ich keine Ahnung, ob du jetzt einen neuen Berater hast, einen Rennberater, aber der Jester war hier auf jeden Fall die bessere Wahl. Wundert mich, dass du das jetzt. Er hat wahrscheinlich gestern auch abends schön trainiert. Aber nicht mal das bringt mir das. Ein Dummschwätzer. Oh mein Gott. Ja, wie kriegen wir aber auch hier durchfahren, Leute? Aber die Strecke geht auch übelst fit hier. Man kann es gar nicht so krass viele Fehler machen. Nee, die Noob-Strecke, sag ich ehrlich. Bro. Theodor. Große Klappe, nix dahinter, aber es kommt ja nur aufs Auto an. Na. Du hast ja das vermeintlich bessere Auto gerade genommen, ne? Tja. Bro, du hast doch das verbessere Auto. Wo bist du denn? Hinter dir. Ja, stark. Was los, Philipp? Was los, Philipp? Digga, ich was los? Digga, ich weiß doch, dass du eine Abkürzung genommen hast.
Come on, nachkommen. Okay, jetzt hab ich einen Fehler. Wie kann man das jetzt beenden, die Scheiße? Du musst zu Ende fahren. Ja, oder 30 Sekunden. So, Leute. Jetzt haben wir gesehen. Rennen, Stani. Boom. Leute, ich hab doch gesehen auf der Karte, dass er die Abkürzung genommen hat. Ich bin doch nicht doof. Du hast gar nichts, hast du gesehen. Erster Platz. Puh. Skuros hat aufgegeben, Leute. Ich will noch ganz kurz was zeigen, Leute. Warte mal, wie kann ich das denn zeigen? So. Guck mal jetzt hier, Leute. FBI sucht mich, Leute. Bilal Agabey ist ein egozentrischer, geisteskranker Terrorist, der sich aktuell nicht nur vor dem Kulakan-Kartell versteckt, sondern auch von den Behörden von San Andreas. Bro, fahren wir dein Rennen zu Ende oder geht das jetzt automatisch weg? Nee, Ende ist Rennen, 14 Sekunden, 30 Sekunden. Hey, kann ich nicht zu Ende fahren, das dauert zu lange. Ey, Bro, was war denn da los gewesen gerade? Ich musste dich nicht wegrammen, komischerweise. Ach, du bist so ein Dummschwitzer. Ey, Bro, also ich muss ja wirklich mal sagen, Billo, was war denn, du hast doch das bessere Auto gehabt. Hä? Naja, Leute, aber ich sag ja, das kommt ja auf den Fahrer drauf an. Welches wollen wir jetzt fahren? Welches Rennen? Ich werde das eins auswählen. Ja. Boom, erster Platz, Leute. Wieso müsst ihr beide mal Mittelfinger zeigen? Wieso? Mittelfinger, weil ich der King of the Ring bin, Digga. Zack. Ey, aber du bist ja echt schlecht, Amir. Also Amir ist wirklich lost. Beste Runde, Leute. Guck mal, meine beste Runde. Wie viel schneller meine beste Runde war? 10 Sekunden. So meine beste Runde war 10. Welche Karte nehmen wir? Komm, such dir eine aus, wo du denkst, dass du gewinnen, dass du auch eine Chance hast. Komm, sag. Ey, Bro, das ist zu heftig. Bro, ich war 10 Sekunden schneller. Meine beste Runde, ey. Wer checkt das? Ey, ist zu krank, Leute. Welches Auto hast du gerade benutzt, Bro? Calico. Nimm den Calico. So, Leute. Dann nehmen wir jetzt alle den Calico und dann zeige ich euch mal ganz kurz, wie das richtig hier funktioniert. Aha. Ich denke, das. Nimm doch den Jester, Bro, der ist doch so gut. Nimm doch den Jester. Okay. So, Leute. Calico, ne? GTF. Ja, Calico. So, Stani, ne? Ich bin ready. Du hast dich ja gerade so krass gefeiert. Ja, Leute, er ist jetzt auf einmal richtig still. Ich höre ihn gar nicht mehr. Jetzt bin ich gespannt, Leute. Stani wird nur noch... Ich sag euch ehrlich, Leute, wenn es nicht der Rückspiegel ist, dann sehe ich ihn doch von vorne, wenn ich ihn abhebe. Ja, würde er mich rammen. Er würde mich rammen, Leute. Das Einzige, was er kann, ist mich wegrammen. Das gehört mit zum Fahren. Dann mach doch Ghost. Okay, dann stell Ghost ein. Dann Ghost. Wenn du das... Kannst du jetzt verlieren oder nicht so? Jetzt ist es spät. Ach, jetzt ist es zu spät. Aber ich werde taktisch fahren, Leute. So. Guckt euch das an, Digga. Welcher Idiot ist denn da gegen Dings gefahren? Gegen Baum. Guck mal, macht Windschatten. Guck dir die Ratte an. Na, Armin spielt wenigstens fair. Bro, ist dein Ernst, Armin? Hä? Digga, was soll denn das? Ich bin ganz vorne, ich bin Erster. Du bist Erster, lol, okay. Ja, was ist das? Oh, ich ramm ihn, Leute, ich hab ihn nicht weggerammt. Guck mal, wie schlecht er fährt. Bro, ich hab ihn nicht weggerammt, weil ich dachte, das war Armin. Guck mal, er sagt schlecht, er fährt außerhalb der Karte. Ja, dass ich die Kurve besser nehme. Guck mal, er hat seinen Dings getuned oder so, Leute. Und dann feiert er sich für so eine Scheiße. Bro, du wurdest ja gerade weggerammt, das ist ja scheiße. Nee, ist es nicht. Alter, der ist wirklich krank hier. Ein ganz anderes Fahrerlebnis, würde ich mal behaupten. Digga, ja, klar ist das anderes Ding, Digga. Das Auto ist voll geil. Ich wundere, dass Theo Mann drin gewonnen hat. Ja. Digga, der Typ hier kann ja gar kein Auto fahren. Wir hatten ja halt übelst das Müllauto aufgehört. Geh mal jetzt hier aus dem Weg hier. Aus dem Weg. Bro, guck mal, wie er mich wegrammen wollte und einfach zu dumm ist und schafft das nicht mal. Aus dem Weg, Stani. Bro, wo bist du denn, Theo? Digga, du kannst kein Auto fahren und redest. They see me rolling, they hate me. Sunny, was ist los? Ich komm mir mal näher. Bro, hä? Du kommst ja, weil du Windschatten hast. Digga, nee, aufholen ist an. Noch hab ich gar keinen Windschatten. Natürlich aufholen ist an, Digga, da bist du automatisch schneller. Digga, guck mal hier, guck mal hier.
Digga, das ist doch peinlich, Digga. Das macht doch auch so schon keinen Spaß mehr. So einfach, wie das gerade war. Ha, okay, dann wirst du jetzt ja wahrscheinlich vor mir ins Ziel kommen, oder nicht? Das ist richtig, vor dir ist ja auch nicht die Schwierigkeit. Bro, ich hab sogar, Leute, fast eine bessere Runde als Theo gefahren gerade. Ja, fast. Ja, Leute, er wird jetzt wahrscheinlich dann vor mir im Ziel kommen, ne? Oh, oh! Was passiert? Bro, was hast du denn da gemacht? Was hast du denn da gemacht? Kann ich dir sagen, ich habe mir eine Chance gegeben. Wo bist du, Digga? Wo bist du? Hä? Ich check's nicht, Leute. Ich check's nicht. Digga, das war ja mal richtig stark von dir. Alter. Digga, du bist echt der beste Rennfahrer, den ich kenne. Also, real talk. Also, Leute, ich sage euch ehrlich, vor Theo muss man sich wirklich in Acht nehmen. Das ist zu krank. Nein, jetzt will er mich rammen, Leute. Da muss ich aufpassen. Das ist ein Weg da, du Idiot. Ja, ich musste... Wie kann man so einen Vorsprung noch Dings, verlieren? Hä, hey, Bro? Das ist so peinlich. Er checkt nicht, dass dieses Aufholen an ist. Das ist zu krank. Und die fahren abkürzen, guck mal. Amir, die kleine Ratte. Ich hab Ratte. Mal ausprobiert. Aber ich hab da so einen kleinen Crash gemacht. Hab sogar Zeit verloren, ja. Das stimmt. Guck mal, wie mein Windschatz nutzt. Guck mal. Ich hab ihn so ausgetrickst, wer hat's gesehen? Bro. Als in den Chat, wer es gesehen hat. War das geil, Digga. Ey, Digga, halt deine Schnauze, Digga. Er fühlt sich krass. Weil ich war mit dem Windschatten zu schnell und bin nicht um die Kurve gekommen, Leute. Oh mein Gott. Ich hab ihn gerade komplett die Ehre genommen. Oh mein Gott, ich kann das selber gerade gar nicht glauben. Ja, Leute, das ist nur Ram-Kanner. Das ist, ich mach jetzt keinen Kontakt danach an und dann wird's wieder, heißt es wieder, wer der Bessere ist. Ich bin noch ein paar aufgerammt, Alter. Aber Glück gehabt, hab mich gefangen. Ja, ich dachte, du bist das, der. Ich dachte, Theo war der Graue. Dich hab ich ja nicht gerammt. Ich wollte dich ja gar nicht rammen. Aber Theo hat mich dann hinterlistig weggerammt. Aber wir holen ihn noch ein, Leute. Oh, hinter mir ist einer. Ramm ihn weg. Ja. Er wird sich wegrammen, Ami. Er wird sich wegrammen. Oh, shit. Hey, Jawohl, Digga! Ja! Hat er nicht gemacht. Ja, ich sag's doch, Digga. Das ist das Ding. Ich hab ihn nicht mal gerammt, du Idiot. Was redest du? Baby, wer ist der beste Fahrer? Er hat dreimal gewonnen. Weil er dreimal mit Leute weggerammt hat. GG, Digga. Okay. Wir haben ja gesagt, wir machen noch keinen Kontakt drin. Und dann bin ich mal gespannt, ob er es da besser macht. Digga, oh mein Gott, was eine Runde! Das war Glück, oh das war eine Runde. Das war Digga. Runde. Das war Glück, Digga. Bei mir ist er einfach gegen Spindix geknallt. Gegen so einen Wasserhahn. Hat er dich weggerammt, ne? Wasserhydrant. Nein, hat er ich hab ihn nicht gerammt, Digga. Digga, ich hab auf. Ich er war nervös, weil ich an seinem Arsch klebte. Ja, okay. Oh, Bro, war das geisteskrank. Okay, dann werden wir mal gucken, Leute, wie es mit keinem Kontakt aussieht. Ja, aber die Wette ist doch jetzt vorbei. Theo hat gewonnen. Ja, du, er hat gewonnen, klar. Aber ich will. So. Ich will nur. Der beste Fahrer. Nein. Ey, ist gar nicht vorbei. Wir haben gesagt, wir machen 3 kein Kontakt und 3 mit Kontakt, hatten wir gesagt. Oder nicht? Ist kein Problem. Wir haben nicht gesagt, aber wir machen es trotzdem, weil ich bin ja nicht so ein Versager wie du. Bro, bitte. Das ist unsportlich, was du da machst. Du musst mich den besten Fahrer nennen. Okay, wenn du jetzt Kontakt gewinnst, ich nenne dich wirklich bester Fahrer. Wenn du jetzt keinen Kontakt gewinnst, ich werde dich besten Fahrer nennen. Also Real du ignorierst, dass wir nein, diese, dass ich nein, diese nein, Rennkampf nein, gewonnen nein, 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 nein. Wenn du jetzt kein, für mich, kein Kontakt, hast du vorhin selber gesagt, hä? Hast du vorhin selber gesagt, Bro? Du hast gesagt, Abstimmung, Nein. Du hast gesagt, es kommt bei Skill. Deine Aussage, Bro. Deine Aussage.
Hä? Krass, kein Problem, komm, Digga. Wir machen's. Also willst du jetzt damit, willst du jetzt damit sagen, Digga, dass deine Aussagen, die du vorhin getroffen hast, nichts mehr wert sind? Na los, komm, auf geht's. Komm, Stani, komm. Na komm, Stani. Ja, komm. Ja, komm. Kein Kontakt, ja, komm. Leute. Da. Ja, komm, Stani. Ja, Bro, ich weiß, aber ich weiß. Stani, dir ist aber schon klar, dass du beim Ghosten aber keinen Windschatten hast. Leute, das heißt, Leute, du kannst ja nicht schummeln. Ich zeig euch jetzt, wie man spielt, wenn man keine Angst haben muss, dass man die ganze Zeit weggerannt wird, absichtlich bremsen muss und so. Ich zeig euch das jetzt. Fühlt sich das heute wieder gut an, ne? Ich zeig euch das jetzt. Passt auf. Das fühlt sich wirklich gut an. Wenn er jetzt gewinnt, Leute, ich nehme alles zurück, Bro. Er ist wirklich für mich ein sehr guter Rennfahrer dann. Aber ich sage euch, er wird jetzt keine Chance haben. Mit Ansage. Mit Ansage. Okay? Gibt's mit Ansage. Gibt es dann überhaupt noch Windschatten? Nein, gibt es nicht, glaube ich nicht. So. Wo bist du, Skurrus? Okay. Guck mal, hier, jetzt wäre ich direkt schon weggerannt worden. Aber erste Kurve schon mal besser genommen wie alle anderen. Bro, du hast doch als erster gestartet, ne? Das darfst du auch nicht vergessen. Das tut er aber häufig vergessen, weil er denkt immer, wer ist. Oh, was ist denn da los, Jungs? Nicht, das ist gut. Ne, ich hab die Kurve falsch genommen, Bro. Ey, Digga, ich denke ganz halt, ich werde jetzt gerammt dadurch. Ja, Digga, das ist voll irritierend. Das ist echt ein bisschen irritierend, aber das passt total schon. Total irritierend, Leute. Total irritierend, weil man mal keine Leute wegrammt kann. Ey, ich ramm doch niemanden weg, Digga. Ich hab nur das irritierend, weil ich dachte, jetzt wir rammen. Nein, ich meine auch Theo, Bro. Achso. Ey! Oh, Digga. Boah, Digga, die Map ist echt weird. Ja, die Map ist wirklich weird. Wow, das ist mal eine Map, wo es auf Fahren drauf ankommt und nicht nur geradeaus geht. Leute, guckt euch den Vorsprung an! Guckt euch den Vorsprung an! Bitte! Guckt euch den Vorsprung an! Oh mein Gott, guckt euch den Vorsprung an! Keine Angst, Leute, ich kann fahren, so wie es auf dem Können drauf ankommt. Keine Panik brauche ich. Dies, das, kann fahren, wie ich will. Ich hab gerade die Gleichstrecke wie ich gerade eben. Kein Kontakt, Leute! Für mich, Theo, nicht der beste Fahrer. Sage ich euch so, wie es ist. Nicht der er ist leider nicht der beste Fahrer für mich. Ey, kein Kontakt! Weil du eine Runde gewonnen hast, oder was? Du hast gerade eine Lampe umgefahren in mein Auto, deswegen hat sich überflippt. Ja, komm, Jungs, jetzt macht noch mehr Ausreden. Ja, das ist von wegen kein Kontakt. Das Spiel ist verbuggt. Oh, Leute! Wie krank ist das? Vor allem bei keinem Kontakt, er startet als Erster. Was für ein fucking Vorteil das ist, ne? Was, Bro? Wärst du dicht hinter mir, würde ich dir sogar noch den Sieg schenken. Aber, Bro, guck doch mal, wo du bist. Ich überrunde dich gerade. Leute, hä? Bro, guck mal, ich mach euch rückwärts. Ich bin gerade rückwärts gefahren. Bro, ich, ey, gerade was ich hier mache, also, dass sie da... Ich bin gerade rückwärts gefahren. Ja, Bro, ich war ein gutes Stück hinter dir. Ich habe mich überschlagen, weil du diese eine Laterne umgefahren hast. Ey, Leute, ich habe mich überschlagen. Ich habe mich selbst gerade überschlagen. Ja, aber guck doch, ich bin jetzt wieder in der Nähe von dir. Ja, ist doch alles gut, aber Theo, Großklappe höre ich gar nicht mehr. Ich habe mit diesen scharfen Kurven, da habe ich nicht gerechnet, Digga. Das ist meine Schwäche, so scharfe Kurven, Digga. Die kann ich nie so gut fahren. Ja. Hier kommt es halt auf Skill drauf an, Bro. Ach, Stani. Theo, Digga, was ist denn jetzt los mit keinem Kontakt? Oh, hier kannst du wohl keine Leute wegrammeln. Oh. Ja. Aha. Aha. Ach, Bro, nein. Guck mal, ich sag dir ehrlich, hättest du jetzt gewonnen, ich hätte lebenlang gesagt, du wärst der bessere Fahrer. Aber jetzt, wo ich fahren kann, wie ich will, nicht Angst haben muss, dass ich irgendwo reingecrashed werde. Guckt sie an, jetzt kommt es auf Skill an. Die Ampel ist auch im Weg, jetzt was ihr jetzt machen. Seht, das ist pur natürlich Skill. Beschissen, ne? Das ist wirklich GTA Raw pur Skill, Leute. Das sind Fahrerskills. Mir ist gerade eine Ampel im Weg gewesen. Ja, eine Ampel, genau. Oh, Ampel, Digga, ich bin wogegen geknallt. Alles drum und dran, Leute. Ach, schade. So, Kontakt drin. Ich will nicht pushen oder so, Leute. Aber das ist hier, kommt es auf Skill drauf an. Auf nichts anderes. Hier kommt es auf die eigene fahrerische Leistung drauf an. Und wo bin ich? Erster Platz, Leute. Mit Abstand. Boom. Ne? Ich fahre aber an die Solche. Diese Runde hast du einmal gewonnen. Ist aber auch eine schöne Map hier, aber okay. Wieso? Weil das mal. Die Map ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Nein, aber wenn du hier eine Ampel halt triffst, ne, auf der kurzen Sache, dann hast du halt den übelsten Nachteil, so wie wir den gerade hatten. Weil Stani kennt den ja nicht, weil er als erstes gestartet ist. Deswegen kann er ihn ja nicht haben, diesen Nachteil. Ne? Leute, mit Abstand gewonnen. Was will man dazu sagen? Was will man jetzt dazu sagen? Guck mal, die. Ja, er ist für dich. Du bist jetzt erst ins Ziel gefahren? 1-0 für dich, du dummer Schwätzer. Komm.
Also meinst du jetzt, wenn wir jetzt nochmal ein Kein-Kontakt-Rennen fahren, dass... Du hast doch gesagt, drei Runden hast du gesagt, so drei Runden, so, dann mach doch, los, komm, mach weiter. Also, ich sag ehrlich, Leute, wenn, wie gesagt, wenn er mich im Kein-Kontakt-Rennen abzieht, ist er der bessere Fahrer, ansonsten ist er für mich einfach nur ein Trollfahrer, der Leute wegrammen kann und mehr auch nicht. Ne? Ich geh kurz auf Toilette, warte mehr kurz. Oh, die beste Runde war eine Sekunde schneller als meine. Ja, ne? Bro. Also, so schnell hab ich auch nicht gehabt. Bro, eine Sekunde, weißt du, was das auf der Rennstrecke ist? Ja, dafür. Ich Sekunde! Sekunde ist wie 10 Minuten auf der Rennstrecke. Ja, okay, Mann. Okay, Michael Schumacher, Standard-Skill Schumacher, jetzt beruhig dich wieder. Ja, wir haben alle durch jetzt hier, alle Rennen, glaube ich. Mal das hier noch. Jo, ist auch ohne Kontakt, ne? Kein Kontakt. Ja, wo ist denn jetzt Theo hin? Nicht, dass der gleich heißt, ich bin nicht gekommen. Ja, glaubst du, der Jester wäre eben bei dem besser gewesen? Oder sagst du, nee, bei den, nee, wohl die kurzen Kurven dann, ne? Der, glaub mir, dieser Dings ist am stärksten, dieser Kalito. Hast du ihn schon aufgetunt bei dir? Nee, nee, wir spielen alle ohne Tuning-Fahrzeuge. Nein, ich meine generell, nein. Achso, ich mein, nee, hab ich selber nicht. Ich will es gleich auch mal machen, Alter. Das ist echt krasses Auto. Starte, komm, nochmal, weiter. Leute, das ist echt wieder zu einfach. Guck mal, also ich weiß nicht, was du nicht mitgekriegt hast, aber du hast doch gesagt, es geht bis 3. Es steht 1. Nein, stopp. Aber man hat doch gerade gesehen, wieder? Wie viel krasser ich war. Hä? Was laberst du? Ey, ich mach mein weißes Auto, damit Bro, hier, weiß. Ey, ich kann einfach, Leute, ich kann hier wirklich meinen Skill fahren lassen, so, wisst ihr? Skill. Ach Gott. Ey, Leute, ich guck jetzt, wie ich gewinnen werde. So einfach wird das jetzt sein. Also, aber ich muss eins sagen, du fährst besser als gestern. Das muss man sagen, ja. Aber mehr ist es auch nicht. Pass mal auf, rede mal, wenn wir erstmal hier fertig sind. Weil ich hab dich dann dreimal so hops genommen. Jetzt chill mal kurz. So, Freunde, das wird der Sieg werden, ich spüre es. Ich wollte nur sagen, Jungs, man hat hier zwar keinen Windschatten, aber aufholen ist trotzdem an, ne? Also, Was heißt? Na, aufholen kannst du trotzdem, also du hast trotzdem einen kleinen Boost, wenn du hinten halt bist, weißt du? Ja, das war ein Abfuck, Digga, ich hab diesen Boost nicht geschafft. Mir ging von 3-2 und dann 1 erst. Wer ist der Rote? Army, du? Nee, Army ist das. Das Rennen hier war kacke, ich bin gleich wieder. Nein! Oh mein Gott! Guck mal, wie perfekt ich die Kurve genommen Digga, habe! Digga, nein, Leute, was hab ich da gemacht, Digga? Ey, wenn oh mein es Gott! Um Skill geht bei so einer Kurve, oh mein dann Gott, sofort, was hab ich da Digga, gemacht, Press, Leute? Ey, WTF, ich schwör auf alles, das ist einfach ausgebrochen, das Auto. Oh, Leute, meine Bestzeit wird das, glaube ich, diese Runde werden, ne? So krank, wie ich fahre diese Runde. Bruder, diese Kurven, ne? Da brauchen wir aber auch Skill für diesmal. Das ist, guck mal, das Ding ist halt wirklich ohne Kontakt. Das ist wirklich immer was anderes, ne? Und wo hier keine Ampeln im Weg sind. Da merkst du einfach, wie das auf den Skill kommt. Ich guck mal kurz nach Rücken hinten. Ah, niemand zu sehen. Ah, Bro, was? Niemand zu sehen? Ja, okay. Das war dumm von mir. Das war schlecht von mir. Hä, aber warum ist dein Auto so viel schneller als mein? Nein! Bro, ich war einfach besser. Ich warte auf euch. Leute, oh mein Gott! Komm vorbei. Yeah! Erster wieder! Zack! Ich hab dir den Vorsprung gegeben. Leute. Hat man's auch gesehen. Ich hab gewartet. Digga, nein, ich geb auf, Digga. Der hat bei mir. Ja, ich gebe auf, Leute, bei mir ein Checkpoint. Ich hab gewartet. Bro, ich warte auch auf dich hier, aber du kommst nicht. Oh, Digga. Guck mal, ich warte jetzt auf ihn hier so ein bisschen, aber er kommt leider nicht. Lass mal ein paar Leute hier töten. Digga, Theo, Digga. Oh mein Gott, Leute, ich hab mich hier überschlagen, alles drum und dran. Trotzdem erster Statement einmal. Kein Kontakt ist so geil, Leute. Weil da wollen wir keine Angst haben, dass man jetzt von hinten weggerammt wird. Das ist das Geile, Leute. Das ist kein Contact. Oh, da war ein bisschen... Das war mein Fehler, Leute. Das war so schlecht von mir. Ich schwör auf alles, Digga. Ich bin auf diesen komischen Dings Sand gefahren, Leute. Es zieht mich nach rechts. Aber ist egal, ist noch nicht vorbei, Leute. Alles gut, ist noch eine Runde. Alles gut, Leute. Bam, Dicker. Wichtig, Leute. Wichtig gewesen. Sehr wichtig gewesen.
Und er lacht sich hier tot, dies, das. Als wäre schon irgendwas hier vorbei oder entschieden. Und ich frag mich so, hä? Das Spiel läuft doch noch. Ist der auf Drogen oder so? Ah, ist okay. Hä? Wieso denkt er, hat gewonnen, weil er kurz mal vorne war? Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das guck mal, Leute, halt wie wir ihn einholen. Birne rein. Gleich haben wir, gleich haben wir. Oh, er hat die Kurve schlecht genommen. Nice. Gleich haben wir, Leute, jetzt haben wir. Nee, den Scheiß hast du. Guck dich das an, jetzt haben wir. Nein! Nein! Digga, ist er schlecht. Da gebe ich ihm nochmal die Chance, um damit es spannend wird für seinen Stream. Und er verkackt. Ja, okay, das war die Digga, ich hab, Leute, weil er da reingefahren ist, ich hab's nicht gesehen. Weil das scheiß Auto, Digga. Oh mein Gott. Ist Digga, egal. Das ist egal, Leute. Ich bin Foskoros. Ja, Digga. Das war dumm. Leute, damit Abstand, du bist immer noch nicht da. Wo bist du denn eigentlich, obwohl ich einmal auf dich gewartet habe? Nein, Digga, das war so schlecht. Ich war so ein besserer Fahrer. Ihr habt's gesehen, Leute. Oh mein Gott. Wie, warte mal ganz kurz. Gott, du hast verloren die Runde. Ich schwör auf alles. Ich hab's einfach nicht gesehen. Du bist vor mir gewesen. Ich hab das Ding nicht mehr gesehen. Kann man das Rennen jetzt vorzeitig irgendwie beenden, Digga? Weil ich habe eben einen Checkpoint vergessen. Muss 30 Sekunden warten, glaube ich. Oh nein. Noch 12, 11, 10. So Karma sehe ich auch so, Jungs. Ich habe den Kreis fast berührt gehabt, die ganze Zeit einfach nicht gegolten, Digga. Das Ding ist, Leute, ich sag doch, wenn ich einmal wirklich warm bin, bin ich einfach unfickbar, was das Fahren betrifft. Nein. Ich bin unbesiegbar, Digga. Digga, du hast gerade einen Kontakt drin gewonnen, hä? Ein Nicht-Kontakt. Nein, ich habe drei gewonnen, drei Kontaktrennen. Und Nicht-Kontakt habe ich eins gewonnen. Hast du eins gerade gewonnen? Ja, klar, aber da kommen doch jetzt noch zwei. Wie viel habe ich denn gewonnen? Kein Ding. Da kommen doch jetzt noch zwei. Wie viel habe ich Kontakt drin gewonnen? Auch eins. Nee, zwei sogar habe ich gewonnen. Was, Kontakt drin hast du? 3-1 habe ich gewonnen. Oh, 3-1, ja. Ah, das war dumm von mir. Mach doch mal ready, Jungs. Enter. Okay, Ami, enter. Das war halt Real Talk dumm von mir. So, welche Strecke willst du denn diesmal? Komm. Ja, keine Ahnung, ich kenne die Strecke nicht. Ich nehme jetzt einfach die hier. Das war dumm von mir, Leute. Oh mein Gott. Das war real. Also das Leute, war wirklich... Sieger-Livestream! Natürlich habe ich ihn gewinnen lassen, Leute. Dass er einfach nicht heult. Dass er auch noch. Dass er weiß. Guck mal, Leute. Er hätte halt jetzt direkt ausgemacht. So, wisst ihr, was ich meine? Und deswegen, bumm. Ja, wieso höre ich eigentlich die ganze Zeit deinen Joystick? Digga, der spielt mit Joystick und bist verliert. Du dumm? Da steht Maustastatur. Er sagt. Digga, das ist so peinlich. Das ist so schlimm. keine so, getunten ausnehmen. Was hast du? Keine getunten. Ja, gut. Oh, wieder Calico. Ach, Leute. Er muss ich hab ihn gewinnen lassen. Ich hab ihn gewinnen lassen, dass es spannend noch wird, sonst wäre langweilig. Wenn ich jetzt jede Runde gewinnen würde, ihr habt's gestern gesehen. Good luck, have fun, Jungs. Das sind 6 Rennen, das sind immer die gleichen jetzt. Also ich kann jetzt keinen anderen auswählen. Alles gut. Lass danach zufällig einfach auswählen. So, Leute. Jetzt werden wir mal wieder serious fahren. Jetzt mit Ansage, Leute, werden wir hier den Sieg holen. Ganz klare Geschichte. Boom. Um die Kurve rum. Bro, wer ist denn hier gerade die Abkürzung gefahren? Lol. Ja, aber das nimmt leider viel Speed weg. Aber GG, Digga, muss ich sagen. Die Abkürzung, Digga, wenn du da ein bisschen mehr Speed reingenommen hättest, wärst du deutlich vorne schwierig. Gewesen. Das ist aber schwierig, Bro. Theo hört man gar nicht mehr. Sei mal leise, du Horn. Das Spiel geht länger als nur jetzt gerade. Oh, nicht schlimm. Das hat nämlich mein Speed rausgenommen. Das war wichtig. Na. Nein! Oh, das wäre so schön gewesen, Bro. Hast du gesehen, Stani? Ich erkenne die Abkürzung, aber ich fahre die nicht, weil ich mir zu... Das kann zu viel passieren, weißt du? Das war ein Millimeter, Bro. Das war wirklich ein Millimeter. Hätte das geklappt, Digga, wäre ich wahrscheinlich Erster gewesen.
Ab in die Pro Trail. Naja, ich gehe aber gut mit Schwung um die Kurve, weißt du? Ja. Ja, aber da hatte ich auch brutal viel Schwung gehabt. Weißt du? Deswegen war das dann nicht so. Das war halt. Ah, der geht jetzt hier geradeaus weiter. Ach, Digga. Nee, ich fahr wieder komplett scheiße. Ich höre jetzt auf nach dem Rennen. Ja, aber Armin bin nämlich auch nicht sauer, Leute. Er hat halt nicht so eine große Klappe gehabt wie Theo. Deswegen kann ich das auch gar nicht sagen. Guck mal, wie er nicht sagt, Leute, weil er sich konzentrieren muss. Sag mal leiser doch, Hunter, ich muss mich konzentrieren, du bist kein Gegner, Philipp. Oh, ich mach das doch, ha? Jetzt kannst du langsam mal aufhören zu zittern, ha? Oh, was denn? Voll ganz normal. Du hast vor mir gestartet und ich hol dich auf, Digga. Bro, du hast... Woohoo! Bro, er denkt, Leute, es gibt es aufholen an. Derjenige, der hinten ist, hat mehr Speed, Digga. Er checkt's einfach nicht. Digga, also wirklich. Oh, ist ja auch egal. Aus dem Weg, du Geringverdiener. Ey, Digga, dieser... Ich weiß nicht, das ist nicht so gut. So, Freunde. Machst du mit Handbremse oder machst du mal rückwärts, also mit S bremsen? Frag doch mal lieber den Gewinner, wie er das macht, nämlich mich, Digga. Ja, Bro, Runde ist doch noch gar nicht vorbei. Oder? Naja, du kommst gut tatsächlich. Fahr ich jetzt gegen Wieler oder fahr ich gegen Theo? Hey. Hä? Platz da! Okay, ich hör auf, Digga. Ey, das ist ein minimaler Bordstein und mein Auto macht einen Rückwärtssalto. Ach, Digga, es ist so schlecht, dieses dreckige Physik in diesem Game. So, Leute, zack, jetzt hab ich's doch! Woohoo, Baby! Boom! Charlie, warum bist du denn so leise plötzlich? Ja, war gut gefahren, GG. Oho, Anerkennung von Philipp, dass wir das auch mal erleben. Ja, der am meisten triggert mich nur, Digga, dass er die ganze Zeit sagt, wenn er hinten ist, dass das ein Nachteil ist, Leute, was aber gar kein Nachteil ist, wisst ihr, was ich meine? Ja, dann ist es keiner, das kann ja sein. Ja, aber dann sag nicht immer, dass es ein Nachteil ist. Das wusste ich doch bis gerade gar nicht. Hey, Digga, sag ich die ganze Zeit. Digga, weil ich verstanden habe, dass das, auch wenn das Windschatten quasi an ist, auch wenn es nicht an ist, so habe ich das verstanden. Ja, das Einzige, was man jetzt sagen könnte, er ist echt gut gefahren, Leute, kann man nichts sagen, aber ist halt mit ungetunten Autos auch deutlich einfacher. Also warte mal, du fährst auch genauso ein ungetuntes Auto. Ja, ist aber einfacher, weil, ich sag mal, du kannst damit halt viel mehr Fahrfehler verzeihen, weißt du, was ich meine? Weil es langsamer ist. Das Rennen allgemein ist ja viel, viel langsamer mit ungetunten Autos. Digga, der Typ hat immer eine Ausrede. Das ist zu wild. GT, du bist der beste Rennfahrer. Aber ist ja noch nicht verloren, Leute. Ja, dann let's go. Noch kannst du dann hier aufholen. Digga, muss bereit machen. Ja. Ach, Leute. Oh. Also ich muss aber sagen, dass das Match gerade war wirklich spannend. Ne? Das war auf Real Talk spannend gewesen. Ist das jetzt gleich Rennen? Nee, ist anders. Ist das eigentlich jetzt Match, Dani, dass er gerade besser ist als du? Nee, er ist nicht besser wie ich, Digga. Gut, das letzte Rennen habe ich mich halt verbremst gehabt, da hat er mich halt überholt. War gut gewesen, ja, aber ich glaube halt nicht, dass er im Allgemeinen besser ist wie ich. Nein, glaube ich nicht. Ich mag das nicht, ich weiß nicht. Ja, das sieht nicht gut aus für mich, die Runde. Ist jetzt schon Fehler gebaut, oder was? Nee, das nicht. Also, ja, ist vorne, ne? Das, weil ich halt mal nicht so gut Auto fahre, ja.
Oh mein Gott. Was? Sie haben so eine krasse Fahrfehler gemacht, der kommt nicht ran. Krass. Das wundert mich gerade. Ja, okay, jetzt ist er da. Jetzt war natürlich klar. So lange eine große Klappe gehabt. Geh aus dem Weg da, du Idiot. Ah! Was war das denn, Alter? So ein Fehler, Digga. Scheiße, jetzt haben wir verkackt. Oh, doch nicht, lol. Habt ihr beide einen Fehler gemacht? Nee. Ja, aber manchmal kommt doch sowas an, jetzt wie du auf die Curbs. Ich hab verkackt. Er hat gewonnen. Er hat zu 100% jetzt gewonnen. Das kann ich nicht mehr aufholen. Oh, fuck. Und hier geht's da lang. Hab ich gar nicht gesehen, ja. GG. Ja, Leute, das ist halt das Ding, das meine ich halt. Das ist halt bei keinem Kontakt, ne? Ja, das hat er nicht angenommen, scheiße. Ich dachte, man könnte das hier tricksen. Ja, doch, kann man sogar, lol. Kann man sogar. Man muss nur ganz an die Wand gehen. Interessant. Ja, das haben wir verloren. Tja. So ist das. Das haben wir verkackt, ja. Das ist halt das Rennen, Leute, was hier auch auf Skill ankommt. Ne? Das ist ein bisschen viel mehr Kurven. Kurven, die schon geradeaus fahren, wie bei den anderen Rennen. Hier kommt es drauf an, wie man die Kurven nimmt. Maschallah, Stani, der Kurvennehmer. Ja, ich nehme nicht nur Kurven beim Autorennen. Sondern? Okay. Mein Gott, das wird sogar noch eine richtig blaue Zeit jetzt hier, Leute. Ja, das haben wir verkackt, Leute. Ja, easy, Leute, easy. Gleich, ich habe am Anfang überrundet. Ja, ganz ehrlich, Leute, hätte meine Oma fahren können. Boom! Drinne! Hat der das zu mir gesagt? Drinne, Leute! Drinne. Jetzt kommt das entscheidende Rennen. Wer das Rennen gewinnt, ist für mich natürlich gerne Kontaktrennen, seine Trollrennen, so, dass er der beste dann lass Fahrer, mal direkt die nächste dass Runde er der bessere starten, Fahrer bei den ne? Trollrennen ist, Leute. Das kann ich natürlich supporten. Da aber hast du natürlich gerade bei der Strecke gewonnen, wo natürlich ich aufgrund meines Bildschirms wegen der Dunkelheit nicht so viel sehe, gewonnen. Bro. Zum Glückwunsch an dieser Stelle. Ja, okay. Aber, ja, ich habe halt ein schwarzes Auto, so bei mir ist alles dunkel, dies, das. Ah, okay. Mach deine Killer jetzt an, dann ist alles hell. Beste Rundenzeit über eine Sekunde schneller wie er. So, welche Dings nehmen wir? Ich würde sagen links oben. Oder hatten wir das gerade? Nee, was hatten wir gerade? Bro, ich weiß das gar nicht. Du hast was ausgewählt. Lass Gassenrase reinnehmen. Bro, ich habe jetzt keine Ahnung. Nee, ich glaube, das hatten wir noch nicht gegessen. Das hatten wir wahrscheinlich schon, aber ich glaube jetzt in den letzten... Ja, jetzt die letzte Runde. Das ist die entscheidende Runde. Wer jetzt gewinnt... Ach, das ist diese Scheißkarte von eben. Ja, nein, das ist sie nicht. Nein. Das ist die, wo wir mit Kontakt drin gewonnen haben. Doch. Wo ich die Abkürzung genommen habe, wo du gesagt hast, ich habe doch gesehen, dass du auf der Karte habe ich das gesehen. Ich glaube, die ist das. Keine Ahnung. Sorry, ich mache wieder hell an, hab's vergessen. Kein Kontakt, Einstellungen. Warte. Eigene Fahrzeuge aus. So, Leute, die Entscheidung. Let's go, mach. Der Junge, ne? Ich sag mal immer so schön, good luck, have fun, guys. Nee, das ist eine andere Karte, die hatten wir gerade nicht. So, Leute, wir werden mal sehen. Wer jetzt gewinnt, ist für mich der King. Dann sehe ich es auch ein, Leute. Aber wie gesagt, er hat gewonnen, halt, weil er mich weggerammt hat. Das ist für mich, hat nichts mit Skill zu tun. Ne? Das ist der bessere Rennfahrer bei Trollrennen, klar, gar keine Frage. Aber was das Autofahren angeht, ist er nicht der bessere, muss man einfach sagen.
Wenn er mich jetzt abzieht, Leute, dann werde ich es einsehen. Er ist der Bessere. Heute zumindest, heute. Gestern haben wir ja gewonnen. Das muss man ja auch noch dazu sagen. Ach, das ist die Strecke wieder. Nein. Och, nee, gesagt. Digga. Hab ich doch gesagt, du meintest ja, nein. Die hasse ich eigentlich, die Strecke, Leute. Das ist nicht meine Strecke. So, Leute, gucken wir doch mal, was diese Runde so abgeht insgesamt, ha? Gucken wir doch einfach mal uns dieses Mal an, Leute, wer das Ding denn jetzt hier schaukeln wird, ne? Stani, denkt ihr mal, er wäre der krasseste Fahrer? Gut, gucken wir einfach mal, ne? Kann ja sein, ne? Will ich gar nicht abstreiten, dass er fahren kann. Kann er, definitiv, doch, kann er. Ja, ist kein Ding, Leute. Wir haben Aufholen an. Oh, die habe ich gut genommen, Leute. Das hier nicht. Das habe ich verkackt. Das war nicht so gut, Leute. Das war nicht so gut. Hier bin ich auch nicht gut in den Kurven. Das war mein Fehler. Gegengefahren. Scheiß drauf. Fehler müssen wir wieder ausbaden, Leute. Alles gut, alles gut. Kovi nimmt er auf jeden Fall besser als ich, Leute. Naja, fährt die, glaube ich, enger. Mehr Risiko, aber ja. Nein, da habe ich verkackt. Ich glaube, jetzt holt er auf diese Strecke. Genau. Ruhig alles ist. Ja, Konzentration, natürlich. Würde ich ja lügen, wenn das nicht so wäre, ja. Scheiß Lampe, Mann. Das sieht sehr gut für Philipp tatsächlich aus, nicht für mich. Let's go, Philipp. Ja, verkackt. Ja, hat er gut gemacht. Ja, Glückwunsch, da hast du gewonnen, tatsächlich, tatsächlich. Aber ich guck mal kurz einen Clip an, die Leute sagen alle irgendwie, du hast gelogen. Ich guck mir mal kurz einen Clip an, dass irgendwas ausgemacht wurde, dass sehr wohl das erste Rennen, die ersten drei nur zählten. Stimmt das denn, Chat? Hätte er mich denn schon den besten Fahrer nennen müssen nach den ersten drei Runden? Stimmt das? Warte mal kurz, ich guck mal kurz. LOL, wirklich? Leute, er hätte mich schon nach den ersten drei Runden den besten Fahrer nennen müssen. Digga, Leute, dann ist das ja zum Glück irrelevant. Also, Glückwunsch für Philipp.
mit Dings 3-2, ja, gratuliere ich ihm. Aber er muss mich den besten Fahrer nennen. Und wenn wir jetzt alles zusammenrechnen, wie viel kommt raus? 5-4 für mich. Gewonnen! Gewonnen! Ja! Ja! Also, Philipp, Glückwunsch zu diesem irrelevanten, denn das ist es ja tatsächlich, wenn man das genau nimmt, das sind ja Rennen, die gar nicht gewertet werden dürfen. Glückwunsch dazu, war eh ganz knapp, muss man nicht sagen, ne? War plus, minus, null, ungefähr dasselbe. Aber man sieht es ja, wenn Verkehr da ist, ne? Gegenverkehr, andere Mitspieler, ja, das Stani ganz klar verloren hatte. Und das muss man ja auch mal mitwerten, ne? Bro, guck mal. Und deswegen... Stani, herzlichen Glückwunsch, aber bitte immer der beste Fahrer. Ne? Bro, guck mal, ich sag dir ehrlich, du bist der beste Fahrer im Wegram und nicht in Fahrskills. In Fahrskills, Leute, wurde gerade bewiesen, wer der bessere Fahrer ist. Ich muss sagen, du bist ein sehr guter Rennfahrer, aber ich bin eine andere Klasse einfach, Bro. Das ist wirklich, Digga, ich sag ehrlich, das sind ein paar Hundertstel, wir sind echt zwei gute Fahrer, aber du bist einfach nicht mal ansatzweise so gut wie ich. Muss man einfach sagen. Also das war schon, finde ich, ziemlich ansatzweise. Nein. Aber du hast recht, wir sind es nicht ansatzweise, weil das Ghosting war ja ganz knapp, aber das andere, da habe ich dich ja vom Platz weggefegt. Also das heißt, bei Verkehr fängst du an zu stottern. Du hast mich richtig super weggerammt. Digga, ich habe gerade mir den Clip angeguckt, ich habe doch schon Licks gewonnen. Ja, gerne, dein Troll. Aber ich gebe zu, aber guck mal, ich sag dir ehrlich, du bist Real Talk ein guter Fahrer. Ja, du auch, aber... Im Ram bist du noch besser, sagen wir es mal so. Also unabhängig davon, wie wir jetzt die Sichten haben, wie hier was gewertet werden muss. Ah, wir sind gute Fahrer beide, Leute. Das ist safe, so. Ja, Retalk. Das ist für, also ich sag dir ehrlich, ich dachte ehrlich, du bist so mehr so dieses immer irgendwo Gegenrahmen kaputt machen, aber das ist, ist wirklich krass, wie du an sich fährst, ja. Ja, du auch. Aber Ram kannst du natürlich besser, also Leute wegrahmen. Okay, gehen wir offline oder machen wir noch irgendeine Mission? Nee, wir sind durch, Leute. Ich würde sagen, wir sind durch, war ein geiler Stream gewesen. Nee, ja. War geil gewesen, Leute. Wir sind echt sehr. Das war Glück auch, muss man sagen. Wir sind beide gleich auf, würde ich fast sagen. Das war das kommt auch an, wie du den einen Curb nimmst, dies, das, Ananas, ja, Leute. Ja, safe. Guck mal, das Ding ist halt auch, gerade wenn Dritter mitkommt, er muss. Das kannst du so nicht machen. Also das kann man auch so nicht werten. Mit dem No-Ghost hat man zumindest gesehen, wie man an sich fährt. Und da hat man ja gesehen, wie spannend es war. Und welche Fehler, klar. Wenn man Fehler macht. Wo das sich anbietet. Das, aber die Fehler waren halt wirklich Dings, wenn du einen Fehler gemacht hast. Ja. Und das ist halt die Sache, die Art und Weise, wie wir die Kurven aber nehmen müssten, um Erster zu werden und so, das wissen wir ja, unabhängig davon, wo der Fehler passiert, weißt du? Also, das ist auf jeden Fall krass. Ja, das ist einfach zusammengefasst, Leute, wir sind einfach Profi-Rennfahrer. Ja, guck mal, jetzt nichts gegen Armin, hat er nicht damit zu tun, aber... ansatzweise mitgehalten. Genau, guck mal, und wenn ich jetzt Armin einfach als jeden anderen Spieler betitel, da siehst du einfach, dass keiner mit uns hätte mithalten können, so, weißt du, was ich meine? Ja. Beruhigt euch wieder, der hat den ganzen Tag heute GTA gespielt, ich habe eben erst angemacht, die Kleine. Ja, ey, das Bro, ist... Ey, Bro, Tag, wo ich auch noch spiele. Du warst nicht mal ansatzweise unsere Liga. Guck mal, wir waren Champions League, Digga, du warst Kreisliga, was laberst du, Armin? Ist okay, du Rentner. Der zockt seit gestern, zockt der durch gegen GTA, macht diese ganzen Rennen und Missionen und trainiert da sonst nicht. Ich probiere noch irgendwelche Autos aus und dann kommt auf einmal hier mal, will ihr einen auf Michael Schumacher machen, Alter. Komm auf deinen Film wieder runter. Schade. Ey, Leute, aber ich würde noch, warte mal, wo gibt's denn die Calico, Alter? Wo gab's denn den? Der. Den hatten wir nicht getuned gehabt. Den wollten wir eigentlich tunen. Leute, den tune ich jetzt noch. Weil das. Tune du, ich schicke die Leute noch rüber, dann gehe ich jetzt zum Auto. Ja, easy, würde ich auch schnell tunen, weil da bin ich gespannt, was der für Tuning-Möglichkeiten hat, weil der ist echt krass im Fahren, Alter. Ja, Leute, das wird wahrscheinlich nochmal mega geil werden. Guckt euch das Auto an bei Stani. Ich bin nicht mehr Bieler, Leute, meine Stimme ist weg. Ja, lass gleich noch connecten, Digga. Ich bin ehrlich, auch. Ey, Leute, aber guck mal, auch den Unterschied, der kostet 1,4 Millionen und der Jester, oder 1,5 Millionen, und der Jester kostet einfach 2 Millionen. Zu krank. Das ist krass. Also ich sag euch ehrlich, ich fand den Calico performance-technisch, auch von der Traktion her, deutlich besser als den Jester. Hätte ich nicht gedacht, Leute. Ich dachte, der Jester ist der schnellste. Also vielleicht der schnellste, ja, von der Geschwindigkeit, aber nicht von der Performance. Das muss man aber immer bei GTA natürlich noch unterscheiden.
was Performance ist, Traktion, dies, das, Ananas. Das spielt auch noch so eine Rolle. Aber Leute, ich musste schon echt schwitzen, Alter. Jetzt gerade das letzte Rennen. Ich sag euch ehrlich. Schwitzerei, das war auch spannend pur, Digga. Das sage ich dir ehrlich. Das hat, ich sag dir auch, als Ami sagte, ruhig und Konzentration. Mir hat das aber Spaß gemacht, dieses. Ich sag dir ehrlich, das war wirklich dieses. Ja, das war krass, das war krass. War schon krass, ja. Aber die eine Kurve, die letzte Kurve da noch, ne, wo es da in diesen Busdings da geht, wo es so eng wurde. Digga, ja, Bro, der ja, hat so wichtig. Perfekt genommen gehabt. Die war wichtig. Ja, da bin ich so ja, richtig stimmt, in die Kurve so reingeslidet, Digga, und hatte direkt Grip gehabt. Und da wusste ich, okay, jetzt holt er mich nicht mehr ein. Das schafft er nicht mehr. Man merkt auch einfach, wenn man eine Kurve krass genommen hat, ja, wegen des Grips und so, ne, das ist wirklich heftig, Mann. Ich finde dafür, dass halt echt nur GTA Online ist so, ist das aber so renntechnisch schon geil eigentlich gemacht, das Game. Ja, auf jeden Fall. Man, guck mal, ich spiel. Guck mal, du weißt, ich spiele eigentlich nie GTA Online. Mir gefällt das ja nicht so, ne? Aber, Digga, es hat übertrieben gebockt, so. Also, auf jeden Fall. Ne? Boah, ich sag dir ehrlich, ich mache manchmal GTA einfach an, Leute. Und fahre einfach die ganze Zeit nur rum mit Autos und so. Das macht auch unnormal Bock. Ja, die Autos, also ich finde, die Autos machen halt ganz GTA aus, ne? So, also. Ja, ja, klar. Und es gibt halt viele Minigames, die dürfen man auch gar nicht unterschätzen, so. Es gibt echt viele Minigames. So ich weiß nicht, ob ich jetzt noch was essen gehen soll, Alter. Ich weiß auch nicht. Ja, eigentlich müsste ich auch noch mal eine Aufnahme machen für morgen, für diesen Kanal. Ja, ich bin auch noch am Start. Aber ja? Ja, ich bin auch noch am Start, ah. Ja. So, Leute, da sieht die Karre aus. Also ich muss sagen, er sieht von vorne so ein bisschen aus wie so ein SLK oder so von Mercedes, ne? Gut, ich gehe jetzt erstmal offline, also hier, und dann überlege ich mir, was ich genau jetzt mache. Ja, okay. Haut da rein, Leute, hier geht noch zu Shandy rüber. Ich schicke euch den Link rein. Haut da rein. Schön mit Ö. Ich gehe direkt raus, Shani. Ciao. Jo, wir sehen uns gleich. Dingsbums, ja, Leute, das Ding ist, Sonntagsstream werde ich wahrscheinlich, von vorne sieht er so ein bisschen aus wie so ein Bentley, oder? GT so ein. Sonntagsstream werde ich abends machen, Leute. Echt? Aber was mit Hunger Games eigentlich? Ach, stimmt, Digga. Digga, deswegen wollte ich ja fragen, warum nicht lieber vor Hunger Games Screen hell machen und dann Hunger Games rein und dann haben wir Feierabend? Dann ist das wie ein ja, das können wir machen, aber dann müssen wir Hunger Games später machen. Ja, warum? Hast du mittags keine Zeit, oder was? Ja, ich will mittags nicht streamen, Digga. Ich weiß nicht, Digga. Also, wenn, dann will ich früh streamen, aber mittags, Digga. Ist halt auch so ein dummer Streaming-Dings, Digga, mittags. Ja, genau. Ich hab gedacht, so 15 Uhr und dann so 3 Stunden oder 2, also 2, 3 Stunden. Nee, hey, fühle ich gar nicht, Digga. Also, entweder will ich morgens oder abends streamen, Leute. Ich würde auch noch fast sagen, könnte sagen, Dings, man macht das Hunger Games einfach um 20 Uhr. Und dann gehen wir 16:30 live oder so. Ja, musst du die Jungs fragen, ne? Wie ist das egal? Ja, mal fragen, ob die Bock haben. Ja, ich tune jetzt ohne große Kommentare einfach mal durch, Leute. Ich will mal gucken, wie der aussieht. Oha, Auspuff ist geil. Schöner Doppelauspuff, feier ich. Aber ich muss sagen, Tuning-Möglichkeiten ein bisschen enttäuschend, also. Ich hätte mir irgendwie. Boah, das sieht lustig aus mit dem Rallye-Aufsatz. Oha! Okay, das sieht lustig aus. Ah, okay. Scheinwerferabdeckung? Hä? Warte mal. Scheinwerferabdeckung? Ach so, lol. Das ist ja useless, Bro. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Zukunftsauto, ne? Oha, Alter, was ist das denn für eine Motorhaube, Leute? Tschüss, Digga, sieht die krank aus. Alter, die hat was. Das sieht man mit der schwarzen Farbe, sieht man es jetzt leider nicht so gut. Sieht mir irgendwie ein bisschen. Ist halt so ein Rallye-Auto, richtig, ne? Ja, ich weiß nicht, Digga. Ja, ist so eine Rallye-Karre, ja?
Boah, das finde ich am geilsten, Leute, dass man sein Nummernschild auswählen kann, ne? Boah, das sieht nochmal so geil aus ohne Nummernschild. Ja, Chuchu, kannst du mitkommen, Sophie? Na klar, wenn Chuchu eins kauft, dann klar, logisch. Ja. Deswegen hatte der auch so viel Grip. Ey. Deswegen hatte die Karre auch so viel Grip gehabt, Leute. Weil das halt so ein Rallye-Auto ist. Ich fand die Dings eigentlich. Der sieht geil aus. Tiefer legen noch. Boah, guck mal, was der für Leistung hat. Geschwindigkeit ist halt nicht gut, aber Traktion war halt schon full gewesen, ne? Warum ist das für eine Scheiße? Boah, ich finde eigentlich so eine. Boah, ist okay, Alter, ne? Also ich glaube, er ist jetzt fertig getuned. Warte mal. Ja, ich hätte mir jetzt irgendwie ein bisschen cooler vorgestellt. Aber ist nicht schlecht, oder? Oh, doch, doch, doch. Doch, Digga, sieht schon nice aus, Leute. Sehr viel Beschleunigung hat. Ey, die Traktion von dem Auto ist geisteskrank, ne? Der ist nicht am Ausbrechen. Also, guck mal hier, was ich damit machen kann. Traktion ist halt geisteskrank. Oh. Ja, ist geil. Ist okay, Leute. Kann man machen. Ja, ich dachte mir gerade auch PC, geile Grafik. Ja, schöne Karre, Leute. Ey, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Das war's aber heute mit dem Stream gewesen. Wir sind durch, wir haben alles erledigt. Cooles GTA-Update. Hat mir echt mal wieder Spaß gemacht, ordentlich GTA Online zu grinden. Den nächsten Stream, Leute, werdet ihr am Sonntag sehen. Sonntagabend, Hunger Games und Green Hell wollten wir zocken. Also irgendwann, ich werde es auf Instagram posten, ich denke mal so 17, 16.30 Uhr, wenn wir live sein. Leute, danke fürs Zusehen. Danke fürs Mitfiebern. Und, ey, warum schwebe ich hier? Guck mal, wie schlecht das ist, ne? Schlecht, hä? Wie schlecht ist das? Babamäßige Straße hier in GTA. Super. Also, kann man sagen, was man will. Leute, ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht nicht so dolle. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis Sonntag. Tschö mit Doppel-Ö. Tschüssi.